Wir befinden uns im Jahr 2231. Es herrschen Kriege auf der Welt. Aber schon lange werden sie nicht mehr mit Waffen, sondern stellvertretend am Konferenztisch geführt. Die siegreichen Mächte der benachbarten Planeten verhandeln um die Erde. 5 Kommandeurinnen und Kommandeure haben sich heute Abend versammelt, um diesen Konflikt nicht mit Waffen, sondern mit Würfeln zu lösen. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Risiko. Ich habe schlechte Nachrichten für euch. Die Welt wurde erobert. Es ist so. Ich glaube, wir brauchen es nicht schönreden. Ich möchte mich dafür entschuldigen, aber... Also ich möchte mich nicht entschuldigen. Ich finde das eigentlich ganz geil. Denn wir werden mal schauen, wie wir das Ganze heute aufteilen unter uns in einer fantastischen Partie Risiko. Ja, ich wollte gerade sagen, es war gar nicht so schlimm für uns. Also ich bin, wie gesagt... Ich bin ja ein sehr netter Herrscher, ich will es euch da draußen nur sagen. Falls ihr also jetzt, keine Ahnung, über Twitter oder so im Chat lieber mich als Herrscher haben möchtet, dann tweetet es einfach raus, würde mich sehr freuen. Ja, aber wir haben natürlich auch noch hier 4 andere Leute am Tisch sitzen, die ebenfalls denken, sie können hier die Herrschaft über die Erde haben. Und wer das ist, das erfahrt ihr jetzt. Sarah. Sie ist privat und beruflich eine erfahrene Brett- und Videospielkonnoisseurin. Sie hat schon ein paar Partien Risiko gespielt, ist aber nicht die größte Strategin. Ist sie dadurch unberechenbar? Florentin. Er ist aktuell der Führende der laufenden Beef Junior Staffel. Multitalent und Mann der 1000 Gesichter. Ihn richtig einzuschätzen ist nahezu unmöglich. Seine Strategie? Gewinnen um jeden Preis. Nils, er ist ZIF-Gipfel und Risikogewinner. Ein absoluter Stratege und vor allem ein psychologischer Kriegsführer. Das macht ihn zu einem der stärksten Kandidaten des Abends. Mara, sie ist die Age of Empires-Veteranin. Das macht sie strategieerfahren und vor allem zäh. Marco, sie spielt das erste Mal Risiko. Ob ihr strategisches Talent die fehlende Erfahrung wettmacht? Steffen. Erfahrener Pen-and-Paper-Spielleiter. Rollenspieler. Geschichtenerzähler. Er ist wohl neben Nils heute der hinterlistigste Spieler. Aber reichen seine Erfahrungen hinter dem Würfeltisch aus? Ist das ein Still? Also erstmal bin ich nicht hinterlistig. Das möchte ich nur kurz anmerken. Ich bin bereit, mit jedem von euch mindestens eine Vereinbarung einzugehen, die ich vielleicht hinterher wieder aufkündige, aber das liegt dann nicht an mir. Ich hätte es jetzt abgefeiert, wenn sie wirklich irgendwie bei mir so Skill 0 gemacht hätten. Einfach mal so einen aus der Runde Skill 0. Das wäre ja gemein, liebe Marke. Das wäre ja voll ist gemein, aber stark davon. Wie viel Skill hatte ich denn? Ich habe es gar nicht gesehen. Ja, 0. War bestimmt ganz gut. Haben wir schon 0? Ja. Das ist ja erstaunlich präzise. Fand ich witzig, ja. So, wenn ihr da draußen auch Skill 0 habt, müsst ihr natürlich aber keine Angst haben, denn wir erklären euch nochmal die Regeln von Risiko. Es ist im Endeffekt ganz einfach. Wir haben hier die Karte unserer schönen Erde aufgeteilt in mehrere Kontinente und in mehrere Gebiete. Diese werden gleich in verschiedenen Farben erstrahlen, je nachdem, welche Farben wir haben. Mara spielt heute Abend Pink, der gute Florentin spielt Grün, ich spiele Rot, Nils spielt Blau und Sarah spielt Gelb. Das heißt, ihr werdet gleich sehen, wie diese kleinen Gebiete hier eingefärbt werden in die jeweiligen Farben. Und diese Farben haben wir dann für uns erstmal erobert. Erobert bedeutet, dass wir hier diese fantastischen kleinen Miepel haben. Einmal in der Größe 1 und einmal in der Größe 10. Und sobald ihr eine Einheit in einem Gebiet habt und keine gegnerischen Einheiten da sind, gehört euch dieses Gebiet und es wird quasi in eure Farbe eingefärbt. Wir haben als Spielziel 5 fantastische Ziele, die wir gleich ziehen werden. Das kann sowas sein wie vernichte einen anderen Spieler oder erobere einen bestimmten Kontinent oder so weiter. Die oder sind natürlich geheim. Bringen 3 Gouverneure oder 4 bis ans Maximum, sowas in der Art auch. Sowas geht auch, ja. Könnte auch sein. Ja, ich habe die leider nicht geschrieben, jetzt, deswegen wird es wahrscheinlich ein bisschen einfacher werden. Aber naja, für dich ist bestimmt eine gute Herausforderung. Ja, dabei, ne? Du kennst das Spiel ja auch schon ein bisschen. Und das muss also erreicht werden. Sobald ihr das erreicht habt, habt ihr sofort gewonnen. Ja? Es ist nicht so, dass dann irgendwie noch gespielt wird oder so, sondern ist sofort vorbei und Ende, dann hat die Person gewonnen. Und das ganze Spiel ist aufgeteilt in 3 Phasen jede Runde. Wir machen die natürlich immer abwechselnd. Das erste ist die Versorgungsphase. In der Versorgungsphase bekommt ihr Einheiten. Und zwar bekommt ihr immer Einheiten in Höhe von mindestens 3 Einheiten oder die Anzahl eurer Gebiete durch 3 geteilt. Das heißt, wenn ihr mehr Gebiete habt und ihr dann eine größere Zahl als 3 rauskommt, dann hättet ihr auch die Anzahl. Wann wird gerundet? Es wird immer aufgerundet, also mathematisch gerundet. Also 1,5 wird hochgerundet.
Ja, aber das ist ja nicht immer. Aber geht das nicht sowieso immer auf? Wir kommen dahin, wenn es dazu kommt, oder? Also ab 11 kriegt man 4. Ja, genau. Okay. Würde ich jetzt sagen. Also wenn ich 11 habe, kriege ich 4. Also wenn man quasi über die Hälfte der ganzen Zahl ist. Ja, genau. Also 1, ab 1,5 genau. Ist es 2. Mathematisch wird gerundet, genau, ja. Und genau, die bekommt ihr dann, die dürft ihr dann frei auf euren Gebieten platzieren. Wichtig natürlich nur auf euren Gebieten. Dann kommt die Angriffsphase. Ihr dürft Angriffe deklarieren, egal wo. Hauptsache, die jeweiligen Gebiete sind natürlich miteinander verbunden. Entweder über Land oder durch so eine weiße Linie hier. Das sind die Wasserstraßen, über die man auch angreifen kann. Und die angreifende Partei muss natürlich eine Einheit im eigenen Gebiet zurücklassen. In einem Gebiet muss immer eine Einheit stehen. Es gibt keine Gebiete, wo keine Einheiten stehen. Und dann dürft ihr angreifen. Der Angreifer darf immer mit so vielen Würfeln, wie er Einheiten hat, maximal aber mit 3 gleichzeitig. Und bei den Verteidigern ist es so, die dürfen maximal mit 2 Würfeln würfeln, aber immer auch nur, wenn sie 2 Einheiten zur Verteidigung haben. Dann würfelt ihr immer nach und nach, je nachdem, wie hoch die Würfel sind. Derjenige gewinnt, der mit den höheren Würfeln. Bei Gleichstand gewinnt der Verteidiger. Und nach einem Angriff darf der Angreifer entscheiden, ob er weitermachen möchte oder ob sich die Einheiten zurückziehen sollen, weil man dann sagt, nee, das macht keinen Sinn und dann lieber wieder zurückgeht. Die dritte Phase ist dann noch die Verstärkungsphase. Da dürft ihr Einheiten von einem Gebiet in ein anderes transferieren. Wichtig ist nur, dass die Gebiete miteinander verbunden sind und dass im ursprünglichen Gebiet immer eine Einheit zurückbleibt. Was ist noch wichtig? Wir haben diese fantastischen Spielkarten noch, beziehungsweise diese Risikokarten. Die sind noch wichtig, denn die könnt ihr eintauschen gegen Einheiten. Habt ihr in eurem Angriff mindestens ein Land erobert, ein Land, nicht ein Kontinent, sondern nur ein Land, bekommt ihr eine Karte. Ihr dürft die gerne mal angucken, genau. Auf den Karten stehen Zahlen drauf von 1, 5 und 10. Mhm. Und die könnt ihr dann wiederum eintauschen gegen Einheiten. Wenn ihr dreimal die 1 habt, kriegt ihr 4 Einheiten. Wenn ihr dreimal die 5 habt, kriegt ihr 6 Einheiten. Mhm. Wenn ihr dreimal die 10 habt, kriegt ihr 8 Einheiten. Und wenn ihr eine 1, eine 5 und eine 10 habt, kriegt ihr 10 Einheiten. Das ist das Beste, ne? Das ist das Beste. Wichtig ist nur, wenn ihr 5 Karten auf der Hand habt, müsst ihr die eintauschen. Ihr dürft nicht mehr als 5 Karten auf der Hand haben. Mhm. Und dann müsst ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr das macht. Ich mische die gleich nochmal durch, Nils, keine Sorge. Also ja, um da nochmal zu gucken. Ich hatte nämlich keine 10 gesehen. Und ich wollte nur mal sehen, die ist da auf jeden Fall aber auch mit dabei. Ja. Das und macht die, man in der Versorgungsphase? Genau, ihr kriegt die in der Versorgungsphase. Ganz und die löst man auch in der Versorgungsphase ein oder kann man jederzeit? Ich glaube, ihr könnt die jederzeit einlösen, aber in der Versorgungsphase kriegt ihr die Einheit. Ansonsten werde ich bestimmt gleich korrigiert. Also ich kann nicht sagen, oh, Sarah greift mein Land an, jetzt ziehe ich meine Karten, um das zu verstärken. Nein, das geht nicht, genau, das geht nicht. Immer nur in der eigenen Runde darfst du die einlösen. Und eine kleine Besonderheit noch ist, wenn ihr einen ganzen Kontinent erobert habt. Ihr seht hier bei den jeweiligen Kontinenten diese kleinen Zeichen. Die sagen, wie viel Bonuseinheiten ihr bekommt in der Versorgungsphase. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel hier Asien erobert habt, kriegt ihr in eurer Versorgungsphase 7 zusätzliche Einheiten, was natürlich krass ist. Das habe ich vor. Aber Asien hat auch 12 Gebiete, ist also schwer zu erobern. Das heißt, das muss man erstmal hinkriegen. Ja? Noch eine Frage. Ja. Nils. Und zwar. Warte ganz kurz. Mhm. Hab's vergessen. Vielleicht noch zu Angriffen. Ihr dürft jederzeit von überall hin angreifen. Wir haben gerade in der Pre-Show ein bisschen rumgeguckt, wie das mit dem Angriffen eigentlich ist. Aber man darf angreifen, wie man möchte. Entschuldigung, jetzt weiß ich, dass ich fragen wollte. Bitte. Ist das so, ich meine, bei Risiko war das so, dass man, wenn man Einheiten eintauscht mit diesen Karten, dass sich dann mit jeder Eintauschphase die Anzahl der Truppen, die man bekommt, erhöht. Mhm. Das ist nicht mehr so, ne? Mhm. Generell kann man auch mal sagen, das hier ist sowieso so ein Mischmasch aus so ein kleines Best auf Risiko, weil natürlich Risiko in 1000 verschiedenen Editionen rausgekommen ist, mit 20 verschiedenen Regeln. Wir haben jetzt die einfachsten für euch rausgesucht, damit es für alle ein bisschen entspannter ist. So, ja? Deswegen haben wir auch nur diese Dinger hier aus dem Originalrisiko und nicht die kleinen lustigen Kadönchen und so. Die sind aus dem Originalrisiko? Das ist von der allerersten Risiko. Ach was. Wow. Verrückt, oder? Ja. Die hatten ja noch gar nichts. Was die für Technologie hatten, ne? Das ist wirklich, also... Ja, weiß auch nicht. Aber nochmal großen Respekt an diese wunderschöne Karte hier, die wir auch digital nutzen werden. Also das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Gut, dann was habe ich denn für Länder jetzt schon? Habe ich ganz Asien? Das gucken wir gleich. Wichtig, eine Sache ist noch wichtig. Wir haben auch noch unseren geheimen Raum der Hinterhältigkeit, sage ich mal, unseren Verhandlungsraum. Es ist die Toilette. Aber nicht weiter sagen. Da könnt ihr euch natürlich auch jederzeit hin zurückziehen und dürft miteinander sprechen. Und wir haben vorher ausgemacht, dass ihr eure Ressourcenkarten, also diese Karten hier, mitnehmen dürft dahin. Was in der Toilette passiert, ist euch überlassen.
Aber eure Missionskarten müssen hier bleiben. Das heißt, ihr dürft nicht eure Missionskarten anderen Leuten zeigen. Ihr dürft natürlich damit spielen, anderen Leuten zu sagen, ich habe natürlich die und die Mission. Das heißt aber nicht, dass ihr auch die Wahrheit sagt. Also ihr dürft hier niemand anders zeigen. Gibt es auch die Option, dass man einfach klassisch gewinnt, indem man alle anderen von Bord drängt? Auf jeder Mission steht auch drauf, dass du, glaube ich, mindestens, wenn du 24 Gebiete hältst, hast du, glaube ich, gewonnen. Oder irgendwie sowas. Ach, versteht nur 24 muss ich sagen. Nee, ach so. Okay, dann wir spielen nur mit den speziellen Missionen. Entschuldigt bitte. Wir spielen nur mit den speziellen Missionen. Aha. Heute gibt es keine totale Vernichtung hier auf dem Tisch. Aber ja, warte mal. Wenn okay. Ich alle vom Feld vernichte, was ich vorhabe. Ja gut, dann hast du wahrscheinlich auch deine geheime Mission erfüllt. Ja. Wichtig ist aber, da hast du einen Punkt gerade. Mhm. Wenn ihr eine Mission habt, wie zum Beispiel töte Grün und ein anderer Spieler tötet Grün, also vernichtet ihn komplett. Gesundheit. Ja. Habt ihr trotzdem eure Mission erfüllt? Und ihr habt gewonnen. Ah, okay. Das heißt, wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber nur, wenn die Person Grün tötet, nicht wenn jemand anders Grün tötet, oder? Dann ist egal. Egal, wer Grün tötet, wenn du die Mission hast, töte Grün, hast du gewonnen. Ach so. Weil es gibt die Mission auch nur einmal. Es können nicht zwei Personen die gleiche Mission haben. Okay. Ja, das heißt, man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht aus Versehen anderen Leuten die Karten spielt. Hilfe. Ja, gut, ich bin bereit. Und ich habe gerade noch gehört, beim Berechnen der Starteinheiten wird immer abgerundet. Immer abgerundet. Immer abgerundet. Also bei 3,9 wird auch abgerundet. Ja. Okay. Erst ab 12 kriegt ihr 4. Okay. Korrekt. 15, 5 und so weiter. Okay. Die Verteilung der Länder, ne? Ja. Ist das ausgelost worden oder hat da jemand. Das wurde vorher natürlich ausgelost. Gut. Wollen wir die mal mit den Missionen vergeben? Wie wär's damit? Ich bin bereit. Dann würde ich mal sagen, Sarah darf gerne mal anfangen. Eine Zahl zwischen 1 und 5. 3. Die goldene Mitte? Die 3. Die 3? Ernsthaft? Nils, was würdest du gerne? Das letzte Mal habe ich die 5. glaube ich, haben wollen, weil ich beim Fußball mal die 5 hatte. Mhm. Und das war die Drecksmission. Wenn das jetzt wieder irgendwie so ist, dass... Ich das kann da nichts dafür. Die 5. Wehe, das ist die Drecksmission. Blondin? Nehme ich die 1. Dafür auch schon? 2. Ihr dürft euch die jetzt schon direkt angucken. Aber passt auf, dass nicht andere Leute die heimlich sehen, ne? Ja, ja. Okay. Oh gut, das ist ja leicht. Das ist aber... Uiuiui. Ja gut, da sind wir in 20 Minuten aber durch. Ich hoffe, ihr habt noch was vor. Okay, interessant. Das wird spannend, sag ich mal. Also es ist ja schon durchaus so, dass diese Missionen nicht in der allerletzten Präzision formuliert sind. Sodass es Interpretationsspielraum gibt. Und ich werde selbstverständlich darauf beharren, dass meine Interpretation dann auch richtig ist. Natürlich. Davon gehen wir aus, jetzt. Ich sag's nur, das wird passieren. Okay. Das wird passieren. Wir werden diskutieren. Zur Not haben wir ja unseren Notar in der Regie, der über alles wachen wird. Ich würde aber sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit dem Auswählen bzw. mit dem Verteilen der Einheiten. Und dazu werden wir jetzt erstmal uns angucken, wie denn eigentlich unsere Startgebiete aussehen. Da haben wir sie. Wichtig hier für alle Leute, die vielleicht die Farben nicht ganz so gut auseinanderhalten können. Das hier ist pink, das hier ist rot. Ja? Das ist ausgelost worden. Dies wurde mir gesagt, wurde so ausgelost, ja. Moment, das ist dieselbe Farbe? Ja. Nein. Das sind alles ich. Das ist rot und das ist pink. Das die zwei sind dieselben Farbe, ja. Okay. Das ist korrekt. Ja? Das ist grün, es geht nicht um die Outline, sondern es geht um die Farbe des Dingens. Also ich glaube, die Brille hat meine Farbwahrnehmung komplett verändert. Okay. Ich sehe weder pink noch rot auf diesem Feld. Aber gut, vielleicht stellt sich heute raus, dass ich farbenblind bin. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei Sarah an, weil die ja auf der Seite sitzt. Das macht, glaube ich, Sinn. Dann gehen wir schön einmal herum. Du darfst jetzt als erstes eine Einheit, beziehungsweise erstmal platzieren wir ja eine Einheit sowieso auf unseren jeweiligen Gebieten, weil die gehören ja schon uns, ne? Das heißt, ihr dürft alle schon mal eine Einheit irgendwo über draufpacken. Oh. Das ist falsch. Und wie viel darf man dann noch verteilen? 20. 20 weitere. Ja. Aber macht man das jetzt reihum oder beliebig? Das machen wir reihum. Immer eine reihum, ja? Ja. Würden die Damen bitte einmal diese drei... Würdet ihr was helfen? Ja, würdet ihr mal die bei mir verteilen? Ich hab Indien. Sehr gut. Mara, würdest du einmal bitte noch... Indien werde ich behalten. Ich werde gratis Naan essen den ganzen Tag. Ja, China fehlt noch, ne? So, was ist mir? China. Du hast doch schon China. Wie viel willst du denn? Ja, das ist Afghanistan. Ach, das ist eine ganze Linie. Da ist eine Linie dazwischen, ja. Ach so. Na, wenn ihr mich Fragen habt, fragt gerne, genau. Außerdem ist die Antwort immer noch mal eins mehr. Und ganz oben für mich bitte noch einmal. Kannst du bitte die... Ja. Und den Eiro. Die Grüne kurz, danke. Kannst du bitte die Finger von Grönland lassen? Gut. Das heißt, wir haben jetzt schon mal alles aufgeteilt soweit. Und Sarah, du darfst jetzt beginnen mit deiner ersten Einheit. Insgesamt dürfen 20 aufgeteilt werden, ja? Ja, 20 und ich verteile. Gut. Tja. Genau. Machen wir doch. Okay. Und bitte aufrecht hinstellen die Einheit, damit man auch alles sieht. Ich hab direkt in China. Ja. Gut. Hammer. Ey, China ist echt krass. Das hätte ich nicht von dir erwartet.
Du bist grün, gut. Ja. In Brasilien ist das, ne? Ich mag es ja gerne kalt, deswegen packe ich es hier rum und kam Kamtschatka. Lass mich raten, du musst Kamtschatka erobern, ist deine. Tut mir leid, ich hab das Ziel schnell erwischt. Sorry. Aha, Europa, was willst du in Europa? 10, 12. Ich hab da Verwandte. Ernsthaft? Ja. Ich dachte, du kommst von einem anderen Planeten. Ja, die sind vor mir vorgereist. Ach so. Ich bin der Talentierte in der. Leg dir mir das da mal unten auf. Was ist das? Deutschland. Neuguinea. Neuguinea. Gut. Was ist, ja. Wir haben das gerade schon besprochen. Was ist mit Neuseeland passiert? Darüber reden wir nicht. Das ist ganz schlechte PR, wenn wir darüber reden. Ja. 20 Stück insgesamt. Bei der ersten Eroberung sind da halt Dinge passiert, über die keiner mehr gerne spricht. Okay. Was soll ich denn machen? Was willst du denn da, ey? Es ist schön sonnig da unten. Ich denke, du magst es kalt. Was ist dein Ziel? Südamerika erobern oder was? Wer ist denn dran? Verdammt. Atzab, du klar. Ich hab gerade gesetzt. Ach so, dann bin ich dran. Ich muss doch pink vernichten jetzt. Jetzt kommt die da auch noch angewackelt, ey. Das ist ja. Ich dachte, du bist pink. Oh, Südamerika ist hart umkämpft. Mhm. Nils. Ja, ist mir doch egal, dann mach ich halt so. Aha. Oh. Von euch ins Boxhorn jagen. Ach Leute, ihr macht's uns aber auch schwer hier, na gut. Hat irgendjemand mitgezählt, in der wie viel Runde wir sind? Keine Ahnung. Ich hab den mir ja so alle hingelegt. Ich glaube, wir haben drei schon hingelegt. Ja. Das heißt, du bist jetzt bei Nummer vier. Ja, okay. Ich mach das. England, oder was? Ja, guck mal, ich brauche irgendein kaltes Gebiet mal. Ich habe ja sonst nur heiße. Ach nee, gar nicht. Nee, vergiss, was ich gesagt habe. In Südostasien. Ja, das ist schön. Moment mal, der Herr. Warum du hast doch gerade gesetzt. Nee, nie ist er gerade. Warum kann Florentin hier eigentlich völlig ungeniert sich einmal Europa da in Mittelamerika, bitte? Ja, warum macht. Ja. Wieso gebietet ihm niemand Einhalt? Moment, das könnt ihr lesen. Kairo in Nord. Nee. Ontario, okay. Alberta. Ja, und Nordwest, hilf mir mal. Das ist Nordwest? Nordwest-Territorium. Ja. Nordwest-Territorium. Maras, ne? Ja. Was? Ja, Florentin hat gerade schon frühzeitig. Weil ich eure Hände verwechselt habe, habt ihr immer gemerkt, dass ihr extrem ähnliche Hände habt, ihr beide. Das kann dir nicht passieren, wenn du solche Fahrradhandschuhe trägst. Deswegen habe ich die an, damit ich nicht mich mit anderen Händen verwechsel. Du warst gerade, ne? Maras hat noch nicht. Wo hast du denn was hingelegt? Da. Ach, Was wollen denn alle in Südamerika? Was will das wäre lustig, wenn wir alle dieselbe Mission hätten und alle. Außer Florentin, der in Europa. Also ich werde Europa nicht kampflos aufgeben, das kann ich direkt sagen, Florentin. Ja, machst du doch. Für einen guten Handel immer offen. Das machst du doch gerade. Sind das hier eigentlich valide Grenzen hier? Das sind valide Grenzen, ja. Okay, gut. Das weiß ich aber auch nur, weil in der Variante, die ich nicht geübt habe. Ach so. Ich habe zwei Runden online gespielt. Okay, ist mir leid. Online auch noch. Und hast du auch den Grünen einfach kampflos Europa überlassen? Naja, ich glaube, wir sehen hier die blaue Gefahr hier auch schon in Südamerika, oder? Also du lenkst jetzt hier alles auf Europa, aber hier Brasilien ist ganz schön blau. Naja, aber das ist auch wenigstens gegengehalten mit Peru. Das ist gar nicht so einfach zu sehen tatsächlich, weil der Hintergrund auch so blau ist für mich. Ja, da muss man so aufpassen. Ja, ja. Ich habe gesetzt. Ach so. Wo hast du ein Gesetz, Florentin? In Zentralafrika. Nee, meine schönen Inder behalte ich. Ich gehe auf Nordafrika. Das ist interessant. Ach, gehört mir auch noch da unten. Also das mit diesen Hellpink und Dunkelpink ist schon ein bisschen... Ich habe jetzt schon keine Lust, mich da mit Florentin anzulegen. Das sind einfach unendlich viele. Ja, keiner macht was von euch. Nee, ich will es ihm ja auch nicht. Was ist denn da unten in Australien los, Steffen? Kängurus. Pink ist das hässlichere Rot. Hallo? Aber du bist dunkelpink. Nein, du bist hellrot. Bin ich schon wieder dran? Ja. Das Schlag auf Schlag geht das hier. China. Zählt ihr auch schön mit, wie viele ihr da setzt? Ich hab hier das, glaube ich, genau aufgelöst. So, ich bin, glaube ich, der Einzige, der hier noch Europa verteidigt, ne? Du hast gelegt? Anderen ist Europa ja auch. Nee, ich war hier auch. Total egal. Ich bin auch da noch. Da. Wrong approved.
Ich lass mir doch von dir jetzt nicht hier reinquatschen. Ich hab gerade schon überlegt. Island ist natürlich super smart zu besitzen, aber. Jetzt will ich ein bisschen hier rüber. Nein, tatsächlich. Was kriege ich dafür? Für Indonesien. Mein ewig. Du, bei mir kriegst du nichts zusammen. Noch mal eine Einheit auf Neuguinea, bitte. Oh, das geht leider nicht. Doch, oh, das ist aber so klein. Nee, da passen gar nicht so viele Leute drauf, Neuguinea. Was ist eigentlich aus Alt-Guinea geworden? Weiß man, weiß man nicht weg. Viel. Wo ist das? Was? Ja, Neuguinea. Oh, Känguru. Muss ich jetzt hier alles alleine aufhalten, oder was? was machst du? Weißt du gerade, in welcher Runde wir sind? Also ich habe hier noch 2, 4, 6, 8, 10, 12. Werden es doch erzählen. Neuguinea, nochmal, bitte. Was willst du denn mit Neuguinea? Mehr passt da nicht. Das ist da ist ja noch, das sind ja noch 0 Einheiten auf dem Ural-Ding. Oh ja, übrigens, da fehlt noch Mara, da fehlt noch von dir, ne? Ja, wollte ich mal gerade sagen. Da fehlt ja noch. Fehlt der Ural ist ja noch leer. Also jetzt musst du aber trotzdem noch ein anderes setzen. Ja. Das war jetzt vom Start haben. Bin ich gerade dran? Nee. Ich habe Neuguinea nochmal gesetzt. Ja, doch, du hast gerade. Moment, du hast gerade Neuguinea. Dann ist Nils dran. Dann ist Nils dran. Amerika ist noch die unentdeckte Welt, ne? Da haben sie noch nicht so viele. Naja, ist schon gut entdeckt lassen. Von Pink. Ja, Guzian. Ich komme hier wegen dieses Mikrofonarms. Ja, Guzian, ne? Kameraarms. Ja, gut. Gut. Also, wir sehen auf jeden Fall eine starke Ballung von Einheiten in Europa und in Südamerika. Ja, Krieg in Europa. Dann gerne bitte nochmal Mittelamerika, bitte, liebe Mara. Wo denn? Mittelamerika, bitte. Mittelamerika. Ich würde halt Australien aber auch nicht aus dem Blick lassen, ne? Wir bräuchten so wie im Casino, so Schieber, ne? Das wäre super. Mal in. Oh, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Ich bin der beste Eroberer meines Planeten. In 2 Stunden ist es Curling. Ja, genau. So der Einzige. Sarah? Achso, Verzeihung. Oh. Jetzt habe ich schon angedeutet, was ich mache. Jetzt mache ich doch was anderes. Das ist mein Tricks jetzt schon wieder, ne? Oh mein Gott. Hälfte haben wir, wenn ich richtig zähle. Oh, aber. Halbzeit. Schlag auf Schlag geht's in England, da gibt's fast nichts. Es gibt nichts. Ja, da gibt es gar nur noch mich. Ja. Dich in Klippen. West-Australien. Es wird also interessant, ja. Steffen hat auch einfach große Länder. Das bringt mir dieses Spiel überhaupt nichts, außer dass ich von mehr Seiten angegriffen werde. Du hast komplett Skandinavien. Es macht dich schon einschüchtern. Ja, was soll das denn jetzt hier? Das macht dich schon einschüchtern. Du bist hast du gerade gemacht? Ja. Aber du machst, also das ist schon interessant, also Mara, da redet auch keiner drüber. Ja, eben. Aber das ist schon interessant, dass du einfach. Na gut, das sind ja, diesen ist ja genauso viele wie. Diesen Aspekt hier gar nicht erwähnst. Ne? Also du hast hier wirklich 3 dicke Länder. Ja, red da mal mehr drüber, bitte. Erzähl uns mal, was sind das denn für Kulturen? Was sind das denn für Länder? Also warum hast du die denn erobert? Erstmal, das ist natürlich auch, das ist ja nicht so stark bevölkert. Ne? Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt dieser Länder ist wahrscheinlich auch einfach nicht ganz so stark wie zum Beispiel Mitteleuropa. Rohstoffe. Ist nicht so toll. Rohstoffe. Was passiert eigentlich in Zentralafrika? Wir reden generell, ich habe das Gefühl, wir reden generell nicht viel. Rede doch mal über was. Lass uns mal bitte über irgendwas reden. Können wir mal über Nils Doppelbrille reden? Einfach, der Mann sieht zu viel. Der Mann sieht zu viel. Das ist auf jeden Fall, ja. Das ist der Grund, warum Krieg aus Australien gehört doch schon dir. Was willst du denn da? Lass uns bitte über Australien reden. Also Nordamerika ist ja wohl absolut lächerlich. Du bist dran. Das ist ja wohl absolut lächerlich, wie keiner nach Nordamerika will. Ganz offensichtlich. Hasst ihr alle Nordamerika? Aha.
Aha. Ich fühle mich von vielen Seiten bedrängt, aber ich nehme weiterhin Mittelamerika. Ich setze einfach auf. Auf die Extremen. Und da redet jetzt niemand drüber, oder was? Extremen. Also ich bin sehr weit in der Mitte. Das ist das Einzige, was wir den ganzen Abend sagen werden. Rede keiner runtergefallen. Aber ich meine, sie kann auch als Spioneinheit einfach verbleiben, wenn die es nicht guckt. Ja, die wird zur Not von unserem Bodenpersonal auf. Nicht, dass deine Armee von Rickon gefressen wird am Ende. Das ist natürlich ganz schlecht. Naja, natürlich. Für Rickon ist es, glaube ich, eher schlecht. Der opfert sich auch. Hier redet übrigens auch niemand. Das ist doch am Ende nur noch ein Steinchen. Dass Sarah einfach mal drei Orte hier in Asien. Alter, Asien ist quasi schon. Ich kann mir jetzt schon sagen. Ja, oder Steffen. Das ist nicht Asien, das ist Europa. Eben. Naja, ich versuche hier, Europa zu stabilisieren. Nein. Kommt hier. Ich glaube, Steffen möchte nach hier Asien reisen. Ich würde gerne mal nach Japan. Ja, richtig. Hat aber nichts da gekriegt, außer hier und Kamtschatka? Entschuldige bitte. Versucht, das kennt man doch. Bin ich schon wieder dran, wahrscheinlich. Nee, ich habe nichts gemacht. Ah, okay, gut. Bin ich jetzt dran? Florentin? Wer war gerade dran? Okay. Steffen, warst du dran? Ich weiß nicht, ob ich dran war, ehrlich gesagt. Du hast eine runtergeworfen. Hast du dann noch gelegt? Hast du gelegt? Ich habe noch fünf. Du hast auch noch fünf. Ich habe auch noch fünf. Vier, fünf. Also ich muss fünf haben. Ich habe gerade gelegt. Ich hab die gar nicht so, wie ihr das gemacht habt. Wie viel hast du noch? Weiß ich nicht. Nee, sag doch. Okay. Ja, ich weiß nicht. Scheint ja, wenn wir beide fünf haben, scheint das ja ganz gut zu sein. Aber ich glaube, ich habe gelegt, als du gerade nach deiner Einheit gesucht hast. Wir zählen sonst gleich nochmal durch. Ja, und ich glaube. Du hast noch fünf? Ich habe jetzt gerade noch fünf. Ja. Dann muss ich ja wahrscheinlich. Ich habe auch noch fünf, aber das ergibt keinen Sinn. Doch. Wenn Flo und Tien auch noch fünf hat, dann ist Mara jetzt dran. Dann müssen sie Mara aber sechs haben. Der hat angefangen zu legen? Sarah, ne? Ja. Und jetzt wirst du kommen mit. Der neuen Runde. Aber dann bin ich. Ihr habt jetzt alle noch fünf. Ja. Ich weiß nicht, ob ich. Dann passt. Ja, wir können ja noch einmal gleich. Okay. Wir werden gleich nochmal nachzählen, ja? Jeder zählt gleich nochmal seine Einheiten durch. Es scheitert einfach schon daran. Hat jemand mitgezählt? In der Regie gereicht kollektives Facepalm-Meme. Ich habe gestern Abend nicht mal gemerkt, dass ich ein Level abgeschlossen habe in der Challenge. Das stimmt. Dementsprechend. Ja. Wie so ein Loser. Jetzt wollen wir mal über Nordamerika reden. Ja, in Nordamerika passiert ja irgendwie gar nichts. Ja, gut, aber das ist natürlich gefährlich. Das ist eine reife Frucht. Ja, ich weiß. Die sich kaum noch am Ast. Aber keiner bäumt sich auf. Wer legt denn jetzt? Du willst aufgeben. Du hast kein Interesse an Nordamerika. Ich meine, da steht nur fünf hinten an Nordamerika, ne? Du hast auch zwei. Ja, ich überlege halt, ob ich verteidigen soll. Na gut, hier dann haben wir natürlich auch noch einen Steffen. Da wir offensichtlich in dieselben Ballungszentren gehen, mache ich dir folgendes Angebot. Ich lege jetzt noch jeweils einen rein, damit das für den Angreifer ein bisschen komplizierter wird. Okay, dann lege ich noch einen auf Feststart. Zwei legst du. Ja, zwei pro Land. Dann haben wir jeder zwei pro Land. Ja. Dann kriegt das zumindest nicht sofort, sondern muss sich ein bisschen abarbeiten. Ja, aber kommt der Statuskurs an. Ich habe dafür Australien hier quasi da drei gelegt, damit Australien hier nicht irgendwie sich das sichern kann, damit die zumindest hier ein bisschen mehr Ärger ist. Das lass uns einfach gemeinsam reingehen. Jeder zwei auf jedem Land. Jeder vier in Nordamerika. Ja, aber das sind auch jeder zwei hier, aber dafür legst du noch einen. Keine Ahnung, was da passiert. Können wir kurz aus der Reden? Hast du das hier schon in die ersten Allianzen gespielt? Nee, warum? Guck mal, hier sind genug von den anderen. Nein, das ist gar nicht so. Einer gewinnt und dann kommen wir nicht mehr rein. Australien hat nur einen Zugang. Okay. Ne? Ja, das heißt, du legst noch einen da, okay. Dafür leg ich ja zwei. Ich gebe dir Indonesien, okay. Oh, gut. Und du legst auch noch einen da, dass wir überall zwei haben. Und du, okay, das ist doch fair. Okay. Bin ich dran? Ja. Ja. Okay, dann lege ich erstmal Grüni. Du gibst ihm jetzt schon ein Land? Hä? Was? Er gibt mir gerade Du hast gerade gesagt, ich gebe dir Indonesien. Was war dein Satz? Ich gebe dir, dass ich da. Ich habe auch Indonesien. Da glaubt er wohl, dass ich auch überall zwei hinmache. Ja, ist doch gut. Ja. Drei Freunde. Oh, okay. Oh, okay. Es lohnt sich doch, über Nordamerika zu reden. So, jetzt mache ich da einen hin und du machst jetzt bricht dann nämlich der Damm in Nordamerika, siehst du? Jetzt geht's nämlich los in Nordamerika. Ja, irgendwer hat die ganze Zeit, hoffentlich sieht's keiner, dann kann ich das richtig geil. Und soll ich euch mal sagen, wer das war? Steffen. Der will nämlich hier von Kamasutra hier. Das war Florentin, dann bist du wieder dran. Ja. Aha, okay. Wow. Ja, schön, Blutamerika. Ja. Das Land ist hier so, dass man das einfach dazu einlädt. Mauer von Peru. Wer ist denn gelb? Sarah, warum, Venezuela liegt dir gar nicht am Herzen, was ist da los? Ja, das braucht das ist ein niemand. Herrliches Land. Und Island so eine ist reiche Kultur. Venezuela braucht niemand. Ihr könnt mich nicht einfach alle als Spielball benutzen. Das ist so schön. Nein, wir sind alle investiert in Südamerika. Also ich sehe da in Südamerika wird der Krieg entschieden. Ich sag's euch. Das ist ein Dschungel, ganzer Dschungel.
In Südamerika wird das Schicksal der Welt entschieden? Ja, wirklich. Anscheinend. Was soll das hast denn? Du schon mal da redet jetzt niemand gehabt. Drüber, oder was? Ich schenke dir das nicht. Ich schenke dir nicht Südamerika, Mara. Das gibt's nicht. Habt ihr schon... Also Zentralafrika ist für mich immer noch ein Thema. Ich setze jetzt schon mal 50 Euro darauf, dass Florentin gewinnt, weil wir anderen uns einfach in Südamerika gegenseitig auf die Fresse Ich habe doch gerade Nordamerika ganz mit befestigt. Ehrlich, ja, mit zwei Nüpseln da. Afrika ist dir schon komplett egal, oder? Kann man so sagen, ja. Da muss er nicht mal arbeiten für. Der da wenigstens noch die Stellung hält. Nach. Ja, ist ja so. Man darf halt Florentin nicht gewähren lassen. Man darf Florentin nicht gewähren lassen. Hast du gerade gesetzt? Ja. Ja. Okay. Australien, Mara. Australien ist immer so der Snack, ne? Den nimmt man sich so mit auf den Weg zur Weltherrschaft. Ich sag euch nur, wenn er den Kontinent hat, der ist nicht schlecht. Ja, und was kommt da jetzt? Ja, aber ich bin bedroht. Komm mal, schau dir das mal an. Schäbig, da fehlt sogar Neuseeland. Komplett abgeriegelt alles. Richtiger Schäblingskontinent, Australien. Nee, ich meine Afrika. Wow. Hast du ein Glück, dass wir nicht so viele australische Zuschauer haben. Aber also ein paar gibt's. Und die werden... Ein paar gibt's und die haben Skorpione. Oder nicht, wenn abends mal ein Bumerang in dein Fenster reinfällt. Ja. Ach ja. Alter, ich gebe Südamerika nicht auf. Ist mir jetzt egal. Ja, sehr gut. Kommt doch her! Okay, Steffen. Alter Schwede. Nee, die sind da. Der eine. Ja, der eine. Sind wir jetzt durch oder was? Ich weiß nicht. Ich hoffe, wir kriegen irgendeinen Hinweis von der Regie oder so, ob das wirklich alles so ist. Wie gesagt, wir zählen gleich sicherheitshalber nochmal durch. Was kommt der denn jetzt hier? Die nächsten 20 Minuten bestimmt. Mara, du musst noch einen Leben einsetzen. Sarah hat angefangen, sie. Also ist die. Wie gesagt, wir zählen es gleich nochmal durch. So, wir sollten ja alle jetzt die gleiche Anzahl an Einheiten haben. Oder kein Mensch zählt das durch. Also, Leute, lass es. Nein, hör auf. Ich hätte noch ein paar Zehner zu verteilen. Schreibst du unterm Tisch gerade eine Karte oder was? Was machst du da? Was denn? Was heißt schreiben? 29. Ich dachte, du schreibst meine Karte noch nicht schreiben. Ich dachte, du schreibst eine andere Mission auf. Ich glaube, ich habe 30. Sind die ganzen Länder denn durch 5 überhaupt teilbar? Weil es kann sein, dass einer ein mehr hat am Anfang. Jetzt red doch nicht auf den an. Stefan, ein, der zählt. Ich hab 29. Du hast auch 29. Ich habe auch, warte mal. Ich zähle nicht mal. Natürlich. Sorry, dafür habe ich ein Finanzministerium und auch. 19. Nicht so laut zählen! Wie jede Risikorunde zu Hause. Oh Gott! Wie jede Risikorunde zu Hause. Hat jemand mitgezählt? 29 habe ich ja auch. Ja? Ja, wenn ist dir sicher? Ich habe dreimal gezählt. Einmal hatte ich 29, 29, einmal 30. Na gut. Ich nehme 29. Ansonsten wird das unser Notar nachher bestimmt bemerken. Oh, ich glaube, ich habe 30. Ich habe 30. Unfassbar. Die nicht zählen wollten, haben zufälligerweise mehr als alle 10, anderen. 12, 14, 16, 18. Mir wurde gesagt, ich soll 20, eins legen. Ich 24, war ja schon 26. Ja, ich habe 30. Dann müsst ihr beide jeweils nochmal. Glaube ich nicht, weil es kann wirklich sein, dass sie nicht am Anfang durch 5 teilbar sind. Und dann verteilen aber wir ja aber trotzdem. So ist es ja trotzdem einfacher, wenn alle die gleiche Zahl hat, oder? Ja, es muss doch jeder dieselben Truppen haben, wenn man schon nicht dieselben. Da kann ja nicht zum Nachteil reichen, dass du Land weniger hast und noch weniger Truppen. Genau, während wir uns jetzt nochmal von unserem Notar anbrüllen lassen, was denn die Scheiße hier überhaupt soll, guckt ihr vielleicht nochmal ein bisschen Werbung und dann sind wir gleich da und es geht los in die Schlacht. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei Risiko. Wir haben unsere Aufstellung quasi abgeschlossen. Wir müssen aber noch eine kleine nachträgliche Korrigierung nachführen. Denn wir müssen noch mal jeweils 4 Leute abnehmen, denn wir sollten nur 25 Einheiten auf dem Feld haben und nicht 29. Also fangen wir noch mal bei Sarah an, die einfach mal eine nach dem anderen wegzieht, sodass wir insgesamt... Gib mir mal einen aus Jakutien. Ja, raus da. Nein, Jakutien liegt dir nicht am Herzen? Oh Gott, wir spielen das jetzt. Nils, schnell! Hier steht unser Pakt noch. Unser Nordamerika, Indonesien. Ich glaube, ich Indonesien auf. Ja oder nein, sag's einfach. Nordamerika ja, Indonesien nein. Ja, aber dann kann ich einen aus Nordamerika auch abziehen, weil du hast ja gesagt, das ist ja einer da, einer da, einer da, einer da. Okay. Gut. So, Australien ist auch nicht so wichtig. Gut, einen Namen zurück. Ach, vorhin noch Indien, ja, meine weiß. Perle und jetzt das, ne? Indien, meine das Perle. Das sage ich auch sonst im Alltag oft. Ja. Es ist ja mitzählen, wie viel wegziehen. Jeder muss 4 wegziehen. Ja? Bitte euch. Weiß ich nicht.
Bin ich dran? Nee. Das ist so das Anti-Risiko, was wir jetzt hier gerade machen. Ja, ich habe jetzt zwei weggenommen. Das waren natürlich nur Attrappen, die wir runtergeschickt haben, um die Erde ein bisschen Panik zu machen. Das ist so stressig, die wieder wegzunehmen. Das ist furchtbar. Das waren so die Pappaufstellertruppen, die wir da überall hatten. Die kommen jetzt nochmal weg. Ja. So, jetzt kommt die letzte, ne? Die weggenommen werden muss. Ja, ja, ich habe drei also, hier dann, Sarah, separiert weggenommen. Bitte? Tu es jetzt. Ich tue es jetzt. Ich nehme. Tu das bitte nicht Jakutien an. Wir haben kaum was. Ich habe schon überlegt, ob Jakutien oder Alaska. Guck mal, Steffen, ja. Ja, bitte? Nee, ich. Nee, bitte? Habe ich da was? Eine offensichtliche Präsenz in Mittelamerika braucht nicht so viel. Ich will beeinflussen lassen hier. Ich könnte mir mal einen zurückgeben, dankeschön. Oh, hallo. Oh nein. Wie viele waren das? Was war in Afghanistan gefallen? Schade. So, jetzt. Oh so, dann sind wir jetzt noch ready. Und das bedeutet, wir beginnen bei Sarah. Sarah bekommt erstmal Einheiten. Und zwar in Höhe von ihrer Anzahl von Gebieten durch drei oder mindestens drei. Du hast 1, 2, 3. 25. Gebiete. 6, 7, 8 Gebiete. 8 durch 3 ist 2 quasi. Deswegen gehst du 3. Weil wir abrunden. Ja, also hast 3 Einheiten frei platzieren. Ach so, jetzt ich wieder drei jetzt wieder hin. Schnell einer auf Jakobs. Kannst du machen. Ach komm, ist doch alles komplett. Wir sind heute sehr schlau. Sag mal, wie soll die Zivilverwaltung in der nächsten Runde nimmst du wieder 3 weg. So. Steffen, kannst du dich Chinesen mal weiter nach darstellen, weil ich sehe wirklich nicht die Grenze. Moment mal, willst du dich gerade imposanter darstellen, als du bist? Ja, das hast du Steffen gesagt. Also, lass mich mal wichtiger aussehen, als ich bin, bitte. Nee. Angriff. Ja. Wen möchtest du als erstes in den Rücken stechen? Jetzt wen möchtest du als erstes? Steffen, wo du gerade hier mit mir sprichst. Das ist schon klar, ja. Leute, ihr seht jetzt, was Sarah Menschen bzw. anderen Aliens antut, wenn sie erstmal am Drücker ist. Nehmt euch ein Beispiel daran und seht, was sie für eine Gefahr ist. Ich greife mit Island, Skandinavien an. Mit Island, Skandinavien? Ja. Was? Unfassbar. Ja. Das ist nein. Wie viele Einheiten würdest du denn da rüber schicken? 2, reicht mir. Dann schieb mal 2 rüber. Beziehungsweise, ich glaube, es wurde gesagt. Nee, das passt schon. Ja. Dann wird gewürfelt. Ich darf einen Würfel auswählen, du 2. Ja, aber ich kann den Rest hier. Hat jeder seine eigene Box? Nee. Ja. Nee, du musst damit würfeln. Aber was ist, wenn ich mit Sarah kämpfe? Skandinavien steht auf jeden Fall, das sage ich dir. Du musst anfangen zu würfeln. Du darfst das auch schon sehen? Jetzt würfelst du. Ich muss eh würfeln, ist egal. Ich muss 2 Tropfen ein. Ja. Zählt ein Pasch irgendwie? Alle 2. Also verlierst du eine Einheit. Verteidiger gewinnt bei Gleichstand. Aber, ach, okay. Jetzt darfst du dich ausruhen, ob du weiterkämpfen möchtest oder dich zurückziehen. Na klar. Dann nur mit einem Würfel. No risk, no fun. No risico, no fun. Ja. Oh. Zwei. Damit war der Angriff erfolgreich. Seht ihr es? Seht ihr es? So, schaut euch an, wie sie dich wie Alien Skandinavien Blut gleich den Schnee bedeckt. Ja. Gelb wird. Rot taucht. Hoffe ich. Wird das gelb? Damit, ja, damit gehört dir jetzt Skandinavien, liebe Sarah. Bro, Achtung, jetzt kommt der Effekt. Ich dachte, es gibt einen Effekt. Es kommt auch, glaube ich, einer. Ja. Gebt den Leuten ein bisschen. Das ist Weltgeschichte, das dauert ein bisschen. Das muss möchtest du noch irgendwo anders angreifen? Ich darf jetzt nur hier. Nein, du darfst überall angreifen. Ach so, wir haben das. Okay. Ja, ja. Du darfst mich auch woanders angreifen, Sarah. Wer ist denn hier? Nee, ich gehe auf Indien und zwar mit. Ich muss die wirklich mit Afghanistan. Ich kann mir nichts merken. Mit Afghanistan. Mit wie viel? Mit einem. Mit einem? Ja. Ja, lass mir doch. Darf auf wen? Okay. Was? Zu meinen Indien? Ja, Indien hätte ich gern. 1 gegen 1? 1 gegen 1. Das ist direkt eine Kampfansage. Ganz kurz nur für die Regeln. Wenn sie jetzt scheitert, darf sie dann nochmal? Nein. Mit weiteren Truppen oder gibt es nur pro Grenze einen Angriff pro Runde? Nur pro Land in Land nur einen Angriff. Verstehe. Aber wenn ich einmal verloren habe, darf ich auch nicht mehr mit China theoretisch irgendwas anderes angreifen? Doch, das schon. Doch, das lange schon. Achso, okay. Ich würde sagen, du darfst nur die gleiche Grenze also nicht zweimal. Dürfte ich, wenn ich mit Afghanistan gegen Indien verloren habe, mit China Indien angreifen? Ja. Okay, gut. Das ist nur ein Fallbeispiel. Komplett. Dann Angriff zuerst, bitte. Dann würde ich mal rausnehmen, die 4. Ui. Oh, eine 4. Sarah, leg auf jeden Fall. Udi Mann! Das ist natürlich auch eine Karte übrigens, ne? Danke. Was machst du da? Tu es. Oh! Da fällt Indien an Sarah. Jetzt ist die Versorgung meiner Truppen nicht mehr gewährleistet. Jetzt hat auch Skandinavien die Farbe. Skandinavien ist gelb geworden. Mega gut. So. Gibt es noch weitere hinterhältige Angriffe, die du führen möchtest? Ja, China greift Südostasien an. Oh. Alle haben sie gewarnt. Der Steffen, der will sich Asien schnappen. Und zwar alle mit haben sie zwei, bitte. Mit dem wirklich Minimum an Effort, weil sie einfach Angst hat vor den südostasiatischen Killerhorden.
6 und 3. Kannst du mal raus in deinen Lumpen. Ach, du musst. Bin ich, Sarah. Das bedeutet, ja, jeweils eine Einheit stirbt? Nee. Doch, sie hat nur meine Einheit stirbt. Was, du hast ja höher als ihre 3. Nee, sie hatte eine 6, damit hat sie meine 4 platt gemacht. Ich habe keine Einheiten mehr. Zack. Ja, also das Asien glaub, das wird ebenfalls Geld. Nach der Runde. Und wenn das da gerade schon ganz gut aussieht, dann greift doch Südostasien, das mir jetzt gehört, Indonesien an. Das wagst du nicht. Das machst du nicht. Ich verschärfe es mir einfach in der ersten Runde mit allem von euch einmal. Sarah, und dann ich sollte einen schnellen Abend haben. Rot ist Verteidigung, ne? Ja. Das glaube ich. Aber ja, das weiß es, glaube ich, im Angriff. Komm, das schafft ihr doch. Indonesien! Ja, ja, sehr gut. Hier, hau ab mit deinen Leuten. Boah. Hier. Australien ist. Dann greift nicht halt Neuguinea noch Indonesien an. Mit wie viel? Okay, mit so. Jetzt bin ich aber warm. Jetzt bin ich warm. Meine Würfelhand ist warm. Ach, gut, ja, dann ist Indonesien wohl auch in Gelb getaucht. Nein. Und damit sehen wir schon, also wir sehen eine kleine Tendenz. Ja. Ne? Ich will es nur anmerken, weil nicht, dass es nachher wieder heiß war, reden wir nicht drüber. Ne? Es sieht doch, wir sollten generell viel mehr reden. Ja, es sieht im asiatischen Raum sehr gelb aus. Auf dem Steffen! Auf der Karte! Willst du noch jemanden angreifen, Sarah? Ich überlege. Du hast jetzt mit jedem schon gekämpft, ja, hast jeden schon hinter dich gesprochen. Ja, das war eigentlich schon mal um die Seht ihr diesen Blutrausch in ihren Augen? Ja? Um die Basis zu legen, dachte ich mir, ich greife jeden von euch einmal an und dann nochmal Steffen. Also Ostaustralien nehme ich einmal. Ostaustralien was? Willst du mir jetzt auch wecken? Mit Neuguinea. Mein einziges Gebiet, was ich in Australien also habe. Also Sarah, ja. Ist dein Verlust? Wir müssen uns vielleicht mal unterhalten. Nein. Oh, die 2. Steffen! Oh, die 1! Oh, Steffen! Ja. War mir eh nicht so wichtig. Nee. Okay. Und dann würde ich meine Angriffsphase beenden und darf noch verschieben, richtig? Ja. Wenn du das möchtest, darfst du das noch sagen. Ich würde 2 aus Afghanistan, einen nach. Darf man nur an einen, darf man komplett innerhalb des verbundenen Territoriums oder nur von einem Land in ein anderes? Komplett in den verbundenen Territorium. Die dürfen nämlich einer nach Indonesien, einer nach Ostaustralien. Ja, das wäre es. Damit sind wir bei dir durch, liebe Sarah. Oh, haben jetzt alles eingefärbt. Das ist ein schöner Abend. Das fühlt sich gut an. Ne? Ja, also meine Ausrede ist, dass man schon einen kleinen Vorteil hat, wenn man anfängt, aber gut, ist eure Sache. Nils, Versorgungsphase für dich. Du bekommst das 2, 4, 6, 7 Territorien. Das bedeutet, du bekommst 3 Einheiten. Ja, das stimmt. Wenn ich ja dran bin, habe ich ja kaum noch was. Aber du kriegst immer 3. Man kann nicht unter 3 fahren. Aber nur 3. Ja, aber die hast du immer. Du warst nicht der Leidtragende von dem Gemetzel hier. Ja, das stimmt allerdings. Ja. Eine absolute Frechheit ist hier passiert. Ja, das war echt ein ganz schönes Gemetzel, ey. So, Nils, Gut. Jetzt zeigt sich. Worauf hast du Lust? Ja, der wird jetzt hier metzeln. Südamerika. Siehst du, der wird einmal richtig rein ins Gemetzel. Der wird sich hier was wegwinnezuelen. Ich finde es so krass, wie Nordamerika einfach ein Buffet ist. Das ist einfach offen. Ja, noch. Das hat aber auch mehrere Zugangspunkte, ne? Ja, das wird ein Snack für Steffen, glaube ich. 3, das ist für so einen riesigen Kontinent gar nichts. Ja. Das ist schon krass. Okay, also pass auf, wir machen mal Folgendes. Ich gehe mal hier hin. Mhm, da kommt. Okay. Florentin, da ist es nämlich, siehst du? Was ist zu sehr mit ich darf ja maximal mit 3, ne? Oder wie? Nee, du darfst mit so vielen angreifen, wie du möchtest. Du darfst immer nur maximal mit 3 Angriffswürfen gleichzeitig würfeln. Wollen wir vielleicht, bevor die Waffen sprechen, uns kurz unterhalten? Im Klo? Ja, okay. Ja. Oder was? Oder hier? Wo? Können wir auch machen. auf eine Entweder-Oder-Frage Ja zu antworten zum Beispiel. Nee, dann lass uns doch zusammen in den Verhandlungsraum gehen. Ja, bevor Blut fließt, kann die Tinte durchaus ihr mal versuchen zu lösen. Sehe ich anders. Mein Zitat. Komm mit aufs Klo. Was habe ich am Anfang an gesagt? Die beiden sind gefährlich zusammen. Die müssen aufgebrochen werden. Ja. Ich glaube, ich habe da schon ein bisschen was aufgebrochen. Ja, wen du aufgebrochen? Die Zeit gefunden haben. Sehr gerne. Mir ist jetzt durchaus aufgefallen, dass ihre Präsenz in Afrika durchaus zugenommen hat. Das ist richtig. Was gibt es denn da für Hintergründe? Ich nehme an, dass sie nichts Böses im Schilde finden. Nein, die Bodenschätze sind einfach von immensem Interesse für ein Volk. Insbesondere Nickel, Kobalt und Eiter sind die wichtigen Dinge. Okay, das heißt, du willst Afrika? Ich habe mich noch nicht entschieden. Afrika oder Südamerika ist beides lecker, weil natürlich
Nach du hast jetzt in Afrika positioniert. Jetzt habe ich ist ja schon eine gewisse Entscheidung. Weil ja, jetzt, ich habe zwischen Südamerika und Afrika musste ich mich entscheiden, ein bisschen in Afrika, weil ich da einfach gutes Gefühl bei habe. Wie sieht's denn da mit Europa aus? Habe ich nicht so viel Interesse dran momentan. Okay. Also du kriegst Afrika, ich krieg Europa. Okay. Okay. Gut. Drei auch nochmal, oder was? Warte mal. Sollen wir jetzt zu dritt... Das ist reinste Zeitverschwendung mit dir. Sollen wir zu dritt jetzt aufs Klo gehen? Ja, aggressiver Verhandler, ey, wirklich. Okay, nein, Moment, aber ich möchte vorher noch kurz mal einmal mit Florentin. Aha. Ich muss noch kurz... Und so schnell zerbröselt der Keks. Ja, aber danach komme ich mit euch rein. Nee, danach möchten wir dich gar nicht mehr in unserem Klo haben, Mara. So schnell geht's. Hast du vielleicht schon mal dran gedacht? Gerade. Also nee, jetzt, wie viel willst du haben, um Florentin hinterrücks... Wir haben uns nur nett unterhalten. Was gibt's? Was kann ich für dich tun? Also ist ja wohl klar, dass Nils nicht gewinnen darf. Ja, klar, absolut klar. Ich darf gewinnen. Also ich hab. Ja, du darfst. Ich hab schon vor, dass du gewinnen. Das kann ich ja sagen. Du darfst gewinnen. Also, was sind deine Missionen? Ich muss auf jeden Fall Europa nehmen. Und dann noch hier und da. Ich leider auch. Das ist schlecht. Das ist jetzt ein Problem. Das ist schlecht. Ja, dann würde ich sagen. Kreuzen die Schwerter. Du holst jetzt erstmal Australien, oder was? Ja, das mache ich erstmal. Was machen wir denn mit Europa? Oder was ist denn Nils? Was ist denn Nils' Mission? Nils hat natürlich Interesse an Afrika. Das ist mir völlig egal. Aber Europa ist natürlich schon nett für mich. Aber warum hast du denn da nichts in Europa aufgestellt? Also sorry, doch, ich habe doch nur ein Land. Was soll ich denn da machen? Ja gut, ich hatte ja nur das England. Ja, da werden wir nicht weiterkommen. Wenn wir beide Europa brauchen, dann wird's schwer. Scheiße. Gut, dann müssen wir uns später nochmal unterhalten, aber ich mache erstmal Australien. Nimm erstmal Australien und lass mal Europa erstmal. Aber du nimmst dann. Ich helfe dir erstmal bei Europa. So. Ach komm. Und dann können wir mal gucken, und wenn wir alle anderen Bedingungen erfüllt haben, dann muss halt einfach der Letzte dann in Europa kämpfen. Dann lassen wir die Waffen entscheiden. Ich brauche auch noch einen anderen Kontinent, irgendeinen. Ja. Hilfst du mir bei Südamerika irgendwo? Oder irgendwas anderes noch? Ich hab da nicht viel, aber da lasse ich dich gewähren. Wir müssen später nochmal über Europa reden. Ja, aber jetzt nicht. Okay, jetzt nehmen wir. Nein, jetzt muss ich meine Leute kommen dann aus Europa. Wollen wir nochmal zu dritt? Das ist eine unangenehme Situation. Ja, das wir müssen jetzt auch mal. Das wirklich? Ist, ja, wir müssen nochmal zu dritt. Nur weil du da drin bis jetzt die letzte halbe Stunde verbracht hast. Meine Herren. Florentin. Ich versuche echt mich. Das ist leider ein bisschen schwierig. Aber das ist eigentlich ganz gut, dann können wir beide uns nochmal kurz unterhalten. Warte. Bis die miesen. Also. Ich gehe mal kurz hier hin, damit man. Es ist kompliziert. Ich sag's, wie es ist. Das ist kompliziert. Machen wir jetzt. Will irgendeiner von euch Europa? Europa ist mir scheißegal. Mir auch. Ah, okay. Willst du Europa haben? Ja, eigentlich schon. Wir können dich natürlich dir ein bisschen den Rücken frei halten, sonst nicht, aber dann musst du auch. Wie sieht's denn bei euch mit Australien aus? Australien ist mir doch scheißegal. Da hast du ein bisschen Interesse dran, ne? Ja, aber ich könnte dir halt Richtung Europa helfen, wenn ich Australien kriege. Ah, scheiße. Ja, das. Was mit einem anderen Kontinent? Können wir uns bei einem anderen noch einigen? Es ist ja nichts. Es gibt doch nichts anderes mehr. Beide Südkontinente. Geografie mit Stefan. Nee, aber beide Südkontinente sind ja komplett voll. In dem einen hockt Florentin, in dem anderen hockst du oder ihr alle. Da kann ich nicht helfen. Ja, das stimmt. Wir könnten uns. Ich kann dir bei Europa helfen. Wir können uns auf was einigen. Die Frage ist, was du möchtest. Aber das hilft mir nicht, wenn ich Australien dann nicht bekomme, hilft mir das eigentlich nichts. Okay. Ich habe nicht viel anzubieten, deshalb bin ich ganz ehrlich. Was ich dir anbieten könnte, ist, dass wir erstmal einen Waffenstillstand in Südamerika haben, bis wir den Rest rausgeworfen haben. Du hast eh kein Interesse in Südamerika. Ja. Und dann klären wir es unter uns. Was willst du denn noch für einen Kontinent? Hat jeder Mission, Kontinente zu erobern? Sehe ich das gerade richtig? Ich glaube schon. Wahrscheinlich haben wir alle die gleichen Kontinente. Haben wir alle dieselben Kontinente. Also, ja, okay. Aber. Ja, also sonst sind wir. Grundsätzlich. Hat keiner von euch gegen die anderen beiden vertun. Wollen wir jetzt erstmal mehr, wenn wir die Wahl hätten? Ich bin ganz ehrlich, ich kann aktuell noch keine langfristigen Commitments abgeben. Dafür ist es noch zu früh.
Ich glaube, die wollen noch beide Afrika haben. Es hat keiner bezogen. Also wenn niemand von uns Afrika will. Nee, Afrika ist mir egal. Dann haben die, glaube ich, schon einen Vorteil, weil die beide irgendwas mit Afrika wollen. Ja, aber wenn die beide Afrika wollen, haben die einen Nachteil gegenseitig. Ja, aber die werden sich ja nicht gegenseitig angreifen gerade, oder? Die gehen doch erstmal. Folgender Vorschlag. Wir gucken erstmal jetzt, wie die nächsten Runden verlaufen. Versuchen uns jetzt nicht unbedingt schon gegenseitig so sehr in die Fresse zu hauen, dass wir nicht wieder aufstehen können. Und gehen dann bei einer anderen Gelegenheit nochmal rein. Ja, aber ich müsste jetzt natürlich in Australien mal ein bisschen vorwärts gehen. An diesem Punkt stehen wir. Kannst du das vielleicht auch später verschieben? Ich wüsste sonst nicht, was ich jetzt als erstes angreifen sollte. Naja, Südamerika. Du musst ja noch ein Territorium erobern. Es macht keinen Sinn, mehr als ein Territorium zu erobern. Es sei denn, du eroberst direkt einen ganzen Hotel. Sonst reibst du dich nur auf. Und seien wir mal ehrlich. Schaffst du den ganzen Kontinent? Ja, soll ich warten, bis du dann noch mehr Truppen hast? Dann wird es ja noch schwieriger. Ja. Also ich glaube, wir haben gerade einfach noch nichts auf der Hand, was wir anbieten können, deswegen lass uns lieber zurückgehen. Wir haben noch keine Karten. Ich muss leider, glaube ich, bei Australien Move machen. Aber lass uns da später nochmal drüber reden. Kein böses Blut untereinander, das ist wichtig. Wir müssen außer, dass sie mir hier gerade alles, was ich gerade getan habe, wieder verhauen will. Du hast ja Indien und alles, den anderen von mir. In Asien bist du doch schon gut unterwegs. Rotes Blut fließt auch dort überall in Skandinavien. Hast du das schon vergessen, was da passiert ist? Ich nicht. Ich hab's nicht vergessen. Also ich bin immer noch dafür, dass wir uns erstmal in Ruhe lassen und dass wir zumindest schon mal auch nach außen eine psychologische Einheit bilden gegen die beiden. Ja, lass uns das machen, aber lass uns jetzt erstmal zurückgehen und gucken, wie es weitergeht. Ja? Das heißt, ansonsten, Australien wird fallen. Wir können, es ist halt schwierig, aktuell zu viel zu jetzt noch nicht so viel. So wir haben jetzt keine. Wir können hier. Keine. Ja, schwierig, ich muss mal gucken. Ja, da seid ihr schon. Ja, ah, okay. Sorry, schön, dass ihr da seid. Wir haben gerade die eine gut. Geschichte. Nils, ich weiß ja nicht, wie du mit deinen Einheiten umgehst, aber hier... Das ist eine Spionageeinheit. So Nils, du bist dran. Nils hat gerade angelegt. Ah ja, genau. Mhm. Und dann wollte er jetzt wahrscheinlich angreifen irgendwo. Ey, du hast mir nichts zu sagen, ne? Das weißt du. Aber das Spiel, um das hier geht, Nils. Das Spiel... das deinen Namen trägt. Was habt ihr so besprochen? Invasion! Eieieiei, also so, da... Ach, wow! Okay. Dann wird gewürfelt. Dann werde ich jetzt mal Sechsen würfeln. Oh Gott. Eine Sechs, eine Vier und eine Zwei auf der Seite von Nils. Und eine Sonne Sechs, oder? Was ja, der Reichsadler. Geh mal auf die andere Seite, guck, ob das wirklich eine Sechs ist. Das ist eine Eins. Nee. Das ist die 6. Das ist die 6. Dann 8. Das ist ja merkwürdig. Das finde ich nicht in Ordnung. So. Willst du weitermachen? Ja, fucking do it again. Oh, wieder die 6. Schon wieder eine 6. Ja. Come on. Oh. Stark. Weg da jetzt. Feld. Afrika. Schade. Das hat auch Spaß gemacht, Nils. Oh. Man soll es nicht übertreiben, oder? Wenn es am schönsten ist. Das war richtig schön. Sollte man es doch nicht übertreiben, oder? Das wäre doch jetzt... Weitere Einheiten nach Südafrika. Du es. Von Nils. Was ist das? Eine 5, eine 4 und eine 3. Oh. Eine 3, das bedeutet, das fällt an blau. Sie bitte weggehen. So, Nils, jetzt aber. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Oder? Das ist grundsätzlich richtig, ja. Da würde ich mitgehen. Warte mal, da könnte ich natürlich noch mal ein bisschen an Sarah ran. Oh, mach ich nicht. Also, okay, dann bin ich jetzt in der, kriege ich eine Karte erstmal, ne? Du kriegst auf jeden Fall eine Karte, natürlich. Und dann bin ich so in der Verschiebungsphase jetzt sozusagen. Ja, wenn du nicht mehr angreifen möchtest, bist du in der Verschiebungsphase, genau. Genau, das heißt, ich könnte jetzt, ach, warte mal, ich muss da ja, das muss ich auch noch machen. Theoretisch. Dann machen wir das so. Die kommen hier hin. Wie unauffällig. Was? Naja, Südafrika wird safe nicht von Florentin, General Wilder, angegriffen, wenn Südafrika da mit einem kleinen Männlein noch rumsteht. Gut. Habt ihr Afrika unter euch aufgeteilt? Dann bekomme ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 Einheiten. Eigentlich 2, aber nur 3. Wenn man immer 3 bekommt. So, Steffen, jetzt kommt der Meisterzug. Ich glaube nicht. Ne? Wir haben uns alle da drin gefragt, was führst du im Schilde? Und jetzt kannst du vielleicht die Antwort. Das frage ich mich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Ich hätte gerne einmal eine Einheit in Mittelamerika mit. Mhm. Okay. Hey. Howdy. Diese eine Venezuela. Ich wusste es schon, als ich angefangen habe. Diese eine Einheit da. Das ist die. So hält alles auf. It's a snack. Ich habe ich reinforced. Und dann greife ich mal an. Und zwar greife ich an von Kamtschatka nach Irkutsk. Das ist nicht. Drei Einheiten. Nicht überraschend. Das ist etwas, was die Geostrategen hier gesehen haben in ihrer Glaskugel. Also Zeichen ist die 6, ne? Haben wir. Ja. Eine 5 ist das. Oh, okay. 5. Na, also. Dann oha. Hau ab, du! Weiter. Die Irkutska, die kriegst du ja nicht weg. Mit 2? 2 nur, ne? Ja, wir haben 2. Jetzt mehr reinziehen müssen. Sonst. Geht jetzt schon die Luft aus. 5 und wir haben die 3. Damit übernehme ich Irkutsk. Das war doch ein ehrenvoller Zweikampf. Das hat ja auch Freude gemacht. Guter Kampf. Haben wir eine Freude. Gerne wieder. Und das war's jetzt mal für mich. Das war's? Ja. Mir reicht die eine Karte. Ich bin friedliebender Alien. Also ich möchte. Ach, man kann nicht mehr als eine Karte bekommen? Ja, man kann nur maximal eine Karte bekommen. No. Das hättest du doch gesehen. Und ja, dann darf ich noch ein bisschen rumschieben, was mir aber nichts bringt, weil keine meiner Territorien miteinander verbunden sind, außer die beiden hier. Und die lasse ich mal genauso, wie sie sind. Das heißt, wir sind bei Florentin bei der Versorgungsphase. Und Florentin kommt 1, 2, 3. Krieg 3? Ja, korrekt. Das hatten wir anders besprochen. Was, oh, wir? Oh. Oh. Ärger im Paradies. So schnell können Dinge. Aha. Was ist denn jetzt los? Plötzlich ist Nordamerika doch ganz interessant für Florentin, was? Mhm. So, ich greife Nordafrika an. Noch. Mit allen. Wer hätte denn da mit allem, was du hast? Wie viele Einheiten sind das? 2, 4, 6, 8. 8! Na dann! Springt die Würfel. Ich würfel jetzt aber automatisch mit 2 gegen, richtig? Du darfst dir aussuchen, ob du mit einem oder mit 2 würfelst. Also du würfelst eh bis zum Ende. So. Aber muss man das sagen, bevor der Angreifer würfelt? Ja, ihr müsst beide vorher sagen, wie viel. Aber warum, warum sollte man dann mit einem würfeln? Weil man die 6 investieren kann. Komm, greif an, ich hab 2. Okay. Und sie mit 3. Du, wenn es dir keinen Spaß macht, dann macht es mir auch keinen Spaß. Da muss schon so ein bisschen Ehrgeiz mit dabei sein. Da stehen 8 Einheiten in meiner. 5. 5. Ah, dann verliert Florentin eine Einheit. Ich dachte, warte mal, warte mal. Nee, ganz kurz. 2, weil es 2 für einen Mann. Nee, ich verliere einen. Der erste Würfel hat hier so auf der Kante gestanden. Ja, aber der war auf einer 1. Dann ist es eine 1 und dann verlierst du einen und Florentin verliert einen. Hä? Warum? Ach so. Ja, weil Moment. Ganz kurz. Der höchste. Es zählen die höchsten Würfe. Florentins höchster Würfel schlägt Sarahs höchsten Würfel. Florentins zweithöchster Würfel schlägt Sarahs zweithöchsten Würfel. 6, du hattest eine 5, die schlägt deine 5 oder was du hattest. Mhm. Was war dein zweithöchster? War eine 3 oder irgendwas? Aus der Regie kommt gerade, nein, Florentin verliert 2. Warum? Oh, weil immer der höchste Würfel gezählt wird. Nur der höchste zählt. Was? Moment. Moment, wenn sie den höchsten hat, verliere ich 2? Ich warte kurz auf die. Du hattest eine 5 und eine 2 Einsen. Das weiß ich mir nicht. Du hattest eine 5 und 2 Einsen und beides wurde von Sarah geschlagen. Ja, okay, ich habe nicht gesehen, dass er 2 Einsen hatte. Genau, dann in dem Fall verlierst du 2, weil Sarah 2 höhere. Aber deine Logik, Logik ist vollkommen korrekt. Richtig. Ja. Vollkommen. Nur, das war der falsche Wurf. Okay. Ja. Okay. Dann das heißt, wir machen das Ganze noch. Deswegen sag gerne auch, was ihr gewürfelt habt. Ja, ich lasse auch länger liegen. 5, 3, 1. 5, 3, 1 und? 6 und 4. Und das schlägt wieder 2. Das schlägt wieder 2. Okay. Da reibt sich die grüne Gefahr auf an Nordafrika. Ui! Also, was nicht zählen, Dinge zählen nicht, genau. Bitte im 4-4-3. Genormten Würfelbehältnis würfeln. 4-4. Dann willst du weiterkämpfen, Florentin? Nee. Florentin zieht sich zurück mit seinen verbleibenden 2 Truppen. Krass. Kannst du wieder zurückziehen? Wunderbar. Die müssen wieder raus aus. Ja. Das bedeutet keine Karte für dich bisher? Ja. Hm. Gut, dann versuche ich es mal mit Nordeuropa nach Skandinavien. Ah, immer Skandinavien, ne? Ich weiß nicht, Florentin. Nein. Möchtest du es wirklich nochmal erleben? Ja, mit 3. Ich hab nur eine. 6, 5, 2. Stark. 5. Stark. Das heißt, Skandinavien fällt im Grün. Dafür kriegt man Florentin. Krass, was du gerade verteidigt hast, ey. Oder? Ja. Das war komplett random, aber ich kann die Karte sehen, Achtung. Entschuldigung. Sorry. Alle gucken noch direkt drauf. Da würde ich mit Ostkanada nach Grönland
2, Nils. Achso, Verteidigung, ja. Das bist du. Das bin ich. Schiebst du mal 2 rüber, bitte, Sarah. Von Ostkanada nach Grönland. Klassisches Gefecht. Mit 2. In der Geschichte oft gefochten. Mit 2. Mhm. Kanada gegen Grönland. Ah, das ist 4. 5. Von Nils. Das bedeutet, einer geht weg bei Florentin. Dann lassen wir es auch. Wie läuft es so bisher? Nee, geht so, ehrlich gesagt. Heieiei. Aber warum hast du eigentlich nicht weitergekämpft in Nordafrika? Was ist die Perspektive der beiden Truppen, die da noch stehen? Gute Frage. Naja, sie waren standhaft demotiviert bis jetzt. Ja. Aber ich darf nicht nochmal angreifen. Richtig. Daher beende ich hier. Und du darfst noch Hash verschieben, wenn du möchtest. Nee, okay. Nicht. Ey, dann schieb doch aus Madagaskar den Pinderbild nach Zentralafrika und dann kannst du das nächste Runde machen. Darf er nicht. Das geht nicht. Weil du da stehst. Also ich weiß, dass ihr eigentlich ein Team seid, aber er darf es nicht. Nein, wir sind kein Team. Ich würde mich ja nicht so umkommandieren lassen, aber. Das ist Quatsch, wir sind nicht ein Team, wirklich nicht, ernsthaft. Er hat mich gerade angegriffen, hallo? Ja, auf dem Papier, ja. Wir alle wissen, dass Nordamerika absolut für niemanden interessiert. Wir wissen, was da eben am Klo gemauschelt wurde. Komm, du kriegst hier Grönland. Woher weißt du denn das? Ich mache den Spion über. Mikrofone auf den Klos hier bei Rocket Beans, doch klar. Still. Okay, dann bist du dran. Mara. Versorgungsphase. Du irgendjemand hast hat Ricky verwanzt. Oder? Je ja, nachdem, wo Mara hingeht. 3 Einheiten, die sie verteilen darf. Was? 3 Einheiten kriegst du, die du verteilen darfst. Und die kann ich aber später wieder unten verteilen, ne? Zumindest in angrenzenden Territorien. Am Ende des Zugs. Am Ende des Zugs. Korrekt. Ja, jetzt gehen wir hier mal sofort auf die Nummer. Jetzt geht's hier direkt ab. Ist ja wohl klar, was ich jetzt mache. Hier, Brasilien werde ich mir einverleiben. Mit wie vielen Truppen willst du übergehen? Mit allen, was geht. Also mit allem bis auf einem natürlich. Das heißt, wir kommen jetzt zu einer absoluten Riesenschlacht um Brasilien. Wie viele Truppen sind das, damit du die Zuschauer zu Hause... 3, 6, 9, 10, 11. Eieiei, eine Würfelorgie. Jetzt verteile ich mit 2 Würfeln. Klar. Dann 2-1 Risiko. Oh Gott. 3x2 bei Mara. So, 2 Truppen von Mara sterben. Oh, die Mannswürfel, lasst mich nicht im Stift. 5, 4, 2. Das bedeutet, 2 von Nils werden vom Spielbrett entfernt. Ihr habt tapfer gekämpft. Kommt nach Hause. Ja, okay. Nochmal mit 3. 3, 5. 3, 3. 5 und 3, das heißt 2 von Mara verlieren. Angreifen ist nicht so leicht. Nee, man hat noch einen da. Alles gut. Ist wirklich nicht so leicht. 6, 1, 1. Das heißt, jeder eine Einheit. Das ist schon ein langer Kampf auch. Aber das ist halt, du dünnst deine Truppen so weit aus, dass Steffen jetzt gleich. Also, hey, weißt du, was ich meine? Du, der Steffen macht nichts. Naja, aber du siehst, dass er gleich den höchsten Truppverband hast. Wenn gleich haben wir beide einen da noch stehen und dann servieren wir Steffen diesen Kontinent auf dem Tablett. Wir könnten jetzt auch sagen, okay, wir belassen es dabei. Du rettest die Truppen, ich rette meine Truppen und Afrika bleibt zumindest neutral. Du meinst Südamerika? Südamerika bleibt neutral, Entschuldigung. Ja, aber was bringt denn das, wenn das neutral ist? Na, das bringt das, wenn, stell dir mal vor, wir beide reiben uns jetzt weiter auf und danach sieht's ja aus. Dann hast du eine Truppe, ich habe eine Truppe, eine gelb und dann hat Steffen gleich die Chance zu verstärken, packt 3 Truppen rein und dann snackt er einfach wie ein reifer Apfel, der in den Korb fällt, snackt er sich Südamerika weg, weil wir uns gegenseitig platt gemacht haben. Wir haben null Verteidigung mehr hier. Wir schenken ihm den Kontinent. Und da hat er auch noch die Truppen. Das heißt, er kommt von der Seite mit 3, snackt sich das weg, dann hat er hier noch 3 neue, die er reinschneckt und snackt er dich weg und als nächstes haut er mich weg und zack, gehört ihm der gesamte Kontinent. Ich stehe zu meinem Wort, Mara. Was hast du vor, Steffen, oder? Ich stehe zu meinem Wort. Er steht zu seinem Toilettenwort. Ja, aber du, also strategisch bist du bei mir, oder? Das ist mir heilig. Ja, ich weiß, aber ja, ich muss sie erst nochmal verstärken. Ich mach die nochmal zurück. Das heißt, du ziehst dich zurück. Aber ich kann noch woanders was machen. Kannst trotzdem noch woanders angreifen, ja. Das war ja. Dann würde ich mal da unten hier Neuguinea. Was? Mit wie vielen Truppen denn? Mit 3. 3 Truppen von Australien nach Neuguinea. Das heißt, Sarah mit 1 Würfel, Mara mit 3. 6, 3. Oh, schön. 4. Das bedeutet, diese Truppe von Sarah fällt. Mara zum Opfer und Mara bekommt eine Karte.
Ich bräuchte und Neuguinea. Du sagst das so, als wäre das. Als wäre das wenig. Einfach nur ein Name, Neuguinea. Richtig. Das ist eine ganze Insel. Schön da. Schön da. Mhm. Und jetzt darf ich auch noch verteilen. Oder in Großbritannien. Du kannst auch noch weiter angreifen, wenn du möchtest. Du kannst aber auch verteilen. Sind nicht in Großbritannien noch mal ein bisschen? Weil verteilen bei dir auch schwierig wird, weil angrenzende Territorien und so, ne? Was ein bisschen was? Da ist ja noch ein bisschen was von dir. Ja, was soll das heißen, was ein bisschen? Ja, du. Da angreifen. Soll ich dich fertig machen? Vielleicht nicht mich. Ja, da sind ja überall schon zwei drauf. Muss man. Steffen, du nutzt das ganz gnadenlos. Ja, du nutzt das gnadenlos aus für deine diplomatischen Themen. Wir haben doch so viel gemeinsam. Kriege ich immer hier wirklich die ganzen Depeschen und die ganzen Akten wirklich ständig, kistenweise. Deine Botschafter sind wirklich. Das ist alles doof. Ich greife nichts mehr an. Gut, dann beginnen wir mit einer neuen Runde. Darf ich nur umverteilen? Also, das noch umverteilen, entschuldige bitte, ja. Natürlich aber nur von angrenzenden Territorien in angrenzenden Territorien, ne? Mhm. Teleporttechnologie ist noch nicht erfunden. Wir sind sehr weiterentwickelt, aber so weit entwickelt noch nicht. Nee, dann nix. Dann nicht waren ihre letzten Worte und damit begeben wir an Sarah. Das war Runde 1, liebe Freunde. Ja, das war doch schön, oder? Das war doch eine schöne Sache. Ja, ich finde, wir können uns mal Applaus geben. Nee, finde ich war gut. Wir sind noch alle da. Hat jemand gewonnen schon? Oh. Nee. Sarah? Okay, dann nicht? Okay, gut. Dann einfach nur. Hätte sein können? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, Mara und ich haben uns gerade gut gegenseitig geschwächt. 11 zu Sarah. Im Gesamtklassement. Nicht gut für uns. 11 Gebiete für Sarah. Das bedeutet, du bekommst trotzdem weiterhin nur 3. Ja. Das ist eins mehr geworden. Oder Neuguinea nicht verlieren. Die Wunde ist so schon tief. Es tat weh. Die kommt auf China. Mal hier wieder so ein bisschen, ne? Das ist eine reine, das ganze Psychologie für sich, wie man die aufstellt, um möglichst mächtig oder schwach zu wirken. In der Tat. Ja. Das ist eine ganz eigene. Ja, Steffen, stell mal noch mal eine auf Indonesien und noch mal eine auf China. Oh nee. Interessant. Möchtest du attackieren? Ja, Sarah? Doch. Wo möchtest du denn attackieren? Neuguinea ist in meinem Herzen. Indonesien greift Neuguinea an. Mit? 3. 3 gegen 3 an den wunderschönen Stränden von Neuguinea. Ich verteidige mit 2. Die färben nur mir rot. Du kannst nur maximal 2, ja. Vollkommen richtig. dann Angriff und Verteidigung. Bitte erwürfeln, liebe Leute. Eine 6, 3, 3. Oh, eine 6 und eine 2. Das bedeutet, ihr verliert jeder eine Einheit. Ey, das ist der Kampf um Australien, ey. Wenn jetzt Mara da vertrieben wird, dann ist Sarah auf jeden Fall. Willst du weitermachen, Sarah? Ja, ich greife weiterhin an. Würfel mal vernünftig 4, jetzt. 4-2. Oh! 2. Warum, Nils? Ja, weil es notwendig war. Moment. Ja, 2 sind weg. Das bedeutet, der Angriff ist gescheitert. Ich weiß. Verteidiger sind stark in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Ja, das ist schon echt krass. Man muss sich gut überlegen, was man macht. Aber Nils? Yes, ma'am. Ich hätte gern Japan. Jeder hätte gerne Japan. Achso, nee, das geht gar nicht. Gar nicht hin. Dann hätte ich Florentin entschuldigen. Yeah. Wir machen einen Step. Das ist für dich auswechselbar, oder was? Die Mongolei, die herrliche Mongolei. Mit wie viel? Hätte ich gerne, mit 3. Von China aus, ne? Ja. So, jetzt lass mal sehen, wie die Mongolen kämpfen können, Mann. Oder darf ich noch mit 2? Ja, du darfst auch mit 2. Danke. Ach, da brauchst du gar nicht 3, nee. Oder was? Okay. Oh, da kannst du mal sehen. Jetzt zeig's ihr. Das war eine 6. Oh. Auch eine, ja, der war nicht. Wir haben nicht gesagt. Nein. Ah, naja, das bedeutet, die Mongolei fällt. Ja. An Sarah. Damit Karte? Damit die, die Karte ist auf jeden Fall schon mal da. Möchtest du weiter angreifen? Ich überlege, aber. Du hast deine eigenen Würfel, ne, Steffen? Das ist ja ganz für dich allein. Nee, wir belassen es dabei. Und schieben. Nur in Großbritannien. Ne? War kann ich die nicht so wegziehen, wie ich dachte. Nee, wir lassen das so stehen, ich bin durch. Dann darfst du natürlich noch
schieben, wenn du möchtest. Nee, ich lass willst auch nicht schieben? Nee. Gut. Dann darf Nils eine Runde beginnen. Ich denke, Nils ist der Blutgeruch aus Runde 1 gewichen ein bisschen, habe ich gesehen. 6, 7, 8, 9. Da war mal mehr Feuer dabei. Gebiete, was kriegst du? Mhm. Ein bisschen traurig noch wegen der Mongolei. Ja. Dem lag dir persönlich am Herzen. Ja, ja, klar. Sonst in dem ganzen Kontinent nichts, aber die Mongolei, die war dir wichtig. Die ist mir wichtig. Ja, verstehe ich. Die Mongolei, die war mir wichtig, das ist richtig. Ich sehe nicht, wie das Spiel hier jemals enden soll. Wirklich, ich denke es mir auch gerade nicht. Weil wir haben so überschneidende Interessen, das macht überhaupt keinen Sinn. Irgendwann wird jemand an der Schöpfung wahrscheinlich einfach einschlafen und dann werden einfach die Figuren von demjenigen abgeräumt und die Person hat verloren. Ich habe meinen Schlafsack dabei, also wir können das hier fortsetzen auf dem Boden. Ich war hier schon mal knapp 18 Stunden. Ja, stimmt. Was ja. Gar kein Problem. Ach so, Haus und Haus. Ach ja, stimmt. Das ist auch ein schönes Haus und Haus Spiel, da kann man sehr viel Zeit mit. Ja, das stimmt. Die ganze Nacht durch, so von 3 bis 8. Das wäre dann Haus und Haus einfach nur. Risiko an Risiko. Man spielt auf allen Risikokarten gleichzeitig. So, mit den General Leuten Nils. Als Truppen. Die müssen sich hinstellen. Ah, der Afrika. Okay, der afrikanische Nils mal verstärkt. Wieder. Verstärkt. Aha. Ach so, was kommt denn da reingeflogen? Ich greife dich da nicht an. Das ist reine Versammlung. Versammelst du die dann nur einfach so mal? Ich verspreche, ich greife dich nicht an. Zufrieden? Ich will nur nicht, dass Steffen oder du den Kontinent so easy geschenkt bekommt. Und das sollte jeder irgendwie im Auge haben für ihren Kontinent. Außer da, wo ich bin. Gut, hallo Freunde, wir kamen nach Madagaskar. Was überlässt denn Florentin? Florentin überlässt alles. Der überlässt Asien, der überlässt... ich kann die... Florentin hat eine sehr ausgefeilte Strategie. Egal, ob er jetzt darüber redet, aber er überlässt auch Nils Afrika. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen. Jeder eins, ne? Jeder eins. Aber selbst wenn man sagt, man überlässt denen was, wenn die Würfel das nicht wollen, dann hast du Pech gehabt. Das stimmt. Das ist wirklich wahr. Würfel sind der letzte Schuss. Sie noch mit einem. Ja. Aber Nils hat sich jetzt nicht wirklich darüber beschwert über diesen Angriff. 4, 5 ja, ist aber schon. Hat sich schon. Madagaskar geht an Belau. Ich sehe euch. Dann. Ist das eine Drohung? Nee, das ist einfach nur, ich möchte nochmal unterstreichen, dass das wirklich für viel wichtiger Mann. Move gerade war, glaube ich. So, ich bekomme eine vergessen. Karte, danke schön. Dann belasse ich es dabei und ziehe die hier weg. Kannst auch noch verlegen, ne? Ja, die verlege ich. Naja, dass er überall nur einen hat, ja, das ist schon klar. Und hat auf jeden Fall Afrika zugesprochen. Mhm, na, jetzt zieht er. Da kommen meine Freunde wieder hin. Und das wird Nils auch gleich haben. Weiter verlegen willst du nicht? Wie bitte? Warte weiter mal. Verlegen ja, ich muss mal kurz überlegen. Willst du mit Brasilien einfach nur darf Afrika ich noch mehr sichern? Verlegen? Ja, aber halt nur mit aber du, was machst du da? Was bist du? Du, das wird sich zeigen, wie die Würfel rollen. Ja, aber du probierst es, ne? Ja. Mein Freund. Ich verlasse mich da auf dich. Der sichert das hier einfach nur mit. Ich hab fast gesagt, dass er jetzt eigentlich Stellvertreter Wise hier oben einzieht und schlafen geht. Für Florentin. Nämlich Florentin, wir müssen gleich mal reden. Afrika kriegt okay. Und Florentin Europa. Wollen wir? Ja. Persönlich oder per Fax? Erstmal persönlich, ich schicke dir aber alles intern nochmal zu. Ah, das ist danke. Gut. Sorry. Hey. Jüngsten Kriegserfolg. Ja, sehr vielen gut. Dank. Das war schön. Es hat Spaß gemacht. Hat richtig Spaß gemacht. Ich finde es auch schön, wenn man einfach auf Augenhöhe miteinander kämpft, weißt du? Total. Und das nicht so blutig und so hinterrücks, das ist einfach nicht mehr. Ich freue mich, dass ich endlich mal einen Gegner gefunden habe, der es auch wert ist, überrannt zu werden. Genau das. Sag mal. Europa. Europa, ja. Mhm. Es ist einfach ein hässlicher Kontinent. Also. Ja, es ist furchtbar. Schrecklich. So viele verschiedene Kulturen schwer zusammenzukriegen. Leider ist er mir ein bisschen ans Herz gewachsen. Ich habe da ja Urlaub gemacht. Verstehe ich. Da ist er mir ein bisschen ans Herz gewachsen. Und also ich sag mal so. Ich glaube, wir haben Interessen, die sich gut ergänzen. Ja, insgesamt okay, so. Gut. Also ich weiß nicht, was du noch für Interessen hast aus Europa, aber ich glaube, das ist nicht die gleichen Interessen, die ich habe. Mhm. Mir wäre es halt wichtig, dass wenn ich mich aus Europa zurückziehe, ich weiß, dass diese Grenze erst einmal nicht angetastet wird in andere Gebiete, die vielleicht in der Nähe liegen. Absolut. Und über welche Gebiete geht es hier konkret? Asien? Du, da ist noch so ein kleines Kontinentchen rechts davon. Ich habe davon gehört. Ne? Da gibt es aber eigentlich nur Wälder und Bären. Ja. Deswegen, also wir reden über die asiatische Grenze, die europäische Grenze. Ja, Europa. Ne, wir sind ja auch Parteien des Friedens. Ja, ne? Absolut. Wir machen das so, du kriegst Europa. Okay. Ich ziehe mich da raus zurück. Du ziehst dich komplett und zurück. Und dafür werden die Leute aber auch da in Ruhe gelassen. Ja? Also die asiatischen Leute werden in Ruhe gelassen. Ja, wunderbar. Genau. Das wird alles Hand drauf, ne? Schön demilitarisiert. Schön. Wunderbar.
nicht bieten, Florentin. Du könntest sie mich in den Reisen auszählen. Okay. Nächstes Mal schicke ich meinen Botschafter. Also das ist eine absolute Frechheit. Der hat versucht, mich umzubringen. So. Wollen wir das kurz besprechen, oder? Also. Was machen? Im Ernst, er wollte mich erwürgen. Das ist seine politische Strategie. Jeder, der da reinkommt, erstmal. Ja, wollen wir geht alleine, oder? Ach, was ist das denn jetzt? Immer diese Hinterrücksgespräche, so wirklich. Ich hab das nicht nötig. Willkommen bei Pierre, passiert eh nichts. Okay. Oh Gott, das ist wie so ein Schlachtraum. Was brauchst du heute hier? Ja, ey, ich weiß nicht, wir müssen hier. Also, was ich dir gerade angeboten habe. Ja. Ich würde mich aus Südamerika zurückziehen. Ja. Sobald es für mich dort Sinn ergibt, dann kannst du Südamerika meinetwegen erobern. Wir müssen uns da nicht gegenseitig platt machen. Das ist für dich der einzige Ballungsraum, den du noch hast. So, das ist wahrscheinlich für dich sowieso, da würdest du deine Truppen sowieso hinballern, bevor wir uns dagegen... Ja, ich muss da irgendwas machen. Ich dachte am Anfang, man könnte die Truppen noch anders verteilen, nicht nur in die... Also über Territorien, die nicht angrenzen. Ja. Also dann würde ich sagen, wenn du greifst mich da nicht an. Ich ziehe, sobald, du siehst ja die Lage auch, sobald es für mich möglich ist, entweder, ich hoffe schon nächste Runde, allerspätestens übernächste, aber eigentlich müsste es nächste Runde sein, kann ich die rüberpacken und dann habe ich da noch eine Figur drin, die musst du natürlich dann selber weghauen. Ja. Was da gewürfelt wird, kann ich nicht beeinflussen und dann kannst du dich mit Steffen streiten. Und dann bin ich aber da raus. Und was willst du jetzt dafür oder was? Oder dafür greifst du mich nächste Runde nicht an, wir dünnen uns nicht gegenseitig auf, wir beide spannen uns die Truppen. Und wenn wir das nächste Mal miteinander reden, bist du mir zugewandt und ansonsten will ich nichts von dir. Okay, aber wenn du mich da jetzt angreifst, dann haben wir ein Problem. Das macht ja gar keinen Sinn. Warum soll ich dich hier reinholen und dann greife ich dich da an? Ja, weiß ich nicht, was du in deinem Strategen meint dir ausdenkst. Ich werde ja nicht direkt zu Beginn dieses Spiels mein Wort opfern auf so einem billigen Altar. Okay. Sondern du weißt ja, wenn ich dich jetzt verarsche, dass du mir das ganze Spiel über nicht mehr trauen kannst. Da habe ich ja nichts von. Okay, aber du hast jetzt natürlich Afrika. Du hast dann schon einen ganzen Kontinent, ne? Und du hast dann aber ich kann es nicht verhindern, von daher ist es egal. Ja, aber du hast... Ja, du kannst es nicht verändern, aber du hast einen Ballungsraum und ich gebe dir die Chance, dass du dich nicht gegen mich aufreibst. Du hast ja gerade gesehen, was sich das kostet und dann wärst du aus dem Spiel raus, weil du hast nirgendwo mehr einen Ansatz. Ja. Und so hast du die Chance, wenn ich mich verpiesel und du verlierst keine Truppen, wenn du gegen Steffen dich durchsetzt, dann hast du einen Kontinent und ich lasse dich da in Ruhe. Ja, kannst du, wenn Steffen versucht, da irgendwas in Brasilien zu machen, dass du dann da auf Steffen irgendwie mal gucken würdest? Weil du kannst ja jederzeit von Afrika was rüberziehen. Ja, also wenn aber Steffen, wahrscheinlich macht er erstmal nichts. Wenn ich merke, dass Steffen da Südamerika gegen dich holt, dann werde ich natürlich aus Afrika versuchen, was zu unternehmen, ja. Okay. Dann aber da kann ich dir nichts versprechen, das muss ich entwickeln. Aber ja, das eine Agreement haben wir jetzt, sozusagen. Ja. Das ist okay. Gut. Das ist so Lebensqualität, die dadurch verloren geht, finde ich. Ach ja, geht. Also ich lese dann während der Fahrt einfach ein bisschen. Gut, ich mach mal meinen Zug, beginne mal meinen Zug, ne? Okay. Drei Einheiten in Osteuropa. Und dann würde ich mal sagen, greife ich Afghanistan an. Oh, mit 2, 4, 6 Einheiten. Ich nehme natürlich 3 Würfel. Ich auch. Na, ich kann ja nicht. Ich kann nur 2 nehmen. Kannst du 2 nehmen. Ich bin das eher gewohnt an. Let's go! 6, 4, 2. Oh, shit. 2 weg von dir. Schön. Autsch. Na, auch eine Einheit kann eine Armee aufhalten. 5, 4, 1. Also, warte, Entschuldigung. Ja, musst du einfach einmal würfeln. Das reicht nicht. Damit übernehme ich Afghanistan. Soll den Mann aufhalten. Wer? Steffen ist jetzt schon nicht mehr aufzuhalten. Wer soll das tun? Was? Ja, ist ja so. Ich habe jetzt 2 Gebiete erobert. Damit kriegst du eine Karte? Ja, ich kriege eine Karte, das ist vollkommen korrekt. Aber du hast ja auch nichts verloren, ne? Weil du dich hältst dich schön aus allem raus, keiner greift dich an, alle greifen sich gegenseitig an. Und dann. Verbleibe ich erstmal so, ich verschiebe aber noch. Und jetzt bin ich fertig und übergebe an den sehr guten Florentin. Ach, das ist nett, dankeschön. Gerne doch. Das klang aber gerade ganz anders in der Toilette. Da waren ganz andere Sinnbegriffe. Du bist grün, du bekommst 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Wie hast du also 3? Kannst du erstmal ankündigen, was du machen willst? Klassisch 3. So, also.
ich werde dann doch noch mal mein Glück versuchen in Afrika. Und zwar versuche ich Nordafrika einzunehmen. Sarah? Ja. Oh, 2 gegen 2? Hast du Lust, dich zu verteidigen? Ja, total. Gut, dann lass uns loslegen, oder? Mach das. Duell. Mein Gott, ey. 1 und 2. Eins und zwei. Trotzdem, dass beide von Flo und Timo sind. Nein, ich habe beide geschafft. Ja, okay, sorry. Weil der Verteidiger gewinnt bei Gleichstand. Ja. Völlig richtig, wunderbar. Okay. Gut, dann würde ich probieren, aus Nordeuropa, Südeuropa einzunehmen. Mit 4. Flo und ihn gegen Nils. 3 Würfel gegen 1 Würfel. 5. Das bedeutet, Florentin siegt. Das ist das Falsche. Ja, genau. Moment, ich sehe die Farben hier gerade. Das ist gerade noch blau, aber es wird gleich grün. Ah, ja, 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 okay. Und jetzt geht's weiter mit 3 nach Osten. Was? Ja. Was? Ja, was soll ich denn in. Also da wehre ich mich jetzt aber, Florentin. Das ist ihr gutes. Da wehre ich mich jetzt aber. Du hast diese Baggertechnik, ne? Ja. Du machst immer so und dann machst du die Schaufel auf. 5-3-3. Ach. Tut mir leid. Ich meine natürlich, gut. Probier ich's nochmal. Mit der Baggertechnik. Die Baggertechnik hat mir nicht. Das ist unglaublich, dass du ihm jetzt Europa 6-1. Überlässt. Mann. Ich überlasse hier niemandem etwas. Nein, überhaupt nicht. Du kannst nochmal, Florentin, ne? Nee, das ist Quatsch. Gut. Dass man sich nicht mal mehr auf Steffens Osteuropa verlassen kann. Dann der hat dann den Kontinent, das ist euch allen bewusst, ne? Aber ihr wart auch alle schon mit ihm auf Klo, um das zu beschreiben. Obwohl, Moment, jetzt habe ich schon verschoben. Was hat der? Du hast gerade schon verschoben. Ah, ich habe 1 eingenommen. Ich hab Südeuropa eingenommen. Du hast 1 eingenommen, das hat eine Karte genommen. Okay, das war's dann auch. Bitteschön. Gut, Mara mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Provinzen, 3 Einheiten für dich. Viel Spaß damit. Es bringt mir einfach nichts, gerade fast doppelt so viele Länder zu haben wie sie, weil sie trotzdem dieselbe Anzahl an Einheiten bekommt. Ja, du hast noch nicht die Schwelle. Das ist das Problem. Schwellen erreichen sind. Ja, weil ihr mich ja jedes Mal angreift. So. Ach, das willst du nicht. Das wäre schön. Dafür hast du ganz schön viel Blut vergossen in der ersten Runde. Ich glaube, wir sehen den ersten Kontinent jetzt. Glaube ich noch nicht dran. Das habe ich noch nicht. Ich würde erstmal hier da unten Indonesien angehen mit rein. Von wo? Ja. Von wo? Von unten. Ja. Auf nach Indonesien. 6-6-3. Stark. Die fällt auf jeden Fall. Ja. Das heißt, Indonesien wird wieder pink. Und dann würde ich einmal Island angehen mit von England aus mit rein. Island von England. Mit wie vielen? 3. Zimmer. Warum das denn eigentlich? Was ist denn der Gedanke? Ist doch jemand Europa doch nicht egal. 3-1-1. 5-2, das war's. Das bedeutet 2 von Mara. 5-2. Ein übrig. Ja, dann macht er mal wieder zurück. Dann laufen sie. Wieder zurück. Ja, also eine Karte kriegst du natürlich, du hast ja Indonesien eingenommen. Die eingenommen. Also dein auf jeden Fall. Ja. Ja, dann lass ich mal alles so. Verschieben? Nicht mehr? Das war's. Das heißt, wir sind in Runde 2 fertig. Ich finde, es war eine gute Runde. Machen wir es jetzt nach jeder Runde? Ich finde, wir können uns schon Respekt zollen. Hier Sarah, und da ist es ja verdient. An anderen Stellen nicht so. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da fehlt leider wieder eine das Gebiet. Das stimmt, ja. Bedeutet, oh nein! Ist das drei auf Südostasien. Was geht denn da vor sich? Da werden Verteidigungslinien errichtet. Wo ich sage, du musst auch nicht angreifen. Ne? Wir wissen alle, dass du gerne angreifst und gerne viel Blut vergießt, aber du musst nicht, wenn du nicht möchtest. Das wolltest du nur sagen. Klar. Und trotzdem greift die Mongolei Japan an. Das habe ich nicht anders erwartet. Mit nur einem einzigen? Ja. Gut. Dann wird es ein klassisches Duell. Achso, ich hab die Verteidigungswürfel in der Hand. Ist egal. Kurz verwirrt. 5. Bitte entfernen. Klar.
Eine 3. Japan fällt an die Mongolei. Stark. Das alte Japan wird eingenommen. Und damit bekommst du eine Karte. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die kann ich wann einlösen, falls sie richtig sind? Ich habe jetzt selber nicht drauf geguckt. Versorgung. In der Versorgungsphase. Ganz am Anfang. Ganz am Anfang, ja. Nächste Runde. Okay. Südostasien zieht einen hoch in die Mongolei. Es ist mir einer zu wenig. Noch einen? Und einer nach Indien. Danke, das war's. Gut. Guter Zug von Sarah und wir sind bei Nils mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gebieten. Das heißt weiter 3 verstärkten Einheiten. Wir müssen eigentlich auch noch mal irgendwann reden jetzt. Nur so als Angebot. Mhm. Klar. Ich möchte bitte Zentralafrika einmal besuchen. Gut. Das war's. Das war's. Eine Karte für Nils. Besuch. Ich leg dir die mal hier hin auf deinen Umschlag. Wir sehen. Kurz und schmerzlos. Zumindest für eine Partei. Ich kann mir vorstellen, was jetzt passiert. Das weiß ich nicht. Nee. Du kannst. Willst du zufällig in Nordafrika einfallen? Wir probieren es mal. Die zwei sind beständig. Das ist Guck mal, wie das ausgeht. 6, 3 und 5. Das ist ziemlich gut. Das sind 6 und 2. Jeder eine. Ja, richtig. Immerhin. Das richtig gerechnet haben. Ja, doch. Nächste Runde. Das ist ein Angriff. Och, come on, Nils. Oh, der hat die Booty-Mann-Würfel. Das ist ein Würfel, Sarah, ne? Genau. Ein 3. Das reicht nicht. Damit fällt Nordafrika an Nils. Und damit fällt Afrika an. Oh, schön. Blau. Wow. Wenn ihr ihm das lasst, sind das 3 extra. Ich habe einfach Respekt vor der Leistung. Ich habe einfach Respekt vor der Leistung. Ich setze jetzt um. Warte, das ist noch nicht final, ja? Also nicht durchdrehen jetzt. Mit. Ja! Tja, genau, weil er muss sich nämlich ganz genau nur gegen Steffen verteidigen, weil Florentin wird da nicht runterlaufen. Ihr habt euch alle schon. Wir haben uns alle schon vor der Sendung abgesprochen gegen Sarah. Ich möchte nur, dass er den Kontinent nicht komplett behält. Habe ich eine Karte schon? Habe ich dir gegeben, ja. Bist du mit dem Verschieben durch, lieber Nils? Yes, sir. Dann bin ich dran. Wollen wir mal kurz, Nils? Mhm, okay. Mal kurz. Ach, ihr beiden, ey. Ihr seid echt süß. Wieder Rauch. Okay, wieder Rauch. Ja, was geht bei euch so vor? Naja, da jeder jetzt schon sagt. Herzlichen Glückwunsch erstmal zu einem schönen Kontinent. Dankeschön. Kommt ja gerne auch zu Besuch, aber wir haben da so eine Grenze. Mhm. So. Wie gewichtig ist diese Grenze? Also mir ist, ich bin jetzt ja in Afrika zu Hause. Ich mache gerade Volksfest und ich habe jetzt keine Ambition, mich dort großartig imperialistisch zu betätigen. Mhm. Die einzige Geschichte, die ich habe, ist, dass ich gucken muss, dass ich natürlich in jeder Runde irgendein Land erobern muss. Dazu gibt es ja auch noch Europa. Ne? Genau, wenn ich halt eine opportune Gelegenheit sehe, dann muss ich jetzt nicht zwangsläufig zum Beispiel zu dir, das ist mir dann total egal. Ich glaube eher, dass du demnächst Ärger kriegst, weil Europa gleich fällt, aber was möchtest du? Also mein Problem ist, dass du hast da unten ja zwei Gebiete, die an Mainz angrenzen und diese Einheiten, die da unten stehen, brauche ich eigentlich für was anderes. Ich habe keinen Bock, die da ständig stehen zu lassen, nur damit du nicht nach Asien einfällst. Nee, ich greife dich da nicht an. Wirklich, das Einzige ist, wenn ich keine andere Chance habe, ein Land zu erobern und das meine einzige Chance wäre, dann, wenn ich das nicht mache, bin ich aus dem Spiel, weil wenn du keine Karte kriegst, bist du selbst sicher. Ort. Ja, sicher. So, und aber solange ich eine gute Möglichkeit habe, irgendwo anders was zu kriegen, lasse ich dich ja komplett in Ruhe, habe ich keine Ambitionen. Dann würde ich so machen, ich ziehe einen Teil meiner Einheiten da weg, du ziehst einen Teil deiner Einheiten da weg, nächste Runde, wenn du dran bist und dann
lassen wir das erstmal so, wie es ist. Es sei denn, du hast eine Möglichkeit, dann muss ich mich aber natürlich auch verteidigen. Ja, nee, das ist klar. Aber das siehst, du siehst das Brett ja auch. Wenn du siehst, ich habe eine bessere Option. Ja. Okay. Wollen wir es so machen? Ja, machen wir so. Finden wir jetzt. King. Lässt sich wirklich nicht warten. Ein bisschen. Leg noch ein Gelbi. Gut. Ich habe noch nichts verteilt, ne? Nein. Dann beginnen wir mal. Drei Einheiten bekomme ich wahrscheinlich. Und dann würde ich gerne angreifen. Und zwar greife ich an. Den Ural mit drei Einheiten, liebe Mara. Ja, den kenne ich. Dann ne, oh, 1, 2 und 3. 4. Gut, schön. Ja, soll ich noch zwei Würfel? Schön. Eine 6 und 6 und 3. Das war ja. Na gut, tapfer gekämpft, Ural. Der Ural ist mein, das bedeutet, ich bekomme eine Karte. Und damit bin ich auch schon wieder durch mit meinem Zug und ich verschiebe. Ich verschiebe so. Stark. Dann ist das die Runde von Florentin. Ist das die Runde von Florentin, ist die Frage. Drei, vier, wird fünf, das sechs, die Runde von Florentin sechs, sein? Sechs, du bekommst drei Einheiten. Gut. Es wäre deine Chance, Florentin. Also, ich probiere es nochmal mit Osteuropa. Ja, mit 5 kommen. Ich muss es jetzt forcieren. Ach, das gute alte Osteuropa. Leider. Was hat's dir denn getan? Leider, ich weiß nicht, was passiert ist, aber mein Würfelglück hat mich verlassen in den letzten. Ah, komm. Wow. Das sollte reichen. Ja, das reicht. Komm, tschüss. Letzte Runde gut gekämpft. Dankeschön. Damit kriege ich eine Karte. Ja, das ist vollkommen richtig. Schön. Langsam werden hier die Kartendecks gefüllt, sag ich nur. Und dann verschiebe ich nochmal. Ein bisschen willkürlich. Komisch. Und dann bin ich fertig. Gute Runde. Gute Runde. Dankeschön. Gut. Aber ich versuche auch die Geschwindigkeit ein bisschen. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt 3 Einheiten für Mara. Okay. Da fällt vielleicht der nächste Kontinent. Okay. Ich muss es tun, Sarah. Indonesien. We'll see. Wie viel Blut dieses arme Land schon gesehen hat. Das da, wie viele sind das da? Ist das einer? Das sind zwei und hier sind von dir 6. Ja, dann würde ich mit denen mal auf den... Mit 5? Darf ich mal was Ketzerisches fragen? Mhm. Steht da überhaupt eine Grenze zwischen denen? Ja. Hier ist eine Wasser... Nee. Ach so, stimmt, du hast recht. Ja, das war komplett richtig. Du hast recht. Nicht? Nein, da ist keiner, die Grenze führt hierhin. Dann willst du fairerweise noch umverteilen. Du hast es nicht gesehen, dass da keine Grenze ist, ne? Ach so. Der ist nicht kein. Nee, ich dachte, woanders hinstellen. Ach so, ich dachte, man könnte auch so über... Nein, der ist okay. Nicht. Okay, dann mach die mal unten hin. Ja, du kannst sie auch einfach da unten hinstellen, das ist eine Pixel. Okay, dann mit 4? Ja. Gut, 4 gegen 2. 6, 1, 2. Boah, was ist es? Das war schnell. Das war ein großer schnell. Prozess. Sarah. Das heißt... Aus Reihen geht an Mara und stark. Auch eine weitere Karte. Dankeschön. Zur Feier. Sie wollte ihn schon von Anfang an, jetzt hat sie ihn endlich. In ihren Klauen. Das wissen wir nicht. Jetzt hat sie auch umentschieden. Habe ich spontan gedacht. So, dann würde ich jetzt mal noch. Das war ja okay, ne? Jetzt die Nummer. Mhm. Dann würde ich jetzt mal von Peru nach Brasilien mit 3 würfeln. Mit wie vielen Einheiten? Nur mit 3? Wie viele Einheiten? Ja, mit allen, die da sind. Okay. Dann schieb mal bis auf einen alle rüber. So, 5, 4, 4. Das zählt nicht. 4, das bedeutet, 5. Flo, Nils unterliegt. Aus. Stark. Und dann würde ich noch mal mit 3 nach hier oben. 3 Würfel.
6, 5, 1. Oh, eins. Damit schön. Unterliegt auch Sarah. Sehr schön. Mara nimmt sich so langsam auch Südamerika. Weltkarte wird pink gefärbt. So. Dann würde ich mal noch... Ach nee. Ja, doch, mach. 2. Hm? Alles klar. 2 nach Island mit einer 6 und einer 3. 6 und eine 5. Das heißt, beide von Mara sind vernichtet. Und Island steht ein weiteres Mal bei einem Angriff stand. Muss es ja. Okay. Gut. Und ich kann jetzt umverteilen, ne? Das ist korrekt. Hier ist nirgendwo irgendwas, wo jemand hin kann. Nee, das ist korrekt. Der Klassiker. Die einzige alles Grenze Indonesien. Führt nach Indonesien, ja. Ach, die einzige? Ja. Ja, Indonesien, ja. Ja, dann... Starke Verteidigungslinie, kann man nicht anders sagen. Machen wir das mal so. Und hier machen wir mal... Du hast jetzt aber nicht irgendwie in Südamerika und Australien als Ziel. Aber, merkwürdiges Imperium, aber schon, warum? Es gibt kreative aber nein, Karten. Auffällig. Aber nein. Ich meine, für uns sieht es komisch aus, aber die liegen direkt nebeneinander, die Länder. Das stimmt, das ist ja eigentlich ein guter Einflussbereich. Ja. Ne? Stimmt schon. Das ist eigentlich nur ein kleiner Outfit. Nicht, dass du gleich hast du gewonnen. Das damit ist Mara durch. Und wir sind bei Sarah. Mhm. Ich sag nur, die einzige Person, die gerade mal Südamerika hält gegen Mara, bin ich. Ne? Also, ich habe da nicht gewonnen. Unterstützung hätte ich gerne. Ja, aber kann dich ja keiner unterstützen. Du hast beide Grenzen. Du musst schon auch ein bisschen Arbeit selber machen. Ja, du hast noch eine Grenze nach Afrika, Herr Bohmhoff. Ach so, ja, gut. Ja, da hab ich nö, da haben wir ja gesagt, ja gerade die Truppen weggezogen. Legst du die beide auf Südostasien, bitte? Ach, was willst du denn in Südostasien? Nee, also jetzt, Sarah. Mach keinen Quatsch. Sonst schnappt Steffen von oben zu. Alaska greift Nordwest-Territorium an. Was? Damit Steffen. Wow, wir machen nichts anderes als Fischen. Und du kommst mit deinen Truppen aus Alaska und denkst, du hast den besseren Lachs oder was? Das wollen wir nochmal sehen. Wer zuletzt Lachs? Ja, genau. Na, dann komm noch. 2. Ich überlege. Mann, so, 2. Angriff. 4-4. Das ist gut. Aber nicht so gut wie eine 6. Oh, Steffen. Alaska, wie heißt das da oben? Nordwest-Territorium steht. Nochmal. Gut. 6. Oh, 4. 4. Okay. Erobert, damit kriegst du die Karte. Gut, dein Lachs ist besser. Ich hab's verstanden, Sarah. Es ist vollkommen fein. Aber wenn irgendwo 1 drin ist, dann kann man quasi nichts machen, oder? Oder mit dem einen kann man ja nicht... Nö, dann steht nicht dann da. Nee. Aber es ist dann halt immer eins. Du kannst dich noch mal ein bisschen in das Territorium reinschieben, damit das klarer ist, liebe Sarah. Na klar. Weil das steht sonst ein bisschen auf der Kante. Dankeschön. Ich hatte das nur, damit man es noch lesen kann. Nö, das lassen wir so. Das war? Willst du verschieben? Ich überlege. Nee. Da war das Runde 3, oder nicht? Das war Runde 3. So war ich schon vorher. Es wird hitziger. Ich schon angefangen. Nils, jetzt wird spannend. Nils bekommt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 Truppen plus 3 durch Afrika. Einfach mal verdoppelt seine Truppen. Ich habe keine auch Karten. Aber das ist noch kein Tour. Und du kannst auch noch Karten eintauschen, wenn du hast, ja. Wie war das jetzt nochmal, wenn ich jetzt 3 von einer Sorte habe? Ja, welche hast du denn? Also 1er gibt es 4 Einheiten, 5er gibt es 6 Einheiten, 10er gibt es 8 Einheiten. Und wenn man 3 verschiedene hat? Dann kriegst du 10 Einheiten. Wenn man 3 verschiedene hat, 10 Einheiten? Korrekt. Wenn du 5 hast, musst du einlösen. Ja. Das ist natürlich krass. Ja gut, ich löse ein. Ich habe 3 Fünfer. Das bedeutet 6 Einheiten für dich. Das heißt 6 plus 6, ja. Das heißt, du hast einen Turm. Meine. Holst du dir so einen Turm? Vielleicht gleich erstmal den Überblick behalten, ne? Also lass mich erstmal gucken. Ja, 2, 4... 6, 8, 10, 12, ne? Mhm. Okay. Wo gehe ich denn mal bei? Wo gehe ich denn mal ran?
Also, ich mach mal Folgendes. Ich muss ja mal irgendwas machen hier, wenn wir vorankommen. Ich stelle die hier mal hin. Ist gleich so eine angespannte Stimmung direkt. Warum? Kannst du das Turm nehmen? Ja, Marie, ich will erstmal, wenn ich am Ende... Ich will diesen Turm sehen. Ja, wenn ich am Ende verschoben habe, dann machen wir das. So, und dann greife ich das Nordwest-Territorium an. Gerade erobert. Schnell, wieder eine neue Sprache lernen. Es ist so nervig. Es ist ein stressiges Leben auf dieser Erde. So. Ich dachte, wir sprechen alle die gleiche Sprache. Wirklich? Ich spreche Gnorb. Gnorb? Ja. Also, nee, das deswegen ist mir... Es ist ein Dialekt von Gnorb. Deswegen verstehe ich dich so schlecht. Okay, okay, das ergibt Sinn. 3, 4, 5? 5, 4, ja. 5 zählt. Ach komm. Und der macht dann 2 raus mit der 6. Damit ist das, ja, das Territorium erobert. Das war eine kurze Regentschaft. Und eine weitere Karte. Funktioniert. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte mich bedanken dafür. Recht herzlichen Dank. Und dann frage ich mich natürlich, was willst du eigentlich da noch? Warum lebst du überhaupt noch? Warum bist du da? Das ich? Da hinten in der Ecke. Ich gehe noch mal an Alaska ran. Nee, warte, ich gehe nicht an Alaska ran. Ich beende die Runde. Punkt. Zack. Nee, jetzt beende die Runde. Willst du noch sortieren? Willst du noch irgendwo einen Turm bauen? Ja, bitte. Turm. 10. Du hast nämlich noch irgendwo 10. Das sind 10. Ja, dann gibt's keinen Turm. Dann gibt's halt keinen Bock. Du tauschst ein bisschen. Nee, jetzt dann. Ich guck noch einmal, ob ich cool mit allem bin, aber ich bin cool mit allem. Dann tausche euer eigenes Ding. Okay. Bin, glaube ich, auch weiterhin bei 3, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Was mache ich jetzt, die Frage? Mara? Ja, ich habe Angst vor Mara. Sicher ist sicher. Steffen! Naja, du hast da Karten, die kannst du eintauschen, dann kannst du mich überrennen, da habe ich keinen Bock drauf. Dann hast du gewonnen, wie wir ja schon festgestellt haben. Dann habe ich nicht gewonnen. Das sagt sich so leicht. Und ich attackiere vom Ural in Sibirien. Warum? Ist schön da. Ich dachte, wir sind Freunde. Mit allen. Die 4 ist die höchste. Sehr gut. Und dann komme ich an die Karte. Und beende meinen Zug, indem ich noch 2 Einheiten hier rüber schiebe. That's it. Okay. Wow. Ich erspare dir das Nachrechnen. Es sind immer noch 3. Vor dem Zug, würde ich sagen. Bist du die? Okay, ja. Gut. Du hast vor, nach dem Zug? Mach du erst mal. Nach dem. Okay. Mach du erst mal. Gut. Alles klar. Dann versucht Westeuropa Großbritannien einzunehmen mit 5. Ich fange an. 5, 3, 4, 5, ja. Das reicht. Großbritannien fällt. Dann versucht Großbritannien Island. Wird Island diesmal fallen? Oft belagert, selten gefallen bisher. Noch gar nicht. Oh. 5, 2, 1. 6, 3. 2 von 2 sind weg. Das bedeutet, das Pech von Island. Island ist schon echt eine harte Nuss. Okay, dann noch mit 2. Wer nimmt er sich vielleicht ein bisschen? 5 und 3. 6, 6. Damit ist die Lange abgewehrt. Erfolgreich. Okay. Von Sarah. Island steht dann weiterhin. Versucht Skandinavien anzugreifen Island. Mit 4. Mhm. Ja, das waren 2. Skandinavien. Und ich gebe auf. In den Zug. Willst du noch schieben?
Da liegen noch zwei von dir im Ozean. Diese solltest du auch retten. Die sind von Isen leider abgestürzt. Ja, verschieb noch zwei. Das bedeutet aber keine Karte. Keine Karte, nein. Keine Karte. Und damit sind wir bei Mara. Ah. In der Versorgungsphase. Erstmal möchte sie sprechen. Achso. Bis gleich. Auf Wiedersehen. Ja, ich wette, die wollen hier jetzt hier unten demilitarisieren. Das sehe ich doch schon. Oder? Ja? Das ist schon besser. Gut, aber wie soll Mara demilitarisieren? Ja. Ricky, komm mal rein. Komm rein. Hi. Es ist echt wie ein Horrorfilm, als würde jetzt hier irgendwas mit ihm passieren. Es ist eine Weile her, dass wir gesprochen haben. Es hat sich einiges geändert. Es ist ziemlich obvious, für die anderen glaube ich auch, aber es macht keinen Sinn, wenn wir uns an der australisch-asischen, das ist das Wort, Grenze, weiterhin einfach unsere Einheiten wegkloppen gegenseitig, weil wir sind da wir haben da halt diesen einen Punkt, wir sind da unglaublich gleichgewichtstechnisch relativ ausgeglichen. Das ist der eine Punkt, wo ich sagen würde, Waffenstillstand. Mhm. Kann es aus Reihen haben, aber das macht keinen Sinn. Wird wahrscheinlich Steffen wird auf dich losgehen jetzt wahrscheinlich genau, davon Steffen da oben. Steffen will Asien, ziemlich sicher. Mhm. Und du hast am Anfang von Europa gesprochen. Wie wichtig ist dir Europa noch? Beziehungsweise wie wichtig ist dir, dass Florentin es nicht komplett hat? Europa wäre schon wichtig für mich. Ich habe nur null Truppen mittlerweile noch da. Genau. Ich kann aber halt Island stärken. Mhm. Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, wie du stehst, aber natürlich brauche ich alle meine Einheiten auf jeden Fall in Asien gegen Steffen. Deswegen lässt du mich von unten in Ruhe. Mhm. Was kann ich denn von dir noch? Wenn Nordamerika jetzt auch noch komplett in Nils Hände geht, dann haben wir ein Problem. Ja, dann haben wir ein Problem. Da hast du nämlich noch was stehen. Ja. Ich weiß, dass du gerne unten Steffen weg hättest. Das kann ich aber, da kann ich gar nichts machen. Da kannst du nichts machen. Da muss ich, glaube ich, mal mit Steffen auch reden. Genau. Aber ich glaube, mir wäre es hilfreich, wenn du dich in Nordamerika stärkst und ich auch Europa halte für dich, damit Florentin das nicht komplett kriegt und dass wir uns gegenseitig in Ruhe lassen unten. Was hältst du davon? Ja, ich wär ansonsten jetzt in Südamerika noch mehr verstärken, wäre da unten auf Steffen gegangen, weil ich weiß nicht, wie viele Truppen, weil ich kriege ja jetzt richtig viele Truppen. Hm. Und würde dann da unten Steffen angreifen. Aber dann holt sich wahrscheinlich Nils als nächstes Nordamerika. Ich glaube, dass Steffen A, erstmal da unten Fokus draufsetzt erstmal. Der will sich erstmal Asien holen. Der sitzt da unten erstmal gut, sage ich jetzt mal. Mhm. Wird da nicht viel mehr verstärken. Wir müssen erstmal gucken, dass sich jetzt oben sowohl Asien als auch Nordafrika komplett in Steffens und Nils Hände geben. Weil sonst was hast du noch in Nordamerika? In Nordamerika habe ich jetzt nur noch Alaska. Aber ich kann halt wieder wenn ich Steffen oben rechts aus Asien rauskriege, nordöstlich, dann komme ich von da nämlich noch kommen. Und dann können wir wollen wir uns dann Nordamerika teilen? Ja, finde ich gut. Ansonsten Waffenstillstand an den Grenzen. Ja, finde ich gut. Weil die drei haben sonst diese Riesenkontinente, die haben auch Europa und Afrika steht komplett, weil die sich gegenseitig lassen. Mhm. Steffen greift auch Europa nicht mehr an, der hat nämlich einen Deal mit Florentin, meiner Meinung nach. Deswegen kann der nämlich aber alle Einheiten einsetzen, um mich in Asien rauszubringen. Machen wir so. Machen wir so. Da sind sie wieder. Schwierig, hallo, mit Sarah zu verhandeln, du. Da kriegst du auch nichts. Oh, da ist aber jemand sehr glücklich. Ja, so, du kriegst jetzt noch eine Karte, denn du hast ja Großbritannien. Oh ja, stimmt. Also, dankeschön. Das haben wir eben vergessen. Entschuldigung. Das ist der Chaos-Faktor, wenn man noch nicht so oft Risiko gespielt hat. Ja. Du bist dran, Mara, ne? Du kriegst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dinger hast du, so 3 plus 2 für Australien. Und willst du noch Karten einlösen? Ja, hier so 3 Einser. Das bedeutet, du kriegst noch 4 extra, also 9 Einheiten insgesamt. So. Mhm. Das heißt, vielleicht ist es doch Nordamerika gewesen, wo sie hin wollte. Ja, das, wenn Nordamerika und Australien wäre, natürlich auch krass, ja. Mhm. Ja, traurig, ja. Mir noch lieber eine.
So. Und dann würde ich jetzt mal angreifen wollen. Und zwar mit denen hier nach Kanada. Oh, Kanada. Auf zu Florentin nach Kanada. 6, 4, 2. Wieder einen? Mhm. Ja. Nee, stimmt. Nee, ich verliere beide. Ja. Das war's mit Kanada. Das stimmt doch. Weil die höchsten Gegner kämpfen. Ja. Ach so. Nee, aber 6, 4, 2. Du hattest 4, 2. Das genau, also kämpft meine 4 gegen ihre 6 und meine 2 gegen ihre 4. Ja, ja. Okay. Eine Karte vom A. Du wirst vergessen. Glückwunsch. Okay. Ja, lass sie erstmal so. Würde dann noch umverteilen. Stell dich auch gerne mal richtig hin, damit die Leute zu Hause auch sehen können, was du da tust. Schön. Und das war die Runde. Ja, ich würde sagen, wir müssen auch mal ein bisschen runterkommen, oder, liebe Leute, von diesem sehr angespannten Match hier. Und ihr könnt auch mal ein bisschen Pause machen. Wir sehen uns gleich nach der Werbung wieder. Wir sind zurück bei Space Risiko, Risiko in Space. Mit mir dabei, meine fantastischen Konkurrenten. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich finde es anstrengend bisher. Aber es liegt vor allem daran, dass dieses Spiel sehr anstrengend ist. Aber sehr spannend, das muss man auch sagen. Geht's euch soweit gut? Seid ihr versorgt? Nee. Mara hat sich immer schnell seine Rüstung angezogen. Wir haben keine Snacks, haben wir schon festgestellt. Ihr werdet nach jeder Pause sehen. Und nicht mal mehr Wasser hier. Ist ja kein Pen-and-Paper-Rollenspiel, liebe Leute. Ja, also bitte. Wir haben kein Wasser mehr, ist ein bisschen kühl hier. Ihr könnt eure Armeen essen, wenn ihr wollt. So. Ja, Nils gehört die ganze Welt, aber er hat keine Snacks. Ja. Das ist tragisch. Das ist tragisch. Echt. Tragisch, Mann, aber vor Nils ist ja auch erstmal Sarah dran. Vielleicht kann die sich ja schnell noch ein paar Snacks in Europa oder irgendwo anders organisieren. Ich würde mir erstmal ein paar Einheiten snacken. Ja. Bis so, auf jeden Fall 3. Sie will doch nur Snacks. Plus, wie viel hast du als Karten? Die grandiose Dreifaltigkeit von drei verschiedenen... Wow. 10 Einheiten. Sarah. Okay, das ist nicht schlecht. 10 jetzt sind das. Jetzt werden hier Nägel mit Käse. Fischlon. 6, 7, 8, 9, 10. Meine drei von gerade. So. Jetzt wird hier mal ein bisschen aufgerüstet. Europa gehört Florentin. Island ist wirklich einfach so aus wie so eine Nadel im Rücken. Das ist keine Akupunktur. Und Jakutien wird auch noch. Ach, Jakutien, da gibt's doch nichts. Sarah. Also die blaue Gefahr ist ja auch hier noch sehr. Ja. Du siehst mich als blaue Gefahr? Ja, da im Nordwest-Territorium schon. Nicht nirgendwo. Bist du nicht die, die da gerade irgendwie richtig reingepumpt hat? Hä? Also eine Verteidigungsarmee sieht anders aus. Ja, ich sag nur blaue Gefahr wegen deiner Jacke, ansonsten natürlich nicht. Ach so, ja. Verstehe. Du siehst mich also als Gefahr. Interessant. Wir machen das tatsächlich so. Wow. Das ist super. Willst du dich vorher noch mal kurz mit mir sprechen? Nee. Du gehst wirklich gegen alle außer Nils. Gut, viel Spaß. What? Du blockierst alle. Ihr habt doch die ganze Zeit meine... Ja, naja, aber jetzt hier mit der Ausrüste. Der hat mich da gerade angegriffen. So. Moment mal. Die Geschichte hat angefangen als rotes Territorium da hinten, ja? Ja, und dann kamst du mit deinem Lachs und deinem Thunfisch an. Korrekt. Hast du mir um die Ohren gehauen. Motorboote, Steffen. Meine Güte. Du hättest früher in Motorboote investiert. Das ist total unökologisch, auf gar keinen Fall. So. Hier da dieses Eck, das immer noch Kasachstan. Rot ist, was mir nicht gefällt. Kamtschatka, genau. Mit wie viel willst du denn da hin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Dann auf ein Duell. Um Kamtschatka. Ja, aber ich brauch die da. Mit 3? Ja, mit 3. 2? Ich gerne, gerne. 5, 4, 3. 5 und 3, das bedeutet jeder einen. Ja. So. Gibst du mir eine von meinen? Hier, ich die jetzt, Leute. Sorry. Und nochmal. Weiter geht's, ich hab nur noch 2. 5, 2, 1. 6 und 2, jeder einen wieder, ne? Nee. Beide 2. Ach, stimmt, du hast recht. Boah, Verteidiger sind so krass einfach.
Nochmal mit dreien. Ja. Es muss nicht sein, Sarah. 6, 3, 2. 3 und 3. Das war jeder eine. Jeder ein. Ja. Ich habe jetzt noch einen. Nee, Moment mal. 6, 3, 2 gegen 3, 2. Ihre 6 gegen deine 3. Und meine 3 gegen ihre 3. Genau, ja. Seine 3 das heißt, okay. Verteidigend schlägt meine 3. Okay. Und nochmal. Eine 3 ist das höchste. Ein 3. Hast du nur noch 2 Angriffswürfel? Ja, dann mit 2 halt. Eine 6. 1. Gut. Gut. So. Kostspielig, aber geschafft. Was? Eine Karte. Schön. Asien. Damit kämpft. Oh, Entschuldigung. Dann kommen mal hier drei von Südostasien. Die haben einen relativ weiten Weg. Aber die gehen nach Alaska. Das ist möglich, ja. Alaska. Willst du sonst noch weiter verschieben? Ja. Ja, und zwar... Was soll das denn da mit Alaska eigentlich? Ich meine, ich muss ja irgendwo angreifen, um eine Karte zu kriegen. Es ist ja irgendwie... Ihr lasst mir ja auch keine Möglichkeit, dass die das hier... Die stehen alle schon lange in China. Ja, yeah. Hier sind ja überall nur Einzelne, ne? Es ist nur einfach unfassbar riesig. Aber Japan, hier, da fährt doch keiner von euch mit dem Schiff hin. Da stellt sich noch mal einer nach Kamtschatka und noch mal einer nach Alaska. Und damit sieht das doch schon also besser aus, würde ich behaupten. Meine Karte habe ich schon, das war's. Deine Karte. Dann sind wir bei Nils mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind 3 Einheiten plus 3 durch Afrika. Hast du Karten, die du einsetzen willst? Ich nicht, ne? Nee. Dann hast du 6 Einheiten, die du platzieren darfst. Sechs frische Truppen. So. Sechs Truppen habe ich, ne? Hm. Da könntest du hier und da einen Turm bilden, Nils. Ne? Ich will es ja nur sagen, ich würde dich jetzt nicht in eine Richtung drängen. Ich würde nur sagen, wir würden uns sehr freuen, den mal zu sehen. Aber ich glaube, das spreche ich für uns alle. Oder nicht? Hm. Den Turm würde ich gerne sehen, aber ich kann mir vorstellen, wo du den sehen möchtest. Das ist mir relativ egal. Das ist mir relativ egal. Okay, ich mache Folgendes. Ich greife... Okay. Mal, was hab ich denn hier noch? Warte mal. Ich möchte gerne. Das sind 3, ne? Was hab ich denn hier? 3. Komm. Da. Da wird Nordamerika angegriffen. Hey. Ich verteidige mit 2. 4 und 3. 5 und 2. Wieder ein. Wieder ein. Mhm. 6 und 1. 6 und 1. 2 für Nils. Das ist schmerzhaft. Oh. Ah, ja, du hast auch eh versagt. Bei Nils werden die Truppen, die versagen, direkt entfernt. 6, 3. 6-1, jeder 1. Jeder 1. Boah, wie oft würfelst du eigentlich? Das ist doch scheiße mit deinen 6, ey. Roten Würfel gut. Oh Gott, im Himmel. 2. 1. 3-2. Das bedeutet 2 von Nils. Du hättest nur mit einem würfeln dürfen, Mara. Ah! 2-1 stand. Nee, warte, was hattest du? Oh, das ist ja super mies. 3-2. Mach nochmal neu. Ja, den einen mach ich nochmal neu. Du darfst nur mit einem würfeln, ich hab eine 6, dann geht's eh nicht über. So. Ey, Mann, ey! Ey, das ist doch scheiße! Das ist so, nimm mal einen anderen Würfel, du lässt ihn immer auf der 6 fallen! Nein. So, 6. Mach richtig würfeln jetzt! Ich hab nicht gewürfelt. So, jetzt geh weg. Lass mich in Ruhe da. Eine Karte für Nils, bitteschön. Das war richtig schmerzhaft. Mhm. Manchmal ist es so. Mara ist hinterhältig bei ihren Würfeln. Das sind die guten aus Budimanns Würfel. Unfassbar. Elektronischer Würfelmanufaktur. Ja, aber das ist doch nicht in Ordnung.
Das denkst du. Deswegen sind die ja da so selten. Aliens. So, jetzt darf ich hier noch ein bisschen umverteilen. Ja, das geht. Mhm. Ja, hast du mir eine Karte gegeben? Ja, hab ich dir. Mhm. Gut, dann war's das. Ja, okay. Dann... Sarah, Steffen, wollen wir noch mal ganz kurz reden? Ja, unterhaltet euch noch mal kurz. Können wir machen. Ich glaube, wir haben was zu reden. Ja, glaube ich auch. Ja, die Würfel sind gnadenlos, Nils. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich kenne diesen Schmerz ganz tief drin. Ja, aber da die Säcke. Hallo Sarah. Hallo Steffen, lang ist es. Lang ist es her. Ja. Ich glaube, wir haben ein Problem. Miteinander. Wir waren beide Asien. Das ist korrekt. Das Problem ist, wir werden dieses Problem, glaube ich, nicht lösen können, weil wir einfach beide uns da jetzt gegenseitig aufessen, während die anderen sich schön verteilen. Also ich glaube, Nils ist kurz davor zu gewinnen durch Nordamerika. Ja. Und bei Mara bin ich mir nicht sicher. Wenn die Südamerika und Australien hat, dann wird es auch sehr knapp. Wir werden Asien nicht. Also es wird nicht so sein, dass wir beide gewinnen können. Es wird nicht funktionieren. Mein Vorschlag wäre, ja, zwei Runden Waffenstillstand in Asien. Würde mich auf drei hochhallen lassen. Dann hast du Zeit, in diesen drei Runden, was auch immer du noch möchtest, zu erledigen. Ich habe Zeit, das zu erledigen, was ich möchte. Und dann gucken wir, wer besser ist in Asien. Ich glaube, aktuell sind wir ungefähr gleich in Asien aufgestellt, würde ich behaupten. Ja, das stimmt. Kriegen wir es hin, dass wir sagen, zwei Runden Waffenstillstand und wir einigen uns per Blick auf die dritte, oder nicht? Können wir machen, ja. Was ist unser Zeichen? Oder ein Codewort. Willst du ein Codewort sagen? Oh ja, ich möchte ein Codewort sagen. Unser Codewort ist, was gibt es in Asien? Was ist bekannt? Gutes Essen. Aber was für Essen? Wie wär's mit Sushi? Sushi ist das. Ja. Codewort? Ich möchte sehen, wie du das einbaust. Okay, aber ja, okay. Sushi. Also zwei Runden. Sushi. Den du da gehalten hast, auf jeden Fall. Oh! Frustrierte Gesichter, keine erfolgreiche Verhandlung, Sarah. Gut, Sarah, was ist los? Soll ich nochmal mit ihm? Ich geh du nochmal mit ihm. Okay. Keine Wahl, Sarah. Du lässt mir keine Wahl. Also, ich kriege drei Einheiten. Und ich habe hier noch so ein paar Karten. Eine 10, eine 5 und eine 1. Oh nein, Steffen. Ich nehme immer so ein... Die 13, die gefährliche so ein, 13. Ein Tümmchen. Yes! Leicht. Der macht so. Der macht's richtig. Was soll ich machen, Sarah? Also wenn du nicht hörst, dann musst du halt... Steffen. Jetzt ist ja Mara in Südamerika. Ach, sorry, ich hab dich verwechselt. Steffen. Ja gut, dann, wenn ich schon mal da bin, Ja, komm, also. Du hast aber gesehen, wie Mara würfeln kann, ne? Ja, gerade. Deswegen habe ich sicherheitshalber wie viele Einheiten mitgenommen? 20 oder so, nee. Ich hoffe aber, dir ist gerade das nicht mit ihm ausgegangen. 18 gegen 3, das muss doch machbar sein, Mara. Zeig, was du kannst. Was denn sonst, Sarah? Was hast du denn 6, sonst? 6, 5, 5. Oh Gott. 6, 2. Jeder ein. Weiter geht's. Nee, jeder ein, ne? Ja. 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 Warte mal. Ein roter muss wieder gehen, und ein pinker muss weg. Oh, ups. Aber guter Versuch. Nee, ein roter. Ein roter da muss jetzt wieder weg. Die sehen gleich aus. Ja, ich verstehe, was du meinst. Jetzt ist richtig. So, nächste Runde. 4 und 2. Oh, 4, 2. Du hast nur noch einen. Nee, jetzt 2. 2 noch. 2 noch locker, ja. Oh, 5, 2. 2 von mir weg. 2 rot. 2 rot weg. 2 rot. Ich mache natürlich weiter. 5, 6, 4. Jetzt muss man die Mara sehen. Oh. 5? Einer von jedem? Nein. Nee, 2 von. Nein, nee, stimmt. Ja, 6, 7. Oh, ich vergesse es immer. Entschuldigt bitte. Gut. Dann machen wir doch mal weiter, wo es schön war. Steffen. Der Turm steht. Der Turm steht auch weiterhin. 14 gegen Brasilien. 14.
Kinderfilm aus den 70ern. 5 von 5. 1. 2 weg von Mara. Oh Mann, ey, okay. Jetzt hast du das Würfeln verlernt, ne, wo ich Würfel, weg bin, ey. 6. Ein Würfel. 6. Oh. Nochmal Würfel. Das reicht das nicht. Doch, warte mal, warte mal. Wo hast du denn. Ach, das ist eine 6. Ist halt, Brasilien fällt. Aus wie eine 4. Und dann gehen wir noch dickbar weiter. Ey, so schnell geht das. Schwupps, die Wups. 4-4. 6-3. Jeweils einen. Das heißt, du hast nur noch einen Würfel jetzt, Mara. Mhm. Eine 6. Aber auch und. Und das ist Südamerika, meine das Damen und Herren. Langsam brauche ich ja auch mal einen Kontinent. Schön. Ja. So, und ich sortiere hier mal ein bisschen um. Ich muss allerdings den hier kurz umwechseln wieder. Steffen! Mann! Unfassbar, ey. Dieser Steffen. Habt ihr darüber gesprochen? Sache? Naja, also die Schwinden. Also er hat dir schon einen Nicht-Angriffspakt abgerungen, sonst hätte er seine Einheiten ja nicht auf Mara gesetzt. Das heißt, dir war völlig bewusst, dass indem du ihm den Rücken frei hältst, dass die einzige Aufmarschbewegung nach Südamerika erfolgen kann. Also kannst du auch ehrlich sein und musst jetzt nicht Mara irgendwie Warum schmeicheln. Warum kann denn die Eins, also das ist völliger Schwachsinn. Naja, wo soll er denn sonst hin? Ich weiß nicht, da ist so ein riesen grüner Kontinent, der relativ wenig bewacht wird. Und der blaue wäre auch noch da. Aber ja, Lara, Südafrika war natürlich Lara, die Mission. Ich habe zu viel Respekt vor dir, um dir das zu glauben. Ich Gut, habe das schön. Nicht. Ich bin dran, ich möchte 3 Karten einlösen. Keine Angst, es sind nur Einser. Das heißt, 4 Einheiten für dich. Das heißt, drei ich weitere. Kriege 7 insgesamt. Und das heißt, ich nehme jetzt 3 weg. Und nehmen Turm, ja, klar. Einfach nur damit er da steht. Natürlich. Und greif an Island mit 11. Let's go. Let's go. Let's go. Come on, die Würfel, bitteschön. Vielleicht liegt's an diesem Karree hier, das einfach so klein ist. 6-5. Oh. Oh. Komm. Hau ab, Dor. Oh, 2 weg. Das. 2 raus hier. Hau ab, Dor. Hau ab, die Isländer da. 6-5. Let's go. Das ist doch nicht Alter, dein Ernst. Los, 2 weg. Okay. Jetzt hast du nur noch einen. So kannst du auch laufen. Das ist die Kraft des Turms, ja, der liebe Turm, Freunde. Der Turm, das ja. ist die Kraft ja. des Turms. 6-6! Alter, das kann nicht wahr sein. Das ist echt einfach krass. Und tschüss. Und damit fällt Europa an Grün. Langsam werden hier ein paar Dinge verteilt, kann man sagen. Ja, ich muss den doch auch kaputt machen. 5, 6, 7. 8. Er muss dann befestigen, ja. 9, 10 Höhen. So viele Leute passen nicht auf Island. Eine Karte lege ich dir schon mal hin, Florentin. Okay. Bist du damit durch? So, dann Weststaaten. Machen gar nichts. Du hast doch schon verteilt, du darfst jetzt auch nicht mehr angreifen. Das war's. Gut, dann sind wir bei Mara. Bekommt wahrscheinlich 3 plus 2 durch Australien. Willst du Karten erlösen? Was will ich? Karten? Nee. Wie viel bekomme ich nochmal? 5. 3 plus 2. Gut gerechnet. Dankeschön. Das wäre gut. Na, gut, manchmal muss man seine Talente auch zeigen. Ja, das ist vollkommen gut. Falls jemanden braucht, ich kann rechnen. So. Ja, die kommen doch mal alle hin. So. Und dann, gehen wir doch mal hier oben hin. Das ist interessant. Kanada sieht viel Krieg aus. Ja, wo soll ich hin? Ja, die vielleicht hier, wo 2 stehen und nicht da, wo 3 stehen. Ja, den interessiert es doch übrigens. Aha, aha, aha. Na gut, egal, komm. 6-5. 6-5? Ach, warum will sie nicht? 2 für Schlaubeck. Ihr habt tapfer gekämpft, meine Freunde. Du hast noch einen? Das ist richtig. Das ist die 6. 6.
Wie hoch ist deine Sechser? Und damit fällt Westkanada. Vielleicht weiß die Leute zu Hause ja mal in die Kommentare schreiben, wer durchgerechnet hat, wie viele Sechsen hier von Macht gewürfelt werden. Eine Karte bekommst du selbstverständlich. Bitteschön. Okay. Als Belohnung für Kanada gibt es eine Karte. Und dann, wie viele sind da oben? Zwei? Grüne? Das sind zwei Grüne. Ja, dann würde ich da mal nochmal weiterrücken. Ich nehme das, glaube ich, langsam persönlich. Ich würfel die wechseln. Ja, erst war Nordamerika so stiefmütterlich behandelt, ne? Und jetzt, Alter, nein. 6, 5, 4. Eine ist schon mal eine 6. Okay. Das waren 2, 6. 6. Okay, 1, 1. Das war eine fucking Doppel-6. Ja, das ist die größte Herausforderung, die innen dieses Quadrat zu halten. Wieder eine 6. Alter, ah, ja. Man würfelt so außerhalb, aber wirklich einfach nur 6. Spielt keine Rolle, ne? Was anderes. Ja. Und das ist Grönland. 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 Fällt an Pink. Ja. Ja, dann lasse ich das erstmal so. Und verteile aber noch ein bisschen. Das fand ich nicht in Ordnung. Das war die fünfte Runde. Hey, gut. Schöne Runde. Gut gespielt von uns allen. Ja. Und Sarah darf wieder von vorne beginnen. Was gibt's bei den Karten nochmal für alles für Zahlen? 3x1 sind 4 Einheiten, 3x5 sind 6 Einheiten, 3x10 sind 8 Einheiten und 3 verschiedene sind 10 Einheiten. Und 5 Karten dürft ihr maximal auf der Hand haben, dann müsst ihr automatisch eincashen. Alaska, Indien. Und Alaska. Mhm, okay. Also willst du nach Asien, ja? Hast du mit Steffen besprochen, dass er dir Asien lässt, oder? Das wären viele Einheiten. Das wären wirklich viele Einheiten, die er mir da lassen würde. Naja, also dadurch, dass du quasi da verstärkst. Oh, sorry. Ja, ich musste da noch mal... Ich musste Island erobern. Ich ziehe ins... Nach Alberta. Alberta. Was? Alberta. Bird up. Hier los. Mit 3. Hä? Komm, Pippin, das kannst du doch so gut. Was hast du? 6? 6, 2, 2. 4, 1. 2 Birdaliana weg. Tatsächlich. Oh Mann, ey. Oh, Nils, das ist aber hier Sarahs Runde da. 6. Was würden wir hier alle? Ist Alberta gefallen. Alberta. Und Sarah bekommt die Karte. Zum Glückwunsch. Dann gehen die Alberta-Ianer in die Weststaaten. Okay. In die westlichen Staaten. Mit 3 zu Florentin. Okay. Wir hatten auch schon lange nicht mehr das Vergnügen, habe ich das Gefühl, oder? Ah, nee, Quatsch. Hand? Ich erinnere mich nicht an alle Kämpfe, die ich gefochten habe. Ja, das stimmt. Bei so vielen Kämpfen ist es noch 1, 1, 2, okay. Das sind 2 Tote von... Ja, yeah, die Weststaaten, die schlagen zurück. Ja, ja. Nochmal, 2 gegen 1. Das werden die... Das ja, ich möchte es einmal machen, tatsächlich. Ernsthaft? Ja. Ich biete dir freies Geleit nach Hause an. Das du möchtest klar, weiter... Aber okay, ich möchte dich angreifen mit... Mal sehen. Nichts. Ich hab nichts. Ich hab eine 5. Oh. Oh, ja. Da ist die 5 aber und damit ist es schon vorbei. War es das schon? Tschüss. Du, sorry, die Weststaatler. Aber es wäre eine Heldengeschichte gewesen. Absolut, völlig richtig. Ja. So ist Alberta. Hast du mir meine Karte gegeben? Wo, dann habe ich ja. Und wenn nicht wo, dann in den Weststaaten werden Heldengeschichten geschrieben. Ne? So. Das stimmt, ja. Willst du noch umverteilen, liebe Sarah? Kannst du mir ein paar Truppen geben noch? Ja, einer aus Kamtschatka reist noch nach Alaska. Und das war's. Das war es, sagt sie. Und okay. Dann ist Nils an der Reihe. Mit wahrscheinlich wieder 3 plus 3 aus Afrika, also 6 Einheiten bekommt. Das ist völlig korrekt. 6 Einheiten, ne? So, zack, zack, das sind 4, 5, 6.
Dann machen wir mal Folgendes. Ich greife dieses völlig unnötige. Ja. Obwohl, nee, lass mal, warte mal. Ich greife an. Mit allem, was ich habe. Mit vollster Konzentration. Warte mal, ein. Möchte ich gerne hier noch mit hinlegen. Und der Rest kommt. Wen nehmen wir denn? Wer will denn von euch? Wer will denn? Kommt doch her! Wer los! Wer hat denn mal Bock? Nee. Mara, du hast mich richtig genervt. Gerade zweimal hast du mich angegriffen. Ja, dann passt jetzt mal. Sarah hat mich nicht angegriffen, das weiß ich zu schätzen. So, jetzt. Kampf um Kanada, schon wieder. Das arme Kanada. Wie einfach. 1-1. Ja. Warum? Immerhin, guck mal. Ja, wenn man den auf den letzten gebrochen hat, hat man eh gewonnen. So, ja, das stimmt. Ist, hart ist nur, solange es immer zwei sind. 6 und 3. Nein, guck mal. Warum noch genau schnell? Doch fast hergeschenkt, Ontario. Gut. Ach ne, warte mal, der eine. Den hab ich. Der eine muss da bleiben. So, okay, dann schieben wir noch mal ein bisschen hin und her und machen mal. Hier ist natürlich auch eine Karte. Ich leg sie dir direkt hin. Das ist so, ey, das ist so lieb von dir. Ey, sehr gerne, wirklich. Vier. Man muss auch einfach können anerkennen, finde ich persönlich. So, ich muss die wieder richtig hinstellen, damit die Leute das sehen, ja, da draußen, ne? Das wäre sehr. Du kannst aber auch schon mal weiter entscheiden und ich stelle sie währenddessen auf oder so. Ja, das stimmt. Also ich belasse das. Gut. Da hab meine Karte, danke, das ist nett. Und dann es ist es meine Runde. Ey, Florian, hast du Bock auf ein Sparringsmatch? Mal so ein bisschen. Nee. Mal so ein bisschen Boxen? Ich dachte, da gäb's. Komm, nur ein bisschen. Verträge. Nur ein bisschen Boxen. Nee, im Ernst. Bisschen Boxen? Nee. Also da hinten, ich greife mal von Mittelamerika mal. Wie viele denn? Na gut. Mit. Dir ist aber schon klar, was die Weststaatler schon geleistet haben. Nils, ne? An. Guckt euch den Fuchs an! Guckt euch den Fuchs an! Das ist ein Fuchs! Das ist ein Fuchs! Ich meine natürlich Florentin. Sorry. Die sind schon da hingelaufen. Du spielst hier mit dem ganzen Populationen die gerade. Die spielst hier mit den Herzen. Wirklich. So, dafür verdienst du jetzt richtig auf die Schnauze zu bekommen. Du kannst nicht so mit dem. 4 und 1. Ciao. Die Weststaaten. Nein, 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 jeder ein. Nee, 6 und 3. Nee, nee. Ah, nee, was 6 die 4 und 1. Meine 1, 4 und 1. Ciao. Du kannst doch nicht so mit dem Würfelkarma spielen. Und dann verteile ich noch ein bisschen um. Oh, ich habe gerade übrigens 2 vergessen. Egal, ist mein Pech. Was hast du vergessen? Ich die beiden rückrechtiger. Tja. Ja, kannst du mich noch nehmen. Ja, darf ich das? Natürlich. Das nicht von euch. Das hat nur Nils gesagt. Alle anderen haben sich höflich enthalten. Ja, wollen wir nicht so sein. Ja, weil wenn wir dran sind, sagt Steffen uns, wie viel wir kriegen. Und er muss auf sich selbst aufpassen. Das, so, ist, das ist schon. Ich bin außerdem möchtest du nur nicht, dass er dich angreift. Nein, überhaupt, das ist einfach nur Fair Play. Okay. Von bei Mara haben wir auch gesagt, ja, das können wir ja, das stimmt schon. Ja, ist okay. Und nimm deine Karten mit. Oh, jetzt werden hier Karten. Ich hab einen Shiny Clurak. Aber Mara, du kannst gleich da drin bleiben, weil ich würde dann auch nochmal vorbeikommen. Ja, komm rein. Also. So, pass auf, wir haben jetzt ein bisschen ein Problem, weil ich kann niemanden mehr angreifen, um eine Karte zu bekommen, weil ich will es mir nicht mit Steffen verscherzen, ich will es mit den Nils verscherzen, und du bist gerade in Grönland aktiv und deswegen brauchst du eine Karte, um im nächsten Zug zu kämpfen. Du willst mich jetzt vernichten, oder was? Nee, überhaupt nicht. Ich will dir eine Karte geben. Was ist denn überhaupt dein anderer Kontinent, den du brauchst? Ich bin erstmal zufrieden mit Europa. Ich will mich erstmal raushalten. Und das ist dein, was ist die Frage ist, ich mache dir folgendes Angebot. Ich möchte wissen, was dein anderes Siegsding ist. Naja, das wird sich ja vielleicht noch. Das wird sich ja vielleicht noch zeigen. Das wird sich vielleicht noch zeigen. Südamerika. Aber das ist langfristig geplant. Ach so. Die folgendes. Ich würde dir gerne eine Karte geben, die du benutzen kannst, unter der Bedingung, dass du sie gegen Nils einsetzt. Gegen Nils? Dass du in Nordamerika weiter gegen Nils kämpfst. Ja, mach ich. Okay, guck mal, ich habe eine 10 und eine 1.
Eine 10 würde mir tatsächlich helfen. Dann habe ich eine 1,5,10. Gut, dann kriegst du die 10. Nur Spaß. Wenn ich gegen Nils mache? Ja, wenn du die Einheiten gegen Nils einsetzt. Okay, ja, mach ich. Ziemlich krasses Eingeständnis. Naja, ich schätze mal, du willst Asien und hältst dir so den Rücken frei. Tja, kann sein. Hast du auch eine Karte für mich? Hi, ich muss ein bisschen nach da, sonst sieht man mich nicht. Hallo. So. Ja, Alberta, Arkansas, keine Ahnung, wie es heißt, aber das Wir schlagen uns hier drin. Na! Ja. Das war natürlich, weil Nils eh schon gesehen hat, dass er da angegriffen wird und er hatte halt einfach mehr. Ich musste mich entscheiden. Dann dachte ich mir, ich komme mit meinen noch nicht komplett gegen Nils an. Du hattest aber auf der anderen Seite davon, hattest du halt ein paar. Und ich dachte, dann habe ich zwei Chancen, weil ich kann ja noch nachziehen von dem anderen Kontinent und dann kann ich ihn aber mit dem einen Land angreifen, ihm was abziehen. Wenn das nicht funktioniert, kann ich mit dem zweiten noch draufgehen und hab ihn da oben. Ja, noch. Steffen wird da jetzt von unten auch kommen, ne? Deswegen bin ich so Richtung Florentin darunter. Hab aber halt gesehen, ich weiß, dass ich in deinen Augen den Verrat gesehen habe. Es war aber halt einfach nur um da dir dieses, ich hab dir drei Einheiten genommen, es tut mir leid. Ja, alles kannst, gut. Du kannst ihn mir irgendwo anders nehmen, aber ich muss ja trotzdem Nordamerika weiter. Ich auch. Weiter dran gehen. Gehen wir da weiter auf Nils irgendwie. Ja. Ich versuche jetzt wirklich mir nochmal. Willst du viele Einheiten auch noch nach Nordamerika und dann auf Nils? Ja, genau. Also ich steige die zwei, das eine, was ich von dir gekriegt habe, die zwei steige ich hoch und gehe oben auf Nils und du kannst. Ja, und dann gucke ich auf. Wo ist der denn da gerade? Das Nordwest-Territorium hat er noch. Ach stimmt, aber der hat da auch viele, ne? Deswegen. Und da musste ich mich ein bisschen besser aufstellen. Aber dann kann ich da hingehen und gucken, was mir noch übrig bleibt, um weiter gen Süden zu gehen. Weil von da kommt jetzt Steffen auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen. Dass wir das halt zwischen uns aufteilen und dann erstmal dabei belassen. Ich kann mir vorstellen, dass Steffen hat Asien einnehmen, Südamerika und noch irgendwas oder sowas. Ja, irgendwas Kleines, aber was Kleines kann er nicht, weil du Australien hast. Aber er hat doch noch Australien, oder was? Ich kann mir vorstellen, dass es ist, nimm das und das und ein random Kontinent und da ist halt Australien normalerweise der way to go, aber der war von Anfang an, hatte er da unten halt keine Chance. Ja, aber dann lass uns da mal bleiben. Ich wollte nur dir nochmal hauptsächlich erklären, warum es steht alles noch. Es war okay, nur okay, wir stehen noch bei unserem, wir teilen uns Nordamerika erstmal. Ja. Okay. Können wir gleich nochmal klären? Du kannst ja allein in die Box gehen, wie bei Big Brother. Ihr habt dagegen geschlagen, ja. Liebe Regie, wir haben hier eine Regelfrage von Nils, die sein geheimes Ziel betrifft. Hätten wir eine Möglichkeit, Nils mal mit jemandem, der sich auskennt, mit unserem Notar zum Beispiel, in die geheime Kammer gehen zu lassen, um einmal dieses Ziel zu besprechen? Ist möglich? Geh du alleine rein wie bei Big Brother und sprich in die Kamera. Deshalb musst du mit so einer tiefen Stimme geantwortet. Ja, schon mal 8 Einheiten aufstellen. Mir wird das reichen, ich gehe da kurz rein. Ich stelle einfach Frage A oder B. Und dann sagen sie dir A oder B und dann sagst du mir A oder B. Können wir auch so machen. Ja? Dann muss niemand rüberlaufen. Es kommt jemand schnell rüber. Oder das. Was, ernsthaft? Kommt jemand direkt schnell rüber, ja. Okay, gut. Also du kannst dann... Ja, ich will ja sehen, was Florentin jetzt hier macht. Alter, der macht hier irgendwas, keine Ahnung. Ey, also... Okay. Ich beende den Zug. Guter Zug. Guter Zug. Dankeschön. Ist ein Dankeschön. Guter Zug von dir. Generell ist ein guter Zug. Ja, das ist natürlich ein smarter Zug, ne? Weil du weißt natürlich, du brichst keines deiner drei Bündnisse, sobald du ein Bündnis brichst. Ich schließe Bündnisse für die Ewigkeit jetzt. Ja, ich sehe das. Das ist gut. Ich meine, du verzichtest auf drei Truppen, aber dafür behältst du 5. Das ist schon eine gute Entscheidung. Ansonsten. Gut, dann ist Mara dran. Ich glaube, der Regelmeister ist da. Mit so einem großen Umschlag, mit einem großen A drauf. Es gibt wirklich einen Regelmeister. Ganz kurz, wenn man jetzt, nehmen wir mal an, rein fiktiv, man muss mehrere Kontinente erobern. Reicht das, wenn man jeden Kontinent jeweils einmal eine komplette Runde gehalten hat, oder muss man die gleichzeitig halten? Also, sagen wir mal, dein Ziel ist ja... Das darf ich ja nicht sagen, weil hören die Leute da draußen das? Oder sind wir gerade unter uns? Die draußen hören es ja nicht. Nein, aber die Zuschauer hören es auch. Die wissen, was ich habe? Ja, okay. Bei mir steht jetzt, ich muss Asien und
Afrika haben. Ja, genau. So, muss ich die beiden gleichzeitig halten oder reicht das, wenn ich, jetzt habe ich Afrika ein paar Runden gehabt? Du musst sie gleichzeitig halten. Ich muss sie gleichzeitig halten. Und du musst sie nicht in der Runde halten. Ich muss sie nicht in der Runde. Wenn du das letzte Land vom zweiten Kontinent hast, ist sofort vorbei. Aber du musst sie gleichzeitig haben. Mhm. Okay, danke. Muss ich nur finden? Es war uneindeutig, der Gesichtsausdruck. Es sah ein bisschen aus. Wieso sagst du nur Maxi mit den ganzen Zetteln? Genau. Und mit so einem total erschrockenen Gesichtsausdruck, so ja. Was? Der Hilfe konntest blick erklären, in die Kamera war auch schon. Du konntest das alles klären? Ja, ja, ist geklärt. Okay, sehr gut. Dann sind wir bei Mara, korrekt? Ja. Und bei 5 Einheiten, die du bekommst. Und dann hätte ich noch gerne 1, 5, 10. Uff, da kommt die Karte von Alter. Ja, ja. Great. Wie habt ihr getauscht? Das ist krass. Ich habe Pokémon-Karten getauscht. Aber ihr habt nicht diese Karten getauscht untereinander, oder? Nö. Okay. Habt ihr nicht gemacht, ne? 15? Aber ein Turm. Der gibt mir doch nicht 3 Karten. Gib mir einen, aber so eins gegen einen, eins gegen eine 5 und damit es mehr wird oder sowas. Ja. Dann Mara nimm dir einen Turm, Mara. Ja, wir wissen, was für eine psychologische Wirkung das hat. Es tut mir leid, aber was wir jetzt mitten in deinem Kontinent. Du kriegst 10. Ja, ich weiß, ich habe die ganze Zeit, wie es gehört. Hast du das nicht auch, wenn ein Haar in eurem Kontinent ist? Nervig. Könnte Mara jetzt in Sieg bringen, ne? 10. Wenn sie jetzt Nordamerika sich einverleibt. Das ist nicht so viel Widerstand. Ja, aber es geht. Diese Musik ist auch sehr bedrohlich. Ja, es ist wirklich. Alles auf die Pink. Horden aus. Wow. Also, okay. Okay. Und da steht er am östlichen Zipfel von Grönland. Es ist noch schwieriger. Alle Grönländer ziehen in den nordwestlichen Territorien ein. Wie bitte? Alle. Ja. Einer muss zu Hause bleiben. Den Turm kannst du da stehen lassen, Mara. Das ist natürlich. Jetzt würfelt sie wieder ihre ungeheuerlichen. Jesus. Monster. Das ist eine harte Schlacht. Das ist eine harte Schlacht. Oh, 16! Ey, du kannst mal irgendwie richtig würfeln. Du machst da irgendwie immer so ein Kladderadatsch-Gelöt, ey. Ja, so. Du bist zu grob mit den Würfeln. Ich mal meine raus, und man sehen kann, das ist... Ja, 3 und 5. Nee, ernsthaft, ey, das ist doch einfach lächerlich. Du würfelst ja auch nur gegen mich 6. Du würfelst ja nur 6. Mach was mal richtig jetzt. Ich guck da genau. Du Schwein, ey. Du machst da, du legst ihn auch so hin. Ich mach da vorher so. Aber das ist wirklich so klein, man kann nicht, fast nicht anders würfeln. Das ist ja so lächerlich. 2 Nils, 2 von Nils weg. Weg. Das war's schon. Das war's schon. Wow. Das in Nordamerika werden wir dieses hinlegen. Das kann ich. Was mach ich? Mach. Yo, die 6. Dafür mach ich doch vorher so. Ach, eine Karte ist immer seine Richtigkeit. Bevor ich es vergesse. Dankeschön. Hast du eigentlich mit allem nicht Angriffspakt außer mit mir? Wir nennen ihn auch den Anti-Nils-Pakt. Anti-Nils-Pakt. Let's fucking do it again! So, da unten. Was kommt denn da unten? Ontario? Ernsthaft? Wow. Ontario. Das ist jetzt persönlich das jetzt, oder? Ey. Ja, alles außer. Ich mache jetzt auch ein Zweier. Das ist doch ein Zweier. Wieso nimmst du erst mich und dann. Wie viele hättest du denn gerne in Ontario? Das sind einer. Was? Wie viele? Alle außer einer? Alle? Einem, ja. Dann kannst du aber nicht mehr Alaska angreifen, ne? Wahrscheinlich. Ja, oder? Okay, ihr wisst es ja auch gar nicht. Sie will den gelben ja nicht. Sie ist ja. Oh, das kann nicht wahr sein. Wie viele Sechsen? Was ist in diesen Handschuhen drin? Weil ja. Das ist diese Handschuhe immer röntgen. Nicht, dass jetzt hier der Ocean's 11-Technologie drin ist. Und unsere Tasa gerade, nachher werden die Würfel noch geröntgt. Und Mara auch. Wir haben so vom Flughafen so einen. Aber du kannst zurückschlagen mit zumindest einer 6. Kannst ja zumindest. Oh! Wow! Ontario steht. Nicht schlecht. Ontario! Eieieiei. Okay. Machen wir nochmal. Die Ontarianer, die sind ey, du kannst dich auch zurückziehen, wir bleiben Freunde. 4-4-4. 4-1, jeder 1. Jeder verliert eine Einheit. Das ist vollkommen korrekt. Sehr gut gerechnet von Flo und Tinville. Langsam ist man drin, ne? Ja, langsam ist man Schlag auf Schlag. Das ist für mich zweite Natur geworden. Nochmal. Oh, bitte nicht den Turm aufbrechen. Na klar. 6-2. Ach. 1 und. Das eine war eine 1. Okay. Nein, nein. Das eine war eine 1. Und eine 6 hast du ja auch gewürfelt. Ja. Das heißt, die 6 gegen die 6 und die 1 gegen die 2 ist das jeder eine. Nimm bitte einer weg da. Also, so, ja, lässt jetzt, auf ihre Mara bluten so. Das muss jetzt können wir aber den Turm bitte. Ja, nicht so wie. Ist ja ein Turm dabei.
Oh Gott. Wie viele Würfel sind da gerade rausgefallen? 6, 3. Aus der immer eine 6 ist immer dabei. Das ist so krass, ja. Yes, Mann! So, 6, 3. 2 von Mara. Der Turm wackelt langsam, glaube ich, oder? Der Wackelturm. Hast du 2 rausgenommen? Ja. Ja. Gut, gut, gut. 5, 3. 5, 3. Oh. 2 von jetzt. Das war's, ne? Ja, das war's. Ontario. Wohl eher Gontario. Nicht schlecht. So, lass Danke. Mich. Vielen Dank. Dankeschön. Ich würde den nochmal umverteilen, den Turm. 10 waren das, ne? Mhm. 2. Ey, das ist natürlich aber auch, es ist natürlich auch blöd, Mara, weil das wird natürlich dann persönlich, ne? Also wenn ich sehe, du nimmst den gelben nicht, der einen Zweier hat, und nimmst den roten nicht, der einen Einer hat, sondern gehst zweimal auf mich, dann denke ich mir natürlich, okay, ey, das, jetzt fühle ich, mein Ego ist auch jetzt angegriffen. Ja, aber wen willst du denn? Ja. Das kann natürlich, ich bin auch so ein Typ, so wenn mir einer am Bein hängt, dann trink ich lieber mit, weißt du, dann Wir können ja auch noch mal reden jetzt. Nee, ja, jetzt ist jetzt war ja, jetzt was. Jetzt habe ich ja mal ein paar Argumente gebracht. Ja. Jetzt bin ich ja nach dir dran. Jetzt kann ich ja auch wieder Truppen auffüllen. Ja. Ja, okay. Können wir noch mal ganz kurz, bevor du verschiebst, bevor du fertig verschiebst, können wir noch mal ganz kurz reden. Ich glaube nicht, dass das in der Verschiebungsphase geht. Doch, man kann jederzeit reden. Reden kann man immer. Jederzeit reden. Es zögert natürlich das Ganze nur weiterhin. Ja. Ich sag's euch, wir sitzen hier länger als bei Haus an Haus. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum militärischen Erfolg. Freut mich. Die Sache ist die, Grönland. Ich würde gerne ein Land pro Runde erobern können, um weiter Karten zu bekommen. Mhm. Und da du ja wahrscheinlich Nordamerika in nächster Zeit nicht voll kriegst, würde ich einfach gerne jede Runde... Warum kriege ich das nicht voll? In dieser Runde kriegst du es ja nicht voll. Oder? Ja, das stimmt. Das heißt... Wenn wir den Deal eingehen, dass ich einfach jede Runde Grönland einnehme, um weiter Karten zu bekommen. Aber ich verspreche dir nicht weiter nach Nordamerika vorzudringen. Ich werde immer nur Grönland eindringen, du hast da immer nur einen Trupp. Ich ziehe alles wieder zurück. Von mir aus kannst du es gerne jede Runde wieder zurück übernehmen, sodass ich jede Runde Karten ziehen kann. Weil ich kann nicht gegen die großen Weltmächte vorgehen. Und da du ja Nordamerika immer nicht voll hast... Nils, willst du nicht. Nee, das bringt nichts. Nils verblutet sich ja eh gerade in Nordamerika. Das läuft ja super. Da verliert er seinen Kontinentvorteil, ne? Wenn du da... Ja, aber dazu brauche ich noch mehr Truppen. Gib mir noch 2, 3 Runden. Ich muss ja eh nach Südamerika. Ich muss ja eh durch Afrika nach Südamerika. Das heißt, ich werde eh mit Nils irgendwie verhandeln müssen. Aber bis dahin brauche ich Truppen und in der Runde eine Karte. Das heißt, wenn du nur in Grönland... Aber nicht dann Nils gegen mich da in Nordamerika. Nein, Quatsch, nein. Ich will nur in Südamerika. Ich muss Südamerika. Nordamerika kannst du haben langfristig. Aber nur, dass du in Grönland nur einen lässt, damit ich den nehmen kann. Oder was? Steffen muss ich überlegen. Asien ist halt riesig. Das nutzt, ich will mich nicht gegen Steffen aufreiben, weil ich ja letzten Endes gegen Nils kämpfen muss und dafür die Truppen brauche. Okay, und du gehst immer so einzeln her. Ja. Wir haben sowieso ein Scheißproblem, weil du Europa brauchst nicht auch. Ja. Also es kann sowieso... Aber aktuell habe ich's. Aber dann lass uns das machen. Also auf Grönland nur einen, bitte. Es kann nur einer von uns gewinnen. Ästhetische Fragen, Flaggen, Bemalung und sowas natürlich. Eine gemeinsame Flagge, meinst du? Ja. Ja, ja. So, das war's. Hey, eine Runde. Das war Runde 6. Wir haben wieder eine Runde geschafft. Hey, wir haben 6. Es ist 23. Wir haben 6. Seid ihr noch da? Das ist schwierig. Also, ansonsten darf Sara jetzt einfach weitermachen, würde ich sagen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 kriegst du. Ja. Sein, du hast noch Karten, die du einlösen möchtest. Nö, aber ich würde gerne mit Nils reden. Das habe ich nämlich heute noch gar nicht. Ja, okay, reden dann wir. Dann macht das doch. Ihr seid ein gutes Team. Ah, ja. Oh Gott. Oh, kann Nils jetzt endgültig... Sara, mach keinen Mist! Oh, aber kann sie Nils endgültig... Shoot. Hi. Hi, du musst ein Stück damit das... Ja, ich weiß. Hm? So. Wir haben heute noch nicht gequatscht, aber du hast ja außer deinem Kontinent tatsächlich nur noch ein Land da stehen in Nordamerika. Das ist richtig. Wie wichtig ist dir das denn? Ja, das ist, wenn ich das verliere, dann kann ich mich nicht mehr wirklich manövrieren. Also ich muss das behalten, ja. Was kannst du dafür denn anbieten? Ich habe nichts zum Anbieten. Also das Ding ist, mittlerweile existieren so viele Bündnisse. Florentin hat 3 Bündnisse. Ja, natürlich. Jeder von euch. Der kommt da nicht mehr raus und macht nichts. Dann Mara und du, ihr habt ein Bündnis. Mara greift nur mich an. Jetzt hast du gerade noch mit Steffen irgendwas abgemacht. Wir sind irgendwann an dem Punkt, dass wenn wir nur uns gegenseitig irgendwelche Zugeständnisse machen,
dann verschanzt sich jeder in seinem Kontinent und dann spielen wir bis morgens um 5. In dem Fall, wenn du mich da weghauen willst, musst du mich weghauen. Aber ich meine, es gibt ja rein rechnerisch, Mara, Steffen hat einen Einser, es gibt viel also attraktivere Optionen. Ich weiß gar nicht, warum die nicht genutzt werden. Aber wenn, also ich kann nicht noch ein Bündnis eingehen, sonst haben wir nur Bündnisse. Und da du nichts hast, was du mir anbieten kannst, außer dass du mich da oben nicht wegmachst, wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, wenn ich irgendwas hätte dafür, aber was habe ich denn dafür? Ja, die weitere Bewegungsfreiheit. Es ist jetzt kein Riesenbündnis. Ich will ja jetzt nicht irgendwie hier. Aber was soll ich denn dafür machen? Was willst du von mir? Ich hätte gerne 5. Du hättest gerne 5? Hm. Als Karte? Mhm. Pass auf, ich habe jetzt gerade 3 Karten. Und wenn die nächste Karte mir das ermöglicht, dann gebe ich dir die. Aber wenn ich jetzt dafür mich selbst verschlechtere, dann kann ich das nicht machen. Aber ja, das Ding ist halt, dass du eine Runde später wahrscheinlich wieder deine Karte hättest, aber halt diese Bewegungsfreiheit nicht mehr. Ich weiß nicht, wie wichtig dir ist, aber du sitzt da unten halt und alle Grenzen sind dann relativ ja, dicht. Aber weil dann du da einfach nur einmal anfängst, irgendwas anzugreifen, dann steckt nämlich dein Pakt nicht mehr. Du, ich weiß, aber dann musst du mich da, wenn das der Preis ist, ich kann dir jetzt nicht zusagen, dass ich eine 5, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, ob ich eine 5 habe. Ich glaube, ich habe eine 5, ich weiß es nicht. Aber ich dir auch schlecht sagen, guck mal nach. Genau, aber ich kann dir nicht, wenn das für mich jetzt bedeutet, dass ich quasi weniger Truppen gleich eintauschen kann, weil ich dir die 5 gebe, dann verliere ich ja mehr, als ich gewinne. Was ich dir sagen kann, ist, wenn ich die 5, wenn ich gleich tauschen kann und die 5 bleibt sozusagen übrig, ohne dass ich Schaden habe, und dann tausche ich sie gerne mit dir. Okay. So, aber ich sehe immer noch nicht, du sagst, du haust mich nicht weg, okay, aber dann. Ja. Ich muss mich nicht vor dir in den Staub schmeißen. Wenn du mich wegkommst, hau mich weg. Weil das ist es gibt noch andere Gegner da. Und wenn du rational entscheidest, musst du nicht gegen mich gehen. Du kannst gegen jeden gehen. Das war nur die eine Sache, die du mir bieten kannst. Dementsprechend wollte ich dir das anbieten. Dementsprechend kann ich da weiter. Und dann sind wir nämlich, wenn wir beide uns jetzt da unten nämlich bekriegen, dann wird Steffen von unten leichter. I know. Aber dann würde ich nämlich mit Steffen gehen. Ey. Das ist mir zu vage. Ich habe da zu wenig. Wenn du mich weghauen willst, hau mich weg. Aber ich kann dir jetzt nicht irgendwie groß was anbieten. Ich kenne meine Kartensituation nicht. Ich könnte dir die 5 geben, wenn es passt, aber der Gegenwert, wenn der nur ist, du haust mich da nicht weg, dann hau mich da weg. So, weil wenn du noch was hast, was du drauflegen willst. Ich habe nichts. Wir müssen auch, weißt du was, kannst Sarah, halt auch einfach nachgucken. Wir müssen auch einfach kämpfen irgendwann. Es muss was passieren. Es passiert aber halt. Wir sind gefangen in den. In den Kämpfen passiert nichts, außer dass Steffen da noch hochzieht. Ja, dann musst du. Aber weißt du was? Dann geh doch mit deinen Truppen. Ich kann doch niemandem wehtun. Ich bin doch komplett im Nirgendwo. Dann geh doch mit deinen Truppen zu Steffen und hau den aus Südamerika weg oder whatever. Was soll ich denn da jetzt? Ich bin der Pinöbel da. Ich habe nur noch ein paar Truppen in Nordamerika. Dann geh doch auf Steffen. Ich hab keinen Handlungsspielraum mehr. Ja, wenn du jetzt mich weghaust, dann tust du dir ja selber weh, weil ich kann dann nichts mehr machen. So. Kommt drauf an, wie gut es läuft, aber ich hätte natürlich mit 2 Ländern 2 Chancen, Steffen anzugreifen, auch wenn mir ein Land flöten geht. Du kannst ihn überall angreifen. Du kannst ihn komplett aus Südamerika. In einem Zug. Ja, aber ey, ich kann dir nicht so viel helfen. Sarah, wir müssen weiterspielen. Ich kann dir nicht so viel helfen. Wenn wir irgendeine Grenze hätten und ich lasse dir das und du lässt mir das, mach ich sofort mit dir. Aber ey, das ist jetzt zu vage. Schau nach, was du in deinem Deck hast. Ja, und wir vielleicht auch können wir. Naja. Ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Es ist komplizierte Situation. Sie haben so hitzig diskutiert, ey. Aber jetzt haben wir dich, Steffen, an den Eiern. Sarah, was ist mit dem Essen jetzt eigentlich? Ist schon soweit. Es ist soweit, ja. Haben wir Essen? Ich hab schon echt Hunger. Haben wir Essen? Wollen wir Essen bestellen, oder was? Was hättet ihr Bock? Schokoladenbrunnen. Schokoladenbrunnen? Sarah, hast du Bock? Käsefondue? Schokoladenbrunnen? Schokoladenbrunnen.de, da kannst du jederzeit einen bestellen. Pizzas, Sushi. Mach erstmal und dann entscheidest du. Wenn die anderen dran sind, entscheidest du. Erst so jagen, dann speisen. Komm, Sarah, mach mal deinen Zug. Funktioniert das. Und danach entscheidest du dich, also, was du essen willst. Sushi finde ich gut, ja. Sushi ist lecker. Sushi ist Hammer. Okay. Ist das ein Code für Japan? Ich wollte auch gerade sagen. Oh, okay. Wofür steht Schokoladenbrunnen, ist die Frage. Budapest, Schweiz? Schweiz, ja. Ja. Also, ich habe meine 3 Einheiten. Korrekt. Ja. Hast du Karten, die du einsetzen möchtest? Habe ich Karten, die ich einlegen möchte? Hast du Karten dabei? Nee, habe ich nicht. Okay, dann hast du die 3. Ey, kannst du mir mal kurz unterm Tisch sagen, was du mir eigentlich hättest da geben wollen mit den Händen? Kannst du das mit den Händen? Zeichensprache. Aber zeig mal unterm Tisch, was du dafür rausrücken wollen würdest.
Jetzt die Karten getauscht oder was? Rickon, schau zu. Okay. Der Spion. Wir haben Spionen unter dem Tisch. mit allen Mitteln. Mein Laden ist auch ja, gut gefüllt. Kann ich nicht leisten, leider. Glaube ich. Nee. Sarah, also bei mir ist auch Sushi zu verkaufen, ne? Für einen guten Preis. Ich habe gehört, Sushi wird schnell schlecht. Wenn man nicht schnell handelt. Ey, Sushi gibt's mittlerweile überall, stimmt, ne? Ja. Also das ist, in 100 Jahren weiß keiner mehr, wo das eigentlich herkommt. Mm. Das ist einfach so. Das ist wie mit Pommes, wo sich die halbe Welt streitet sich. Pommes? Wir haben die Pommes davon. Italien? Non, non, c'est moi. Alberta, bei dem ich mir absolut nicht merken kann, wie es heißt, greift mit drei die Weststaaten an. Die Weststaaten. Let's see, wie das läuft. Dann darfst du bei Nils liegen versagen. Ja, da, danke. Nicht gut. Drei. Scheiße. Boi. Mann. Aber diese Nordamerikaner, ey. Die haben auch alle Waffen, ne? Das ist schwierig. Oh. Come on, Steffen. Come on, Steffen. Du wolltest, wolltest so ein Schießduell mich herausfordern. Come on, Steffen. Das war's? Ja. Gut, dann ist Nils. Das ist jetzt mein Name. Und du bekommst natürlich wieder 3 plus 3 sind 6. Das heißt, du hast noch Karten, die du einlösen möchtest. Nope. Nope. Baby, 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 nope. Baby, baby, baby. So, 6, ne? Entschuldigung. So, dann machen wir jetzt mal. Komm, ich mach mal ein bisschen jetzt hier so. 6. Bidim, bidim. Dann kein Bock, mich da von euch dissen zu lassen. Ehrlich gesagt, bin ich überhaupt kein Fan von. So. Wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst mich da ärgern. Mir doch egal. Du hast hier zahlreiche Grenzen. 3. Ja, mir doch egal. Kein Bock auf Stress. Warte mal, habe ich jetzt schon alle weggelegt? Nee, ne? Nee, du hast nur 3 weggelegt. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich hier selber ins Mogel, in die Mogelbereiche mich. Ach, Leute. Nee, da sind wir noch nicht, glaube ich. Ich glaube, wenn es unbewusst passiert, ist es auch kein Mogel. Oh, das weiß ich nicht. So, ey, Steffen, ich muss ja was machen. Ja, mach ruhig. Und ich kann das nur den einen. Ich kann es verstehen. Den einen, verstehen. Dir ist aber klar, was die gerade geleistet haben, ne? Ja, ich weiß, deswegen sind die Weststaatler. Staub ab. Let's go. Die sind warm, die sind nicht müde. Steffen! Steffen! Warte mal, warum sind alle, auf deiner Seite, Steffen? Ja, immer für den Underdog. Gegen 1 das gegen ist ein fairer Sportkampf. Das war nee, da liegt eine 6. Sorry. Danke, nehme ich aber nicht. Dann gib mir mal bitte meinen Nöpsel. Ja, ja, da läuft einmal über Nils Grenzen da zu dir. So, Darf ich kurz eine logistische Frage stellen? Ist zwischen Südamerika und dem rechten Staat eine Grenze? Ja, ne? Wo? Südamerika? Zwischen Südamerika und dem Staat Ja. Okay. Ja, ganz klar. Nur logistisch. Okay. Ja, doch. Da darf man rüber. Auch für dich wichtig, damit du sonst verteilen musst. Ich muss auch was tun. Nee, was tun. Alles klar. Du, ich bin immer ein großer Freund von richtigen Entscheidungen. Dann sag ich doch mal Folgendes. Mir doch egal. Dann. Ich habe die Weststaaten nicht geschafft, ne? Ja. Nee, du hast die Weststaaten nicht geschafft. Hast du überhaupt eine Karte bekommen? Nein. Habe ich eine Karte bekommen? Nein, gib mir die sofort. Jetzt kriegst du eine Karte, ja. So, und dann beende ich meinen Zug. Und verteilen? Was? Wie was? Verteilen? Verteilen? Zerteilen will ich. Nee, ich lass das so. Du bist wirklich nur einen auf Ausstatten? Ja, ich lass nur einen auf den Ausstatten. Gut. Dann bekomme ich 3 plus 2 durch die Kollegen in Südamerikanos. Ja. Hast du dich da mittlerweile eingelebt in die Kultur? Ey, das ist schön da, wirklich. Ja, wirklich schön da, ja. Du sitzt auch für immer auf Europa und bewegst dich einfach nicht mehr. Du, ich mag das. Der wird überbevölkert bis zum Schluss und dann. Du, bei mir läuft Schokolade in den Brunnen, ja? Also ich muss mir um nichts mehr Gedanken machen. Apropos, war das jetzt eigentlich Geheimcode oder gibt es wirklich einen Schokobrunnen? Es gibt leider keinen Schokobrunnen. Oh, das ist so lame, ey. Ach. Mir wird eine Tüte Chips gerade reichen. Ich wollte gerade sagen, bei Rocket Beans kriegst du irgendwie ein Stück Apfel oder so. Aber doch kein Schoko. Die Küche sind auch Leckmuscheln, die kann ich dir einfach. Das ist das Einzige, was ich dir noch anbieten kann. Ich fände auch gut, wenn wir 6 alle so ein bisschen Nährstoffe noch aus der Muschel rauszusaugen.
Steffen. Was mache ich jetzt, Leute? Steffen. Steffen, mach doch das Richtige jetzt. Soll ich uns eine Action machen? Nein. Mach doch mal Action jetzt. Steffen, wie heißt das Spiel? Action. Heißt es Komfort? Das heißt Action, ja. Das heißt defensiver Komfort. Ich habe leider ein Problem. Aber nicht über Probleme kann man reden, Steffen. Nee, ich glaube nicht. In diesem Fall nicht. Ja. Ach, Steffen. Lass mich kurz überlegen, ja? Wir können auch über alles reden, ne? Es gibt ja immer, für jeden Feind gibt es ja vielleicht auch einen Verbündeten, der sich auftut. Nee, das ist in diesem Fall, glaube ich, vollkommen egal. Ich habe da einen strategischen Fehler gemacht, den ich nicht mehr rückgängig machen kann. Ich greife erstmal von Südamerika da in die USA an, so dass da noch einer steht. In den Osten? Ja. Genau. Gut, ich mach's dir leicht und knackig. Zwei, tschüss, ich bewege mich freiwillig. Das war ja vielleicht auch nicht ganz so. Dann bekomme ich eine Karte. Versteckt, der. Du weißt aber schon, was ich mit der Ausschaltung gemacht habe. Ich weiß, was du gemacht hast. Ich habe extra noch eindringen lassen. Ich mich dort wieder zurück. Ich meine, das ist. Du hast dich quasi vor Steffen auf den Rücken gelegt. Nee, überhaupt nicht. Guck mal, Nils. Was sind das denn für lame Strategien? Wir machen das Starring. So, ist ein bisschen. Das ist jetzt einfach hier Spielware oder was, Oststaaten für euch. Ich habe mich doch nicht angegriffen. Ich habe einfach. Das ist mein Land. Ich wurde. Sag mal, wie lame ist das denn? Der wären jetzt einfach hier Menschen, die müssen jeden Tag ihre Nummernschilder ändern. Du kannst ja, weil hier wechselnde Besatzungsmächte da zu Hause sind. Ja. Die haben alle so ernsthaft. So Drehmich an. So willst du in die Geschichte eingehen, Steffen. Die müssen auf verschiedene Ämter jedes Mal. Halt! Nein, passt. Spielchen. Warte mal, wie viel stehen da? 2, 4, 6, 7. Ja. Turm. Ich rieche einen Turm. Es riecht so. Riecht so. Das ist ein Turm, ne? Ein bisschen. 7. Eine Menge Plastik. Dann mache ich da 5 hin. Also sind es 12. Ja. Aha. Du kriegst übrigens 8. Ne? Dann habe ich noch 3. So. Ich habe übrigens keinen Zwang. Ich möchte nur, dass Sie zuschauen. Ich greife Grönland an. Schon wieder Grönland? Mit 11, ja. Du kannst den Turm auch da stehen lassen, ne? Das ist nur eine Option. Aha. Florentin verlässt seinen Kontinent? 3, 4, 5. Schreibt es in die Zeitung. Okay, weiter geht's. Einer von Florentin. So, ich will nicht diesen Turm hergeben. Der Turm fällt. Los. Der Turm fällt. Mara Turmfällerin. Ich kann nichts dafür. Ich würfle immer 6. 6, 7, 8, 9. Ist doch alles kein Problem. Das sind doch alles Probleme, die durch die Zeit gelöst werden. Weiter geht's mit 3. 3, 3, 2. Das kann nicht sein. Grönland steht und steht. 5, 5, 5. Ich ahne, wo das hinführt. Ja. Okay, weiter geht's. Ich fände das schön, wenn du Grönland halten würdest. 3, 3, 2. Guck mal, so. Irgendwann müssen auch die stolzen Grönländer. Kriege ich eine Karte? Ja. Ich lege sie dir hin. Es war ihm auch wirklich quasi egal. Er möchte einfach nur diese Karte haben, ne? Und mit mir den Zug. Und mit Steffen und so willst Nils du in die Geschichte ist er eingehen, einfach noch besser befreundet, leider. Da stehen auch sehr viele. Na, das stimmt. So. Mara, du bekommst 3 plus 2 sind 5. Hast du Karten? Nee. Dann kriegst du 5. Ja, dann gehe ich jetzt erstmal auch mal in die Oststaaten. Entschuldigung, das habe ich mir ja fair erkämpft von Nils. Das ist jetzt die dritte unterschiedliche Medien. Wo, hä? Achso, doch. 5, 4, 2. Ja, ah, guck mal, das geht so schnell. Ich habe da nur so ein paar Verwaltungstruppen zurückgelassen. Ja, also ein paar Sekretäre. Ein paar mussten was machen. Eine Karte für Mara, bitteschön. Ja. In Ontario hattest du nur einen stehen, oder? Ja, sie ist von Ontario losgezogen, mir war nicht ganz klar. Ach so, okay, du bist von Ontario losgezogen. Okay. Ontario, Land der wunderschönen Fische.
Es sind nicht viele, aber es sind schön. Es sind drei in der Tat. Die drei schönsten Fische. Lake Ontario. Du kannst jetzt nicht mehr aufhören, Mara. Es beginnt jetzt eine Historie. Ich würde noch mal gerne mit Nils reden. Oh, das ist jetzt die historische Epoche der Kartenphase. Es wird die Kartenphase in die Geschichte rein. Nils, müssen wir deine Karten mitnehmen. Ach, meine Karten? Diese hier, oder was? Ja. Okay. Nils, ich wäre persönlich beleidigt. Zurück zum Sushi. Also, ja. Das funktioniert ja als Symbol wahnsinnig gut. Was machen wir da in Nordamerika? Ich werde jetzt immer da Truppen reinpumpen und immer versuchen, das irgendwie. Ist das dein Spielziel in Nordamerika plus Australien? Nee. Nicht ganz. Ich habe zu viel. Ich kann mein Spielziel quasi nicht erfüllen. Kann ich dir vertrauen, dass wenn ich sage, ich ziehe mich mit meinen Truppen ostwärts aus Nordamerika zurück? Also nicht über Europa, sondern dann über Asien. Ich muss sie ja wegkriegen, die Truppen. Okay. Ich kann ja nicht die jetzt opfern. Mhm. Und dann kannst du mit Steffen und Sarah wird dann wahrscheinlich eh nicht mehr existent sein. Kannst du dich mit Steffen und Lorentin hat das ja eh alibimäßig nur gerade gemacht. Ihr lasst euch ja eh in Ruhe offensichtlich. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich mich gen Osten zurückziehe. Und dann greife ich dann Sarah an. Und dann lasse ich halt mein Land vergehen. Ja, ich müsste halt gucken, aber wollen wir vielleicht irgendwie. Brauchst du dafür noch ein paar Truppen, um diesen Move zu machen? Was wolltest du mir eine Karte schenken? Oder willst du eine tauschen? Was ist dein Plan? Stimmt, das macht ja keinen Sinn. Ich habe ja nur zwei, ne? Also tauschen, du weißt ja dann nicht, was du kriegst als drittes. Naja. Und ehrlich gesagt, ich habe gerade einen Tausch gar nicht nötig. Naja, ich bin okay aufgestellt. Lass uns später nochmal mit deinen Karten gucken. Ja, finde ich gut. Aber was kriege ich jetzt von dir? Dafür greifst du mich nicht an, oder was? Weil er dann diesen ja. Blick verlassen hätte wahrscheinlich. Aber denkst du wahrscheinlich dreckige Deals. Ihr wisst, da hinten steht noch einer, ne? Den seht ihr. Der ist der Beschützer, ja. Ihr wisst schon, dass da noch einer ist, ne? Ja. Aber meinst du, er hört uns die ganze Zeit ab, während sie da drin ist? Ja, absolut. Das kann schon sein. Das ist ein Spion, das wissen wir doch alle. Aber jetzt müssen wir gucken, was der Hund macht. Eine Pfote nach oben, was heißt das? Das ist ein geheimes Zeichen. Der Karten getauscht. Gut, so. Du bist dran. Du warst durch, Mara, oder? Ja. Mara, warst du durch? Achso, ich muss noch verteilen. Nee, du kannst auch angreifen. Oder weiter kämpfen. Kannst du auch kämpfen. Kannst auch Nils angreifen, wenn du möchtest. Du kannst auch Nils angreifen. Ja. Achso, ach ja, ich musste ja noch. Ja, dann gehe ich mal wieder nach hier oben. Okay. Alte Fäden werden wieder neu aufgewärmt. Dies ist es sie wieder. Ich will nie wieder gegen Mara würfeln. Das reicht nicht. Aber sag mal ganz ehrlich, ist das euer Ding, dass ihr jetzt immer quasi so. Wir machen das bis morgen früh jetzt, ja. Ja. Korrekt. Und damit ist die weitere Runde vorbei. Runde 7. Und ich glaube, so langsam kommen wir in eine heiße Phase hier, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es noch nicht. Sarah bekommt 3 und du hast Karten wahrscheinlich, die du benutzen kannst. Aber jetzt, den habe ich vergessen zu verschieben. Vollkommen traditionell würde ich jetzt gerne erstmal reden gehen. Und zwar mit Florentin. Ja, gerne. Komm mal, wir haben uns doch wirklich schon lange nicht mehr unter die. Haben wir uns überhaupt schon unter? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Uah. Ja, was kann ich für dich tun, Sarah? Florentin. Ich glaube, Europa ist nicht das allerletzte, was du sehen möchtest. Also, das stimmt. Es ist nicht das Einzige, was du in deinem Leben bereisen möchtest. Das fällt mich auch sehr ein. Wenn man das mal eingenommen hat, dann ist es fast schon wieder langweilig. Wo möchtest du hin? Hast du gewisse Präferenzen? Also eigentlich will ich erstmal wissen, wo du hin möchtest. Weil, also wir stehen uns nicht direkt im Weg, aber wir könnten uns, je nachdem, wo du hin möchtest, Wo willst du denn hin? Im Asien. Endeffekt. Es ist Asien. Es ist immer Asien. Es ist immer Asien ist halt riesig. Ja. Und Steffen wird mir da ein bisschen zu mächtig. Mhm. Mir geht es gar nicht so um den kompletten Kontinent. Mhm. Aber also die einzige Möglichkeit, um Steffen da noch rauszukriegen, und er hat da unten noch mal einen Kontinent, ist, dass wir von zwei Seiten was machen oder dass ihr, keine Ahnung, dass du mir da hilfst. Und ich habe halt, Asien interessiert mich halt alles gar nicht. Gar nicht, ne? So komplexe Sprachen. Ihn interessiert dich auch, ihn interessiert auch Europa komplett gar nicht, ne? Ah, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Mhm. Naja, das hat man vorhin schon gesehen. Aber weißt du deine Karten gerade?
Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich brauche die gerade selber auch so ein bisschen. Die Sache ist, du kannst mir leider nicht so wahnsinnig viel anbieten. Ich weiß. Ich meine, ich kann dir natürlich anbieten, asiatische Grenzen sind für mich heilig, ich werde dich da nicht behelligen, wenn du jetzt, Steffen da raus jagst, ich werde dich da nicht behelligen. So. Das Problem Asien ist nur, dass Steffen verdammt mächtig wird und dass ich gerade, dass ich irgendeine Art Anlauf brauche, um da was machen zu können. Weil ansonsten habe ich... Nimm nach Südamerika. Da kommt es auch nicht hin. Aber ist es nicht leichter als Asien? Nee. In Asien sitze ich mit einigen Ländern und einigen Truppen jeweils. Also ich kann dir leider in Asien nicht helfen. Okay. Ich habe da nichts zu tun. Tut mir leid. Wie die über euch redet da drin. Also da sind wirklich Begriffe gefallen, die habe ich schon seit der Schulzeit nicht mehr gehört. Die Sarah ist eiskalt. Ihr habt euch nur abgesprochen, was ihr nachher zu essen bestellt. Gibt's auch zu. Es ist der Schokobrunnen. Es ist für jeden ein Schokobrunnen. Karten, liebe Sarah, möchtest du Karten einlösen? Karten? Neben deinen. Keine Karten für dich. Okay. Dann bekommst du drei. Keine. Oder wegen Sarah, dass du so zitterst. Auch ja, das ist. Kleiner Freeze. Die hat mir ganz tief in die so Szene geschaut. Ja, die Drohung kenne ich, ne? Die habe ich auch schon abbekommen. Warum? Interessant. Und seltsam. Ich habe Westfalen gelesen und ich war mir relativ lange unsicher. Jetzt haben wir uns verirrt. Jetzt haben wir uns komplett aufgewachsen. Das will ich haben jetzt. Ja, aber ich würde tatsächlich nach Westfalen fahren. Du hast zwei Dreierländer um dich rum und nimmst das Sechserland. Ja, das ist korrekt. Also das ist, wenn der Wahnsinn über den Verstand triumphiert, hat selbst der friedlebendste Risikospieler keine Chancen zu überdauern. Das ist ja einfach 4-3-3. Sehr verwirrt. Bist du Tobi Escher oder was? Fußball kann ich nicht. Sorry. 1-1. Wieder ein. Oh. Wow. Dreimal die Sechs, aber Nils kann. Du hast schon heute schon. Darf ich jetzt auch sagen, ich will nur mit einem verteidigen? Nein. Das hätte sofort. Nicht nach dem Wurf. Okay. Du hast schon heiß verteidigt heute, also vielleicht ist es nochmal. Ui! Oh Mann, ey, das Sarah, wenn das. Ey, willst du mir hier Dreier? Das ist ja hier. Guck mal, hier sind mit drei weggeschnitten. Achso, du hast mit zwei verteidigt, Entschuldigung. Gibt's da eine Strafe? Die Frau hat gerade drei Sechser gewürfelt, die ist auf dem Hoch, die schafft alles. Das war wirklich jetzt nicht Absicht. Ey. Also wird schwierig, Sarah. Tschüss. Ernsthaft? Eine noch? Ernsthaft? Gegen zwei Verteidiger? Wow. Ja, mach los, gib ihm. Sie will die Heldengeschichte. Tschüss. Sie will die Heldengeschichte. Ich komm nicht mehr aufs Schlachtfeld. Du stolperst und bist tot. Bitter, ja. Willst du verteilen, Sarah? Was denn? Alter, Sarah, dieser völlig irrationale Angriff mit deiner Volksfront, das hat Konsequenzen. Ich muss der Welt auch zeigen, dass ich sowas nicht mit mir machen lasse. Okay, doch nicht. Wir warten dann nämlich. Es gibt immer noch mehr von denen. Dann haben wir Nils, der standardmäßig wieder 6 Einheiten bekommt. Hast du Karten, die du eintauschen möchtest? Ja, ich möchte eintauschen. Dann? Der Herr. Ich tausche 10, 5, 1. Ui, 10 Einheiten. Das heißt, insgesamt bist du dann bei 16. Das ist ein Tor. Das sind 10, ne? Ja. Sarah, hättest du einfach nicht machen sollen. Es ist einfach, was soll ich jetzt noch machen mit dir? Was soll ich mit dir machen? Boah, das macht natürlich sehr viel mehr Sinn, mich da anzugreifen. Ja, es ist einfach der pure Rachefeldzug jetzt einfach. Komm doch her. Der purste, und erzähl mir nichts von Sinn hier. Da hier komm doch her. Länder, und dann kommst du da zu mir gewinselt. Wie viele hätten sie mir mehr? 3? 2? Was, jetzt lass mich mal in Ruhe nachdenken. Ich muss, es ist sehr wichtig. Erst die Kampfansage machen und dann. Sorry. Okay, Entschuldigung. Ich hatte das so verstanden. Ja, nee, ist schon okay. Immerhin. So, warte mal. Wie viel bist du denn da? Ach, mir doch, jetzt komm, ich hau die jetzt alle rein. Ist mir doch scheißegal. Ui. Oh, Olli. Was? Ist das der Moment, in dem du einfach nur noch das Brett umwirfst? Jetzt drehen wir alle durch. Okay, jetzt wird's haarig. 3-3. Tschüss. Jetzt wäre es wichtig. Noch ein Verteidigungswürfel jetzt. Hab ich vergessen? Ja, ich weiß. 6. Tschüss. Das war's. Wow. Das ging schnell. Laue Macht. Wow. Zwei. Wow. Wirklich schnell. Eine Karte für ihn. Bitteschön. Herzlichen Glückwunsch.
Ach, Sarah, hast du mich die Karte gegeben vorhin? Moment, du hast immer noch drei. Ja, du hattest gerade fünf. Nee, du hast angegeben. Sorry. Ja. Wow. Ich dachte, das, Diplomatie. Ich dachte tatsächlich, du hättest angegeben. Gut, dann. Bonanza. So, kannst du gleich tauschen? Zwei, drei, vielleicht. Obwohl, du hast eben auch nicht getauscht, ne? Sie hat eben nicht getauscht, ja. Hat sie ein Land erobert, die junge Dame? Nein. Du hast kein Land erobert? Das heißt, du kannst ja gleich gar nicht tauschen. Das heißt, du kannst ja gar nicht die Einheit reinstecken oder sowas. Was glaubst du, was ich hier mache seit drei Zügen? Ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ja gut, das ist mir doch egal. Dann bleibe ich da, wo ich bin. Und zwar guter Dinge. Und werde auch keine Einheiten verteilen. Ich werde einfach so bleiben. Wow. Respekt. Interessant dazu. Für die militärische Leistung, meinen Respekt. Mhm. Dann, ich bekomme 3+2 durch Südamerika. Und ich habe hier noch 3 Zähnen. Das bedeutet 5+8 sind 13. Also Steffen wird langsam eine Nummer hier. 13? 15? Nee. Ich krieg 8+5. Ach, 13, Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. 3, ich dachte, 10. 10 durch die. Ja, ja, du hast recht. Du hast doch völlig recht. Und dann machen wir uns mal auf den Weg, ha? Berühmte Worte eines Feldherrn. Die Sushi-Allianz ist auf, ist quasi. Ey, scheiße. Soll ich mal was sagen? Kämpfen, liebe Sarah. Was denn? Ich sag euch mal, was jetzt passiert. Was denn? Steffen hat gleich gewonnen. Ja. Weil Steffen muss Asien und Südamerika haben. Sarah? Ja, ich bin da. Let's go. Das ist die letzte Runde. Ja, 4 und 3. Es sei denn, Sarah kann verteidigen. Wie ein oh Gott, okay, das ist die letzte Runde. Gut, scheiße. Na ja. Glückwunsch, Steffen. Hast noch du gut gemacht. Ist nichts verloren. 4-3. War 4 und 3. 3-3. 1-1. 1-1, ja. Scheiße, Leute, wir haben nie aufgepasst. Steffen holt sich Asien, das war's. Und er hat euch 3 Sushi-Züge Zeit gelassen. 4, 2 und 1. Ja, ich hätte noch durchziehen müssen, ey. Darf ich ihn mir aussuchen? Was, aber Steffen muss nur 2 Kontinente, oder was? Ja. Sorry, warum ich sehe da drüben nicht in ja, weil Asien riesig gelb ist die Grenze, leider sehr schwierig zu sehen, wie viele da von mir sind. Ja, das ist nur einer. Ja, okay. Ja, Glückwunsch, Steffen, hast du gut gemacht. Naja, das sind ja. Entschuldigung, Nils. Wir wissen, wie die Würfel bisher funktioniert haben. Also das sind noch 13 Einheiten, die ihr da durchmacht. Ja, das seht ihr auch. Dieses ganze Feld da drüben ist mit unfassbar viel Würfelglück entstanden. Das wird jetzt auch wieder nochmal funktionieren. Wir machen weiter. Ja. Du hast 2 Würfel? 5 und 3. Ich hätte dich da noch weg. 6 und 3, das sind 2 von dir. Das war der Fehler gerade. Ups, Entschuldigung. 5 und 2. 6 und 4. Siehst du, so schnell geht's nämlich. Nee, aber das ist. Aber wenn ihr das die Runde nicht schafft, dann haben wir ja hier noch ein bisschen was. 6 und 4. Mit 6 und 3. Das heißt, jeweils eins. Jeder eine. Oh. Ja, aber dann gibt es noch einen Würfel, ja. 5. Also Sarah, du spielst jetzt hier. Das ist jetzt alles an Azara. Du musst die Runde jetzt am Leben halten. Ein Gegenwürfel. Ja doch. Hm. 4. 5. Nice. Das ist wichtig, Sarah. Jeder Würfel zählt. Das ist super wichtig jetzt. 4. Komm. Ah. Aber die Dreierländer sind wichtig. Es gibt jetzt rechte mal auf, ne? Es gibt noch 3 Dreierländer jetzt. Sarah, bitte, würfel jetzt, wie du noch nie gewürfelt hast in deinem Leben. Aber das ist. Er hat halt leider noch die ganzen anderen Länder. Ja, das ist leider nicht zu schaffen. Also das Spiel ist vorbei. Wir haben nie aufgepasst. Ich habe gerade überlegt, ob ich mit meinen Truppen hier noch bis hier gehe. Und dann wäre was anderes, aber ich war zu dumm, hab's nicht gemacht. Du hast 2 Würfel. 6 und 5. 6 und 2. Warte mal ganz kurz, wo hast du denn eine 6? Eine 5, Entschuldigung. 5 ja, und 4. Also dann aber trotzdem wieder ein. Ja, aber warum mogelst du, obwohl du eh schon in einer sehr komfortablen Situation bist? Tut mir leid. Gleich mal Abzug. Das haben wir nicht gesehen. Ich bin ein bisschen nervös. Ist der Zug jetzt zu Ende? 6 und 6. Oh, ist das bitter. Wow. Bad Beat. Wir machen weiter. Ja, das war's. Naja. Scheiße. Entschuldigung. 6 und 2. Komm. 6 und 3. Irgendwas. Jeweils einen. Ja. Jetzt, er kann Mara nicht für dich würfeln. Nein, 6 und 5. Oh, Alter, jetzt würfelt er auch gleich richtig gut. 5, beide 3. Ah, oh, wieso gehe ich da nicht bis Dingsbums? Ich trottel, ey. Du hast einen Würfel. 4
4 und 3. Ist weg. Liebe Grüße ans Best of. Und dann haben wir. Läuft nicht so gut hier. Für mich. Zwei Würfel für dich, Mara. Sarah. Sarah, ja. 5 und 3. 2 und 2. Das ist aber gar nichts mehr. Ja, das war's. Letzter Wurf. Letzter Wurf. Jetzt nur noch 6, Sarah. 5 und 3. Beziehungsweise 5. 4. Und damit, liebe Leute, habe ich mein Ziel. Nein! Steffen! Wow, meine Güte. Erfüllen Sie Asien und Südamerika. Herzlichen Glückwunsch. Alter Schwede. Hättest du null dran gedacht. Hättet ihr jetzt nicht dahin, euch auch so ich dachte auch immer drei. Ich war sehr verwirrt, warum das so einfach ist. Ja, ey, ich habe einfach, ich sag ehrlich, ich habe nicht gecheckt, du hast eingetauscht, ne? Ja, ich habe das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass du eintauscht. Und deswegen habe ich hier, ich hätte diese Truppen bis da ziehen müssen, dann wäre vorbei gewesen. Ja, also da hätte ich es nicht mehr hingekriegt. Nicht geschafft. Und so war es halt wirklich gerade so. Ich habe überlegt, ob ich schon eine Runde vorher angreife, aber das hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft. Ja. Und dadurch, dass und ich habe aber halt die Runden gebraucht, das Sushi-Bündnis, hier diese Grenze, die uns beiden nichts bringt, aber die uns zumindest aufatmen und aufstocken lässt, habe ich gebraucht. Ich konnte aber nirgends anders mehr hin als da. Ja, und wollen wir darüber reden, was unsere Missionen waren? Ja, gerne. Das erklärt, glaube ich, einiges. Aber? Ja, gerne. Ich habe die wundervolle Mission. Du musst Länder einnehmen, glaube ich. Mich selbst zu zerstören. Was nicht funktioniert, weswegen ich 24 Länder einnehmen muss. Ah, okay. Was? Warte mal, die sich selbst zerstören. Vernichten Sie die gelben Armeen. Steht hier drauf. Das ist ja lustig. Das habe ich ja vorhin noch gesagt, was es sich selbst vernichten. Das heißt, ich hätte nicht gewinnen können. Es hätte sein können, dass. Wenn ich dich da noch weggeholt hätte, hättet ihr beide gewonnen. Stimmt. Moment, stimmt, was? Aber warum hast du nicht einfach deine ganzen Truppen immer weggeopfert, alles? Ja, das wäre schon ein bisschen. Ich bin davon ausgegangen, also wir können das gerne noch mit Maxi in der Klokabine besprechen, aber ich bin davon ausgegangen, dass wenn du dich selber zerstören solltest, dass das nicht zählt und dafür die untere zählt. Okay, ist das nicht so? Ist ein verwirrendes Ziel. Ich hätte jetzt, nee, genau so wie es Maxi jetzt gerade gesagt hat, genau das stimmt. Es hieß doch vorhin, also das habt ihr draußen nicht mitbekommen, aber es hieß, wenn du eine Aufgabe kriegst, die dich selbst zerstören ist, musst du die untere Aufgabe machen. Und Maxi sagt doch gerade, ist korrekt, ja. Also, und das 24 waren 24 Länder und deswegen habe ich am Anfang, ich habe noch auf Australien gehofft und habe mich am Anfang schon mal groß verbreitet, weil ich brauchte Länder. Ich hätte keine andere Möglichkeit gehabt. Schon. Und als ich Australien nicht bekommen habe, war es für mich eigentlich, als ihr auf euren Kontinenten hocktet, was bestimmt. Ja, es war hart. Es war nicht möglich. Ja. Ich hätte null damit gerechnet, dass du mit zwei Kontinenten gewinnen kannst. Ja. Ich dachte, weil ich muss drei Kontinente einnehmen. Auch. Europa, Südamerika und noch einen. Und ich dachte, dass das dann ähnlich gebalanced ist, aber klar, nee, Balancing ist Asien ist riesengroß, das ergibt total Sinn, aber ich hatte einfach null auf dem Schirm, dass du da kurz davor bist zu gewinnen. Was hast du denn jetzt? Ich musste Afrika und Asien. Oh, okay, das ist hart, ja. Das ist hart, aber meine Idee war, dass ich habe die ganze Zeit Asien ignoriert. Weil ich gehofft habe, dass ihr euch dort so sehr gegenseitig dezimiert, dass ich dann über den Osten hier einmarschieren kann und in einem Zug. Was im Prinzip, was du gemacht hast, mein Plan war wenn ich gleich nochmal eintauschen kann, ich hab jetzt drei Karten, dann hätte ich hier geflutet und von der anderen Seite hier geflutet und dann Plan hättest du das relativ schnell gekriegt. Genau, dass ich dann einmal, ich hätte nur so wie du einmal alle haben müssen und ich hatte das Gefühl, okay, ich komme dem näher, so ich gehe jetzt hier, so Sarah weg und so und dann, aber du warst zu schnell, hast du gut gemacht. Krass. Ja, war krass, ja. Also hätten Sarah und ich uns auch nicht abgesprochen, hätten wir uns, glaube ich, hier ständig auf die Kasse. Wir hätten uns so dezimiert, es hätte keinen Sinn ergeben. Ja, ich hätte es schön gefunden. Ja, das glaube ich. Ja. Florian hatte schon gesagt, du hattest drei Kontinente, was hatte Marc? Ja. Ich hatte auch drei, also Australien, Europa und noch einen beliebigen. Boah, das ist aber auch hart. Auch nicht einfach. Ja, da hätte ich jetzt als nächstes erstmal Nordamerika versucht und dann hätten wir nochmal reden müssen. Hätten wir uns treffen müssen, ja. Aber ganz ehrlich, das ist fast das Härteste. Ja. Das ist schon ich hart. Ich habe ja gesagt, das ist eigentlich nicht machbar. Das ist sehr schwer. Also bei Europa ist eigentlich, also ist ja nach Asien der zweitschwierigste Kontinent und dann noch, also dann noch ein dazu. Das ist ja eigentlich fast unmöglich. Das ist schon hart. Ich dachte eigentlich tatsächlich, dass ich das Schwerste hätte, weil Asien halt relativ schwer ist, aber ihr hattet alle tatsächlich schwerere. Also hatte ich Glück gehabt. Ja. Florentin, du hast noch nicht gesagt, oder? Doch, ich hätte schon. Ich habe Europa, Südamerika und noch eins. Auch also genauso schwer. Auch schwierig, Vor allem nach der ersten Aufteilung und der ersten Runde so. Naja. Weil du halt immer noch hier super stark vertreten warst, ne? Da hätte ich es nie runtergeschafft irgendwie. Ihr seid alle gut im Pakte schließen. Aber da dann, also es war recht schnell nichts mehr möglich. Als das hier stand, Australien kam man nicht mehr rein, habe ich dann aber auch nicht mehr versucht. Ich habe mich dann in die Richtung geschützt und habe zu Mara gesagt,
Waffenstillstand von der Seite, weil wenn ich da auch nur angegriffen worden wäre, ich wusste, du hast genug Möglichkeiten, weil Florentin wird dich nicht angreifen. Ihr habt miteinander gesprochen. Florentin hatte da teilweise eins auf Osteuropa stehen oder so. Mhm. Und du bist da nicht reingegangen. Dementsprechend wusste ich, hier ist dich, du gehst nur in meine Richtung und dann wollte ich Mara wenigstens von mir fernhalten. Was auch gut funktioniert hat. Wir sind auf jeden Fall ehrlich. Es hat gut funktioniert. Aber es war, Du hast irgendjemanden einen Deal gebrochen? Eigentlich gar nicht, ne? Nee. Oder? Ich habe einmal minimalen Deal gebrochen. Ich habe hier, damit es nicht so absolut obvious ist, bin ich auf, ich kann es mir wirklich nicht merken, Alberta und habe einmal Mara angegriffen, obwohl wir das. Gut, aber gut, das muss halt auch sein. Du brauchst mal die Karten, ne? Kontext geht das, glaube ich. Ich war ab irgendeinem gewissen Punkt, war ich wirklich, dadurch, dass ich keinen Kontinent hatte, dadurch, dass ich hier auch Pech hatte, ich habe noch versucht, mit verschiedenen Menschen zu verhandeln, dass ich einfach eine 5 kriege. Ja. Das ist echt bitter, dann ich auch kam so ein zweites da Zufallselement mit den Karten. Ne? Das ist schon krass. Ja. Wenn man da, du hattest ja früher auch echt hohe, glaube ich zumindest 3 Fünfer oder so. Und dann konntest du einmal viel erobern und dann. Ich hätte auch einmal die 10 und einmal die 8 Einheiten. Das ist nächste Stunde. Ich hatte genau. Ich hatte liebe Leute, es war mir eine Freude. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr da draußen mit dabei wart. Wenn euch diese ganze Geschichte hier gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar da und ein Like. Folgt diesem Kanal, da würden wir uns sehr darüber freuen. Und wenn ihr noch mehr Risiko wie ihr wollt in unterschiedlicher Konstellation mit mehr Space oder so, schreibt es doch in die Kommentare. Und freut euch. Vielen Dank natürlich auch an alle Leute, die solche Shows hier möglich machen, auch im Rocket Beans Supporters Club. Vielen, vielen Dank dafür. Und vielen, vielen Dank an euch, dass ihr heute hier mit am Tisch seid. Vielen Dank, Steffen. Wie geht's? In Ruhe essen und habt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht das gut. Geht asiatisch, ne? Tschüss, kein Sushi, auf gar keinen Fall.